dass sie sich dann auch bekriegen, weil es darf keine zwei Gruppierungen geben im Islam. Die eine Gruppierung muss über alle anderen Gruppierungen herrschen. Weigert die andere Gruppierung sich, müssen sie in die Ewigkeit gehen. So einfach ist das. Danke, Donnarumma. Du, ein Paket falsch geliefert, du möchte gern Hippie-Popo. Kein Problem, hier hast du das richtige Paket. Emin, guck mal, wie gefällt dir das? Stummschaltpaket, go! Ich hoffe, du bist zufrieden. Jetzt hast du das Richtige bekommen. Will noch jemand? Heiß und fettig, wer möchte, wer hat noch nicht? Amal, das kann doch nicht wahr sein. Du schon wieder? Da sagt Amal zu mir, du schon wieder? Möchtest du dein Lied wieder haben, Amal? Amir, war der Ali ein guter Mann? Ja, frag dich mal, wenn Ali ein guter Mann war, warum hat er dann Menschen bei lebendigem Leibe Branding verpasst? Ein richtiges Branding. Ist das ein guter Mensch, der andere Menschen Branding macht? Allah ist der Größte, ja, der größte Satan, danke. Muss ich mal vorstellen, der Ali schneidet von Menschen hier das hier, ne? Schneidet er ab und hängt sie als Halskette um deren Hals. Ist das ein guter Mensch? Ist das ein guter Mensch, der abgeschnittene das hier, Hände, an dem Hals von jemandem dranhängt? Also das ist für mich ein Monster. Stimmt das, dass die Kurden Volk des Dschinns laut Koran? Ne, es gibt eine Überlieferung bei den Schiiten. Dschinns, die Kurden stammen vom Volk der Dschinn ab. Wenn du mit einem Kurden oder mit einem Schwarzen verkehrst, dann ist das Resultat der Kinder deformierte Miss. Ihr wisst schon. Sobald du, hab kein SEX mit Kurden und Schwarzen. Die daraus resultierenden Kinder sind deformierte Miss. Sowas steht da drinnen bei den Schia. Das ist heftig, ne? Hab kein SEX mit den Kurden und den Wo steht das, dass Allah Satan ist? Sure 5, Vers 14. Wie was laberst du, Mann? Das steht wirklich bei denen in den Quellen. Habe ich doch schon tausendmal bewiesen. Meinst du, ich stelle mich hier hin mit meinem Gesicht und laber einfach einen Quatsch oder was? Überleg doch mal. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich noch. Danke dich auch. Du, ich bin gerade so beim Thema Abrogation. Das ist ja abgeleitet von Muslim und Bukhari, oder? Das ist im Koran, findet sich die Abrogation. Ach, im Koran selber. Ja, Koran selber. Sure 2, Vers 106. Wenn wir einen Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen besseren, einen, der ihm gleich ist. Also Allah ist ein Obsthändler. Ja, genau. Der ersetzt seine Verse durch andere Verse. Die waren nicht genug. Genau, weil du hast ja einmal mit dem Alkohol, dass er ja für intelligente Menschen ist. Intelligente und dann ein, Menschen? Für Gelehrte. Der gegorene Traubensaft irgendwie so. Ja, also der Koran sagt in Sure 16, Vers 67, dass die Muslime sich Alkohol gären dürfen, laut Allahs Aussage. Später revidiert der Allah seine Aussage und sagt, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Satans. Und dann fragt man sich allen Ernstes, ja Allah, warst du dir nicht bewusst, als du das Alkohol erlaubt hast? Was war los mit dir? Ja, Wahnsinn. Warum hast du das Werk von Satan erlaubt? Bist du Satan? Ja, das ist bei all den Widersprüchen, was du da auch bringst an Fakten, dass man da überhaupt noch diskutieren kann. Das ist ja Wahnsinn, wenn man das nur nachschlägt. Natürlich gibt es Diskussionen, ne? Die versuchen so gut es geht, das Ganze zu erklären. Aber was willst du denn da erklären? Einmal sagt Allah, Alkohol kannst du dir so gären, von den Früchten der Dattelpalmen macht ihr euch Rauschtrank und gute Speise und darin liegt ein Zeichen für intelligente Leute. Und dann auf einmal siehst du, dass Allah sagt, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Satans. Danke, Wahnsinn. Was denn jetzt? Allah, warum erlaubst du denn in Sure 16, Vers 67 das Werk des Satans? Bist du Satan oder was? Ja, das ist ein wahnsinniges politisches Instrument. Ja, das ist unglaublich. Kriegstreiberei, Brautfängerschaft. Hier in der französischen Schweiz gab es jetzt vor ein paar Tagen Attentate, eine Entführung. Ein Iraner mit Axt und Messer ist in den Zug, hat den Lokführer und 13 Geiseln genommen im Zug. Mein Landsmann?
Ja, da musst du dann leider totgeschossen werden. Iraner sowas machen, das ist für mich unvorstellbar. Sowas hört man eigentlich nur von Syrer und Afghanen und sowas. Ey. Ja, das waren Siehst du, Iraner. da sind wir auch schon wieder ganz vorne mit dabei mit so einem Wahnsinn. Auch hier in Castrop-Rauxel, auch ein Iraner, der festgenommen wurde, der versucht hat, einen Attentat zu machen. Wahnsinn. Ja. Ja, ist immer die Frage, wo kommt das her? Ist das kulturell? Ich frage mich immer, ist das Ich werde ja sogar von kulturell? meinen eigenen Landsleuten hier sogar beleidigt, obwohl die nichts mit dem Islam zu tun haben. Das ist ja das Kranke. Ja, das ist aber, guck mal, weil ne, du gehst ja auch schon sehr harsch vor, sage ich mal. Und da stehen ja einfach krasse Sachen drin. Und du verletzt ja wirklich deren Gefühle. Sie sehen es ja wirklich als persönliche Beleidigung dann auch, oder? Das ist, ja. Ja, mein Lieber, so ist das. Also, Ja. wenn du dich mit der Kunst der Abrogation auseinandersetzt, dann wirst du staunen, was da Das passiert. ist der Wahnsinn, ja. Ja, Abrogation ist nichts anderes. Allah macht Fehler und korrigiert seine Fehler durch andere Verse. Was mehr ist das gar Ja, nicht? dann mit Bukhari und Muslim, das ist ja wirklich einfach, ohne geht's ja einfach nicht, oder? Das ist eigentlich unmöglich. Ja, ohne Bukhari und Muslim verstehst du gar nicht den Koran. Das ist ein unlogisches Ja. Buch. Selbst die ganzen Muslime geben das zu und sagen, der Abu'l-Bara beispielsweise sagt, die Sunna braucht den Koran mehr als, nee, der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Heftig, Ja, was eine Aussage. und das spricht ja eigentlich schon wieder für, ja, alle anderen sind verfälscht, aber wir nicht. Ja, aber wenn da 300 Jahre später alles gedeutet werden muss, menschlich, ja, das ist Ja, das ist schwierig, das. ja. Bukhari kam ja 300 Jahre nach Mohammed. Er weiß ja gar nicht, wer diese Leute überhaupt waren, die mit Mohammed da rumgelaufen sind, die Sahara. Er hat einfach sag mal schnell, nach Leuten, die ihm von das und das erzählt haben. Und Dankeschön, meine Lieben. Und du weißt ja, wenn du zum Beispiel anfängst, Leuten zuzuhören, die dir dann erzählen, von dem und der hat es das. Stille Post. Der stille Post. Was kam am Ende raus? Da reichen ja drei, vier Leute schon aus oder fünf Leute im selben Büro. Der eine sagt was Positives, beim anderen kommt was Negatives an. Das ist nichts anderes als Grundschulverhalten. Ein Isnad ist nichts anderes als Grundschulverhalten. Also diese Überlieferungskette. Er hat es von dem und dem, der hat es von dem und dem, dass der und der das gesagt hat, dass Mohammed sowas gesagt hat. Das ist ja Quatsch. Wir wissen ja aus der Grundschule heraus, dass da nur Chaos entsteht bei sowas. Das ist der Wahnsinn. Ja. Der Koran ist ja nach Surenlänge sortiert, habe ich Ja, gesehen, ne? genau. Ja, genau, richtig. Das Nicht ist ja auch chronologisch. ein. Der Koran ist nicht chronologisch geordnet. Das ist gibt ja einfach null Sinn in. Das ist ja. Kannst du ja gar nichts mit anfangen. Wie sollst du das denn deuten dann mit der Abrogation? Die Abrogation kannst du doch gar nicht anwenden bei dieser Versaufzählung oder Aufreihung. Du musst dir mal vorstellen, der letzte Vers, der eigentlich in Sure 114 sein müsste, befindet sich in Sure 5, Vers 3. Und dann stell dir das mal vor, es kommen noch weitere 109 Kapitel des Korans. Obwohl Sure 5, Vers 3 der letzte Vers des Korans ist. Und der ist in Sure 5, nicht in Sure 114. Krass. Siehst du, wie Ja, die Plots das. geändert haben? Ist das nicht Verfälschung? Na Aber klar, das ist Verfälschung. Die haben das jetzt mal ernst. gespielt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Okay, ne, du hast jetzt das super Werk geschaffen und das ist leicht verständlich für jeden. Und wer soll denn das verstehen? Also, wenn du dafür die Gelehrten brauchst, dann das macht ja keinen Sinn. Ja, Ja, natürlich, klar. aber. Der Koran hat eindeutige Verse und auch mehrdeutige Verse. Und der Muslim ist verpflichtet, die Korankommentatoren zur Hilfe zu nehmen. Ne? Weil was will denn ein Muslim, der im 21. Jahrhundert ist, den Koran auslegen? Verstehst du, was ich meine? Er muss also zurückgehen zu denen, die näher an Mohammed dran waren. Ne? Weil die müssen ja den Koran so verstehen, wie Mohammed ihn verstanden hat und wie die Sahaba ihn verstanden haben. Und wenn das passiert, dann wird es gefährlich. Dann wird es ultra gefährlich, wenn du dann die Tafsire der Korankommentatoren aufschlägst, wie Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalain und Ibn Kathir. Ja, Wahnsinn. Dann wird es kritisch, dann wird es richtig problematisch. Ja, das ist mit den ganzen Überlieferungen. Und wenn man sich dann unterhält mit den Koranisten, die sind ja komplett raus aus dem Thema. Wenn dann Aisha zur Diskussion steht mit dem Alter, ja, wie will man das denn abstreiten? Das ist ja. Der Koran zeugt sogar davon. Es ist ja nicht nur, Ja. dass Mohammed das getan hat,
Die Muslime dürfen, es gibt kein gewisses Heiratsalter, die dürfen sich auch von Kleinstkindern scheiden lassen. Das ist in Sure 65, Vers 4 verankert. Es sind drei Positionen, also beziehungsweise Personen, die dort erwähnt werden. Frauen, die aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr menstruieren und Frauen, die krankheitsbedingt nicht menstruieren und auch diejenigen, die noch nie Menstruation gehabt haben, das sind Kinder. Ja, man muss schon aufpassen, dass das nicht überschwappt. Ne? Das ist ja einfach wirklich, kann ja politisch ganz schnell umschwappen, kann zu einem Herdentrieb führen, selbst bei gemäßigten Religiösen, sage ich mal, die es nicht ernst nehmen, bis zu dem Zeitpunkt, wenn auf einmal eine religiöse Vorherrschaft, politische Vorherrschaft gilt und dann auf einmal die Regeln umbrechen. Ne? Und dann auf einmal machen alle mit, wie es zu Nazi-Zeiten war. Ne? Der Mohammed hat ja gesagt, wenn der Imam zum Dschihad aufruft und die Muslime nicht folgen, dann sündigt die ganze Gemeinschaft. Das heißt, wenn eines Tages, die Muslime sind ja schon sehr, sehr viele hier und der Imam kennt diese ganzen Hadiths in Bukhari und Muslim. Und wenn er eines Tages sieht, dass der Imam, dass sie so langsam die Mehrheit hier bilden, dann muss er zum Dschihad aufrufen. Weißt du, wie krass das ist? Ja. Ja, das ist so. Die Muslime müssen dem Folge leisten, sonst werden sie selber drankommen. Das ist so krank. Ja, voll. Hey, ich habe mich mit beiden Propheten auseinandergesetzt, auch natürlich mit Moses. Und dann habe ich so das Gedankenspiel gemacht, wen würdest du gerne als Bewohner deines Hauses haben, als Mieter und als Geschäftspartner? Wen würdest du am ehesten in deiner Nähe haben wollen, im Geschäft, wo Moses, du dich auf ihn verlassen kannst? Der hält sich wenigstens. Oh, danke schön, Pinguf. Der hält sich ja wenigstens an die Verträge und alles. Hey? Ja. Der Mohammed, der bricht sie bei Lust und Laune. Da kommt auf einmal der Jibril, setzt dem Mohammed irgendwelche komischen Fantasien ein und sagt, ja, die wollen dich angreifen, Mohammed, greif du sie an. Ja, und da hast du den Salat. Ja, oder der, ja genau, oder stell dir vor, du holst deinen Bruder in dein Haus und dann kommt er zu deiner Frau und geht zwar nicht zu ihrem Zimmer, aber beim Abhauen sagt er so, ja, mein Herz ist verdreht, ich bin verknallt. Ja. Damit er Zeynep, ne? Ja, richtig. Und das kannst du doch keinem erzählen, dass der Mann dann auf einmal freiwillig sich von ihr geschieden hat. Said hieß der, glaube ich, ne? Ja, der Allah hat ihn ja sogar noch dazu ermutigt. Der meinte, hab keine Angst vor den Leuten. Geh und nimm diese Tochter seiner Frau. Was für Kacke ist das, ey? Dem Mohammed war das natürlich erstmal unangenehm, ne? Hört man da raus und hat er gesagt, nee, geh und nimm sie zu deiner Frau. Hab ich dir gegeben. Ja, toll. Wahnsinn. Okay, mein Lieber, dann wünsche ich dir Gottes Segen. Danke, dir auch. Ciao. Ciao, mach's gut. Dankeschön, ihr Lieben, dankeschön. Gott segne euch und eure Familie. Schönen guten Tag. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich habe eine Frage, nämlich der Bibel, Genesis 6, Vers 6. Ja. Da sagt, da hat Gott einen Fehler gemacht. Ehrlich? Ja. Er bereut nämlich, den Menschen erschaffen zu haben. Kann Gott etwas bereuen und diese menschlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel wir, der wusste ja in seiner Weitsicht, dass der Mensch ja Fehler macht, aber aus Liebe heraus hat er das trotzdem machen lassen. Und als er auf diese Welt geguckt hat, wie verdorben die Menschheit ist. Verstehst du, wenn er einmal etwas macht, kann er es ja nicht mehr zurücknehmen. Und Gott kann natürlich einen erstaunten Zustand haben. Beispielsweise Allah ist sehr erstaunt über Menschen, die in Ketten ins Paradies geführt werden. Sure 2, 256. Tafsir Ibn Kathir, was sagst du denn dazu? Wusste Allah das nicht? Warum ist er nicht? Aber Allah bereut das ja nicht. Ja, aber warte mal, was ist das? Ist das Erstaunen? Ist das ein menschlicher Zustand, Eigenschaft von einem Menschen, erstaunt zu sein? Ja, natürlich. Das ist das. Warum ist denn Allah erstaunt, wo er doch vorher weiß, dass die Leute ins Paradies mit Ketten geführt werden? Verstehst du? Der Ausdruck des Erstaunens ist ja ein Ausdruck von uns Menschen. Wir sind erstaunt darüber, dass sowas passiert. Wusste Allah das nicht vorher? Jetzt ist er raus. Und weg ist er. Ist das ein Typ? Was ist das, ne? Der Allah wundert sich über Menschen, die in Ketten ins Paradies geführt werden. Der denkt so, boah, das ist aber krass. Wo kommen diese ganzen Menschen denn? Warum sind die in Ketten ins Paradies werden sie geführt? Übelst, ne?
Ja, sobald sie den Gott der Bibel angreifen, müssen sie aber auch den Gott des Islams erklären. Also das Ausdruck, dieser Ausdruck des Zustand, also dieser Zustand von, sag mal schnell, dass jemand erstaunt ist, ist ja ein Ausdruck der Menschheit, also der Menschen. Die sind ja erstaunt über Dinge, wovon sie nichts wissen. Aber Allah kann doch nicht erstaunt sein. Es sei denn natürlich, dass er menschliche Attribute hat. Ja. Aziz, mein bester Freund, ist da. Aziz. Salam, mein Freund, wie geht's? Salam, wie geht's dir, Habib? Alhamdulillah, salamu alaikum, mir geht's gut, danke, danke. So. Hör mal, also ein wahrhaftiger Muslim wird niemals euer Gott angreifen, weil das ist bei uns immer ein und derselbe. Wir wissen ja alle, dass es nur einen gibt. Dein Gott greift ja die ganze Zeit den Gott der Bibel an und die Bibel und alles. Nein, nein, mein Gott nicht. Also Leute, wie? Dein Gott beleidigt sogar die Juden und Christen. Nein. Wie? Sura 98, Vers 6, Sura 8, Vers 55, der beleidigt uns als die schlimmsten der Tiere, Mann, Aziz. Nein, nein, ich meine, wir Muslime, wir beleidigen ja nicht euren Gott, weil wir wissen ja, dass das ein und derselbe ist. Das ja, warte mal, ist das keine Beleidigung, wenn du sagst, Jesus ist nicht der Sohn Gottes? Das ist eine übelste Beleidigung für die Christen und für mich. Ja, aber wir beleidigen ja Jesus genauso, nicht. Als würde ich sagen, aber ja klar, das ist eine Beleidigung für Jesus und für uns. Ey, das ist genauso, für dich. Das ist genauso schlimm, als wenn ich sage, Allah ist Satan. Für uns ist es genauso schlimm, dass du sagst, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Aber wir sagen ja nicht, dass Jesus Satan ist. Wir sagen ja nur, dass das ein Prophet ist. Ich meine nur, damit will ich dir klar machen, was für eine Stufe das ist, wenn du sagst, Jesus ist nicht der Sohn Gottes oder Gott selber. Das ist für mich genauso, als wenn jemand sagt, oder beziehungsweise für dich jemand sagt, dass Allah Satan ist. Das ist genauso schlimm. Ja, aber Prophet mit Satan zu vergleichen, ich bitte dich, Amir. Ja, aber warte mal, der Prophet sagt in Sahih Bukhari, dass Shaitan immer mit ihm ist. Guck mal, wir gehen jetzt Step by Step. Ich habe jetzt meine Hausaufgaben gemacht, erstmal, ne? Ein Teil davon. Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ja. Du bist der beste Aziz. Ja, guck mal, ich habe einen Teil meiner Hausaufgaben gemacht. Ne? Hättest du deine Hausaufgaben richtig gemacht, würdest du Jesus Christus erkennen als deinen Herrn und Gott. Ja, warte jetzt. Also, wir hatten die 18, Sura 18, Vers 86 und 532 und diesen einen Hadith von Sahih Muslim 1452a, richtig? Ja. Gut. Also, ich komme jetzt mal zu diesem 1452a, Sahih Muslim, diesen Hadith über diese. Wo die Verse rausgenommen wurden, ne? Genau, genau, über diese Stellen, ja? So. Also, was ich jetzt darüber herausgefunden habe, ist, dass dieser Hadith sich bezieht auf diesen Salim. Ja, Salim, das war ein befreiter Sklave, ja, und derjenige, der den befreit hat, war sein Master, das war Abu Hudayfa ibn Utba ibn Rabi'a. Ja, so, als Salim befreit wurde, war er ein kleiner Junge. So, er wuchs auf bei seinem Master, also bei diesem Abu Hudayfa. Und als er das Pubertätsalter erreichte, war er wie ihr Sohn. Ja, er ging ein und aus, hat wie der eigene Sohn. Irgendwann hat er sein Erwachsenenalter erreicht. Ja, und dann ging die Frau von Abu Hudayfa zum Propheten und sagte ihm, dass ihr Mann, dieser Abu Hudayfa, sich nicht wohlfühlt. Ja, weil dieser erwachsene Mann jetzt mittlerweile, der einen Bart hat, ja. Der hat einen Bart! Ja, ja, also der ist ja kein kleines Kind mehr, der ist jetzt erwachsen, ja? Ja. Mit Bart, sagte sie ihm, ja. Und der kommt, wenn er nach Hause kommt, ja, ist sie freizügig angezogen. Natürlich, sie ist ja zu Hause, der ist ja keiner. Der ist ja wie der eigene Sohn eigentlich, ne? So. Aber dieser Abu Hudayfa, weil er weiß ja, dass das ein befreiter Sklave ist, der zwar seit seiner Jugend, ja, seit seinem Kindesalter bei denen war. Aber wie gesagt, mit der Reife ist er irgendwie da nicht klar drauf gekommen, weil er wusste doch im Innerlichen, dass das ein Fremder ist. Ja, und sie hatte zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wie sie mit der Situation umgehen solle, weil ihr Mann sich praktisch, wie gesagt, nicht wohlfühlt, eifersüchtig, keine Ahnung, ne, so in der Hinsicht. So, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr vorgeschlagen, ja, hat ihr geraten, ihn zu stillen. Ja, 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 ja. Guck mal, das ist ja Fakt, das dürfen wir ja nicht leugnen. Ja. Das ist heftig. Ja,
Guck mal, jetzt habe ich mal meine Hausaufgaben gemacht, jetzt bleib mal bitte ein bisschen seriös. Okay, Entschuldigung, aber das hört sich... Ich habe mir die Mühe jetzt für dich gemacht, dann bleib bitte jetzt ein bisschen seriös. Jetzt stell mal Asis, ich muss kurz reingehen, danach kannst du wieder weiter. Stell dir das mal vor, dass irgendein Prophet gesagt hätte, geh und eine erwachsene Frau soll einen erwachsenen Mann stillen, der schon so einen Bart hat. Und damit sind sie dann Stillverwandte. Stell dir das mal vor, und das ist eine Anordnung von Mohammed. Welcher Muslim würde sowas praktizieren? Also wenn du bei mir reinkommen willst, um Stillverwandtschaft herzustellen, weil du weißt ja, Muslime dürfen ja, also ein muslimischer Mann und eine muslimische Frau dürfen ja nicht in einem Zimmer alleine sein, beispielsweise am Arbeitsplatz. Was ist denn die Lösung daraus, Asis? Dass die Frau dem Mann 5-mal die Busen zum Nuckeln geben soll und damit stellen sie eine Stillverwandtschaft her. Sie werden Mahram. Heftig, ne? Genau! Ja, warte, ich hab dich jetzt ausreden lassen. Bist du fertig? Ich bin fertig. Überleg nur, was das für eine Art Akt für Wahnsinn ist. Okay, jetzt geht's weiter. Also unser Prophet schlug ihr vor oder hat ihr geraten, ihn zu stillen. So, sie sagte zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist aber erwachsen und hat mittlerweile einen Bart. Unser Prophet hat geantwortet, ich weiß. Still ihm und gib ihm Milch und er wird dein Sohn. Ja? So. Ja, dieser Hadith ist authentisch ohne Zweifel. Heftig. Ja, wie soll ich denn jemanden folgen, der sagt, du erwachsene Frau, gib mal dem erwachsenen Mann die Busen zum Nuckeln. Was ist das für ein Mann, Mann? Ja, warte mal, bitte. Lass mich doch erstmal fertig und dann können wir gleich reden. Also dieser Hadith ist authentisch ohne Zweifel. Punkt. So. Wie wir wissen oder wie wir verstehen, ohne jetzt in technische Details zu gehen, was wir jetzt tun sollten, ja. So, was ist mit technischen Einzelheiten gemeint? Jetzt geht's weiter. Jetzt sind zwei Punkte. Ist es so, dass dieser Salim, die Frau von Abu Hudayfa, ja, berührt hat und dann sie ihn gestillt hat? Ja. Oder sie hat ihn etwas Milch in ein Glas getan und das 5-mal, ja, und hat ihn praktisch ihre Milch praktisch in einem Glas serviert. So, das sind Informationen, wo keiner darüber exakt Informationen darüber geben kann. Ja? Auch die Gelehrten geben es dazu. Ich habe das nein, hier nein, nein, nein. Guck ich mal, habe es nur an mir. Asis. Nein, es gibt da keine. Ich es gibt da keine Authentik. Ich habe das Wort Islam Web, eure größte sunnitische. Wer war das denn? Wer soll das diese gewesen Frau sein? Diese Frau hat ihn wirklich mit ihrer Brust gestillt. Aisha selber hat es auch getan. Welche Quelle ist das denn? Das ist Sahih Muslim. Hier, Fatal Munim. Da gibt es nur eine Quelle darüber, die du mir gegeben hast, die 52. Es gibt ganze Fatwas darüber, Mann. Islamweb.net, kennst du die größte sunnitische Internetseite der Muslime? Eure Sunniten? Es gibt nur eine Quelle, wo darüber berichtet wird. Das ist die 1420. Asis, du kannst kein Arabisch, richtig? Du warst nicht auf den arabischen Seiten, richtig? Guck mal, natürlich, ich habe auch mit einem Sheikh gesprochen. Der Sheikh verarscht dich doch, Mann. Nein. Natürlich, guck mal, dass du weiter im Islam bleibst. Ja, ich bin noch nicht fertig. Warte, jetzt geht's ja weiter. Ja. So. Hier, ich hab's vor mir. Aisha hat erwachsene Männer gestellt unter der Anordnung von Mohammed. Warte. Wir sind noch nicht bei Aisha. Warte, Aisha kommt noch. Aisha kommt noch. Warte, Aisha kommt noch. Ich bin noch bei dieser Frau von Abu Hudayfa. Moment. Wir sind ja noch nicht bei Aisha. Aisha kommt gleich noch. So. Ja. Also, unser Prophet, diese technischen Details, ja, das kann, wie gesagt, diese Stillen, körperlich gewesen sein. Das kann auch sein. Wir reden jetzt von diesem Salim, ne? Asis, Sabel. Welcher Rechtsschule folgst du bitte? Malikische, habe ich schon gesagt letztens. Okay. Darf ich dir kurz was vorlesen? Ja, bitte. Guck mal hier. Du fragst dich, wie können denn zum Beispiel diese Frauen Milch geben, weil die keine Kinder gezeugt haben? Guck mal hier, was die Gelehrten über dieses Thema sagen.
Wie kann Aisha Milch zum Beispiel geben oder die anderen Frauen, wenn sie keine Kinder gehabt haben? Gelehrte und Madhab-Gründer wie Imam Malik, Ash-Shafi und Abu Hanifa und so weiter erklären, dass sogar Jungfrauen Milch produzieren können. Das ist ein Blödsinn. Hier ist der Beweis. Die Mehrheit der Gelehrten glaubt, dass die Milch der Frau, die Konsequenzen hat, nicht unbedingt von ihr stammen muss. Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann und daraus resultierende Schwangerschaft oder durch die Geburt eines Kindes, wenn sie vielmehr etwas wie Kräuter, Medikamente einnimmt, um die Milchproduktion anzuregen und dann ein Kind damit stillt, wird dieses Kind durch das Stillen ihr Sohn. Daher herrschten sie nicht, wenn eine Frau, die noch Jungfrau ist und noch nie verheiratet war, ein Kind stillt, wie sie durch das Stillen der Mutter. Dies ist die Ansicht von Malik, Ash-Shafi und Abu Hanifa und wurde von den Muslimen als korrektere angesehen. Hanbali-Gelehrte Al-Mardawi und Ibn Qudama. Ibn Qudama? Ibn Qudama? Ibn Qudama auch, ja. Ibn Qudama wurde sowieso von allen als falsch authentifiziert. Okay, ich hab dir gerade Malik gegeben, Ash-Shafi und Abu Hanifa, reicht ja, das? Ja, aber diesen Ibn, wie heißt er nochmal? Ibn Qudama. Genau, Ibn Qudama. Der wurde von allen Rechtsgelehrten. Wer bist du denn, dass du sagst, Ibn Qudama ist keine große Nummer? Das sage ich nicht. Das sagt Muslim, Sahih Muslim, Bukhari sagt das. Ibn Qudama ist eine riesen Autorität, Mann, für die Hanbaliten. Ja, aber seine Überlieferungskette wird von den großen Gelehrten nicht anerkannt. Ich kann dir das mal per Dings Nachrichten schicken. Oh, Betenszeit. Hör auf mit diesem Zeug. Nicht, dass der Satan noch anfängt zu furzen, ey. Der hört den Adhan. Der Satan hat gerade gepupst. Immer wenn der Satan den Adhan hört, guckt euch das bitte an. Ihr Lieben, guckt euch das bitte an. Guck mal hier. Ja, guck mal hier. Immer wenn der Satan hier, der Gesandte Allahs sagte, wenn der Adhan verkündet wird, ergreift Satan die Flucht und während seiner Flucht furzt er so laut, um den Adhan nicht zu hören. Richtige Pupsmaschine. Ist das heftig. Ja, geh mal deine Dings machen. Ey. Das ist so heftig. Ja, das mit dem Stillen ist schon heftig. Ne? Also die Gelehrten geben das auch zu. Das ist authentisch überliefert worden. Und das mit, wenn die Muslime kommen und sagen, nein, sie hat nicht wirklich mit ihrer, hier, du weißt schon, Brust in den Mund berührt. Nein, sie hat das abgepumpt in einem Glas. Nein, der Hadith ist unauthentisch. Der ist daif. Der ist schön daif. Wo steht der Furz-Hadith hier? Das steht in Bukhari 608. Sei Bukhari 608. Was sieht das aus? Einfach. Wie viel Geld bekommst du dafür, für deine Rede? Ja, nicht einen Cent. Nicht einen Cent bekomme ich dafür. Hallo? Warum hat Josef Maria geheiratet, als sie ein Minderjähriger war? Kannst du mir das zeigen? Ja, also gestern, kennst du Liebe zum Hadith? Ja, ich kenne Liebe zum Magie, ja. Liebe zum Hadith. Nee, der heißt Liebe zum Magie. Meinst du diesen Jungen, der gesagt hat, man darf im Islam Babys heiraten? Es war im Christentum so, nicht im Islam. Ja, frag ihn, geh hin und sag, Liebe zum Hadith, hast du gesagt, dass wir Babys heiraten dürfen? Ja, Habib, ja. Du musst nur ein bisschen warten, bis sie den SEX verkraften kann. Der ist wenigstens ehrlich, der Typ. Willst du ein Baby heiraten? Im Christentum ist es nicht besser. Natürlich, bei uns heißt es in 1. Korinther 7, 36, dass wir warten müssen bis zur Vollendung ihrer Reife. Das heißt, über ihre Reife hinaus. Das griechische Wort ist Hyperakmos. Und wenn du ein Wortstudium unternimmst, siehst du, dass der Verstand eingesetzt werden muss und dass die körperliche Reife auch da sein muss.
Siehst du? Welches Buch ist besser? Ein Buch, das sagt, du darfst Kinder nicht anfassen und wenn du Kinder anfasst, fährst du zur Hölle, Johannes 18? Oder willst du einem Buch folgen, das sagt, du kannst Babys heiraten? Entscheide. Also, ich bin Jeside. Ob du Jeside bist, ist egal. Egal. Nur rein aus deiner menschlichen Moral und Ethik heraus. Was sagst du? Ja, also, wie kann man ein Kind heiraten? Das geht mal gar Sehr nicht, ne? gut, sehr gut. Da hast du schon mal, da bist du schon mal ein Schritt weiter zur Menschlichkeit. Jetzt frag dich mal, wie ein 53-jähriger Mann ein 9-jähriges Kind anfassen kann. Was hältst du denn davon? Ist schon ekelhaft. Das ist schon widerwärtig, ne, würde ich sagen. Das hat schon zu tun mit ne, Pedo-Zeugs, ne? Auf jeden Fall. Ja, da siehst du mal, dass diese Leute absolut wahr. Ich frage dich auch wieder eine Frage. Wenn du zum Beispiel ein Baby auf dem Boden krabbeln siehst, oder zumindest das Alter, wo sie so gerade rausgekommen ist aus diesem Babyalter und so am Krabbeln ist, so aufsteht und so am Laufen ist, würdest du Heiratsgefühle bekommen für so ein Kind, Baby? Das ist psychisch krank, oder? Sehr gut. Also hast du gerade gesagt, Mohammed ist psychisch krank, weil er hat es gemacht. Siehst Ich du? kenne mich jetzt nicht so aus mit dem Ja, Islam. aber ich kenne mich aus, deswegen. Ich kenne mich aus, habe diese ganzen Sachen hier, habe das alles nachgelesen und habe mir gedacht, nee, das kann nicht ein Prophet Gottes sein, sondern jemand, der nach Kindern lüstet. Ja, echt schockierend. Ja, natürlich ist das echt schockierend. Wer kann so einem Menschen denn folgen? Und im Christentum? Ja, im Christentum sagt der Herr Jesus Christus, wenn ihr ein Kind anfasst, es wäre besser, dass ein Mühlenstein um euer Hals gelegt wird und ihr ins tiefste Meer versunken werdet. Wer ist es besser? Jesus, der sagt, wehe euch, die ihr Kinder anfasst, oder Mohammed, der durch Sure 65, Vers 4 sagt, geht und heiratet Kinder, kein Problem. Was ist besser? Krass, ja. Ja, auf jeden Fall, bei uns Jesiden gibt es gar keine Propheten. Aber man kann auch nicht kommentieren oder so. Ja, deswegen, mein Lieber, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Wenn du Zeit findest, hol dir mal das Neue Testament und schlag mal nach und lerne die Person Jesus Christus kennen. Er liebt dich von ganzem Herzen und hat auch sein Leben für dich gegeben. Aber es kommt doch alles von den Semiten. Nein, es kommt nicht von Seminiten. Es kommt alles vom Schöpfer, und zwar Jesus Christus. Jo, okay, vielen Dank. Ja, gerne. Gott Jo, segne ciao. dich. Jo, ciao. Danke, lieb. Vielen lieben Dank. Wo ist El Kurdi? Der macht Urlaub. Salamu Walaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. alaikum. Ja. Du bist dieser Was ist das Ex-Moslem, ne? Dieser Maniac. denn? Okay, ich danke dir, dass du da warst. Gott Ja, segne dich. Schwanzlutscher, Junge. Sehr gute Koranrezitation. Hast du sehr. Ja, du passt. Habt ihr gesehen, wie schön der rezitiert dann? Oh, du Manlutscher. Das ist das Einzige, was die können. Diese Rezitation war sehr, sehr schön. Oh, du Lunchi, Lunchmachen. Man kann das nur so überwinden, ne? Ja, was geht? Ey, nichts, und bei dir? Auch nichts, wollte fragen, wann ein Fitnessvideo mit ABK kommt. Ja, warte, ich zeig dir, wann das Fitnessvideo kommt. Ja? Schön, dass du da warst. Schön, dass Sie da waren. Fitness-Video mit ABK. Ich werde nur ein Video mit ABK drehen, wenn der hinten drauf sitzt und ich mit 300. Hey, Ex-Muslim. Hallo, mein Lieber. Was geht? Ja, nicht viel. Hier auf dich warten und mit dir reden. Ja, Bruder, ich wollte fragen, wann du wieder bei Lidl Security machst. Ja, demnächst, damit ich dich rausschmeiße und du nicht mehr da reinkommst. Masha'Allah, der stärkste Achi hier in der Dunja. Ich bin der breiteste Lidl-Mitarbeiter. Mach's gut. Wollt ihr mich noch beleidigen? Nein, du nicht. Hör auf damit. Hört auf damit, euch selbst zu versündigen. Hallo? Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Gottes Segen wünsche ich dir und deiner Familie. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Oh, du klingst normal. Ja, natürlich. Du bist nicht Kamelurin-mäßig. Absolut nicht, natürlich nicht. Du klingst nicht nach Kamelurin. Nein. Und zwar hatte ich eine Frage. Ich war hier auf TikTok und da hatte ich einen Muslim live gesehen. Und ein Ex-Christen, der hat sich Ex-Christ genannt. Und der hatte ein Bild im Live-Bild. Lamm, 7 Augen, 7 Hörner. Und er hat sich bezogen auf die Offenbarung 5, Vers 6. Und ja, er meint, das ist doch nicht bildlich, so wortwörtlich so zu genau, verstehen. Genau. Und der meint das Wort wörtlich und hat gesagt, ja, so sieht Jesus Christus aus. Und ich wollte deine Interpretation dazu wissen. Und zwar, also, ich mich schlau gelesen. 5 Minuten Minute Google-Recherche zeigt uns schon, was die 7 Hörner in der Offenbarung bedeuten. Ja. Die 7 Augen, habe ich jetzt gelesen, sind die, ist der Geist Gottes. Zum Beispiel Geist des Herrn, Geist der Weisheit, Geist des Verständnis, des Rates, der Stärke, Erkenntnis und Furcht. Und 7 steht auch für Perfektion in der Bibel. Ja. Genau. Und was ist mit den Hörnern? Bezieht sich die 7 Hörner nur auf die Perfektion jetzt? Ja, ist eine gute Frage. Man muss sich auch ein bisschen da durchlesen. Das ist sehr, sehr viel, ne? Auf jeden Fall hat das nicht dieses, das ist eine metaphorische Art, etwas ja, darzustellen. Und nicht wortwörtlich so zu verstehen, wie diese Leute das machen, ne? Ja, genau. Ja, so wie mit den 7 Stämmen und sowas, ne? Das hat ja auch damit was zu tun. 7 Hörner weisen darauf hin, dass es auf die 7 Stämme auch hindeutet, ne? Genau. Und Jesus wird ja als Lamm bezeichnet, nur wegen, weil der Herr Jesus Christus sich für uns geopfert hat am Kreuz und das Tier Lamm ja oft eine Opfergabe ist und auch geopfert wird, richtig? Genau. Das Lamm Gottes, welche die Sünde der Welt hinwegnimmt, ne? Du weißt ja, Unschulds, das Lamm ist ja immer so unschuldig, Unschuldslamm, sagt man ja. Unschuldslammer. Ja. So, weil das so rein ist, das Tier, so, ne? Weil dieses Tier so unschuldig ist. Deswegen bezieht der Herr Jesus Christus und nimmt das als Symbolik auf sich. Und auch im Alten Testament können die Muslime nicht einfach eine neue Religion gründen, weil dort die Symbolik ja schon vorhanden ist, als Mose von Gott, dem Herrn, als der Herr Jesus Christus noch in seiner göttlichen Form war und ihm den Befehl gab, dass er ein Lamm schlachten soll, das Blut nehmen sollte und an den Türpfosten streichen. Da, wo das Blut des Lammes ist, so wird der Zorn Gottes vorbeigehen. Merkst du die Symbolik? Verstehe. Siehst du? Ja. Und das ist das. Wer das Blut zur Vergebung seiner Schuld hat und das angenommen hat, so ist er frei vom Zorn Gottes. Der Zorn Gottes geht an ihm vorbei. Verstehst du? Mhm. Das ist das. Und da kannst du nicht einfach kommen und eine neue Religion gründen. Das alles fliegt durch die Gegend. Gott hat ein Copyright gesetzt in der Bibel. Er ist ja nicht dumm. Gott ist ja über unserer Vorstellungskraft so intelligentes Wesen. Weil er weiß, dass ja Leute kommen und versuchen, das Ganze zu fälschen. Hat uns ja gewarnt auch. Genau. Hat er in seiner Schrift uns schon gewarnt vor falschen Propheten und hat einen Stempel reingesetzt in den Geschichten, weil alles symbolisch auf seinen Masterplan ist. Und zwar Jesus Christus. Der ewige Sohn Gottes. So sieht's aus. So ist das. Leider in dem Live konnte ich nicht mehr mit dem Typen dort sprechen, weil er offline gegangen ist. Das extra. Die Leute, wenn du das nächste Mal da bist, sag mal, ja, wenn du ein Problem damit hast, wie gehst du denn damit um, dass der Mohammed seinen Gott in der Gestalt eines kleinen Mannes sieht, bartlos, lockiges Haar, einen grünen Anzug, was denn da damit? Ist das ein kleiner Gnom? Kennst du diese, wie heißt diese komische Dings? Sag mal schnell hier. So Kobolde und so, die mit ihrem Schatz am Ende des Regenbogens auf dich warten. Ja, von ihr nach dem, mit dem Goldtopf. Genau. Ja, das ist krank. Das ist krank, ja. Ich hatte in dem Chat von ihm geschrieben, und zwar wegen, der Typ, der hieß Taurin, und dann habe ich ihm darauf hingeschrieben, Moment, Surat 37 oder 56, wo
Allah für den Propheten betet, für Für den seinen Propheten, Propheten. genau. Sure Genau. 33, Vers 43, Sure 33, Ja. Vers 56 und Genau. andere. Ne? Und darauf hat er dann geschrieben, gesagt, ja, das steht für Segen. Und er sagt, die meisten Übersetzungen, da steht auch Segen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich beziehe mich sogar nicht mehr auf die Übersetzungen, sondern auf das Original Arabische, dass das Allah steht, dass das Genau. Beten bedeutet. Richtig. Und leider ist er genau in dem Moment auch offline gegangen, da ich nicht, ich wollte live reden, da man bei der Kommentarsektion ja nur ein Limit hat, da konnte ich nicht genau spezifisch schreiben, wollte ich ihm sagen, was heißt denn Baraka und Yubarek Baraka, und genau, genau. Yubarik, genau, Ja, Segen, das bedeutet Segen. genau, Muslime genau. schämen sich, ne? Die Muslime Ja. schämen sich und können das natürlich, müssen das natürlich vertuschen, ne? Da siehst du mal, mit was für einer Glaubensgemeinschaft wir es zu tun haben. Wo sobald es problematisch wird, wird alles unter den Teppich gekehrt, falsch übersetzt und, ne? Das Und ist Lügen ist ja dann auch erlaubt, ne? In den natürlich, Situationen. solange es den Islam dient. Genau. Wie hieß das? Die hatten doch ein spezielles Wort auch dafür. Taqiyya ist das, Taqiyya. Takir. Ja. Okay, ja. Muss ich mal vorstellen, einer der größten Gelehrten des sunnitischen Islams, das ist der Imam Al-Ghazali. Er sagte, wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn die Lüge das einzige Mittel ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, so ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Verstehst du, Das was ich meine? ist krass, Brutale wenn man zu Aussage. solchen Mitteln muss, greifen Eine muss. teuflische Sekte, ne? Also wir haben zu tun mit einer teuflischen Sekte, ne? Ja. Da hat sich aber Mohammed dann doch eigentlich schon wie zum Zuge seiner Gelüste irgendwas ausgedacht, damit er profitiert doch davon. Genau, der Herr sagt, wir sollen absolut nicht lügen und der Mohammed sagt, in drei Fällen ist das Lügen erlaubt. Heftig, ne? Ja. Im Krieg zwischen Freunden ein gutes Wort zu sprechen und deine Frau anzulügen. Heftig, ne? Freunde anlügen und Frau anlügen. Ja, genau. Das ist krank. Ja, in drei Fällen ist das Lügen erlaubt. Da musst du dir mal vorstellen. Der Mohammed hebt also die Gebote Gottes aus. Und sagt, ja, ist kein Problem, in gewissen Fällen dürfen wir schon lügen. Heftig, ne? Ja, Ja schon klar. lächerlich, kann man sagen. Richtig lächerlich. Alles Okay. klar, dann wurden meine Fragen beantwortet bezüglich dessen, beziehungsweise genauer erläutert und meine Ansicht auch bestätigt deiner Seite aus. Und vielen Dank. Gottes Segen wünsche ich. Alles klar, mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Hi, grüß dich. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. So, ich habe da mal eine Frage. Du bist doch Christ geworden. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht um meine Ewigkeit und habe geprüft, ob Mohammed überhaupt ein Prophet ist und wollte wissen, ob Allah diese Religion namens Islam überhaupt den ganzen kritischen Punkten standhält. Und was man da alles so herausfindet, da fliegt die ganze Religion auseinander. Ne? Zum Also, Beispiel. zum Beispiel, dass der Allah sagt in Sure, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ein Gott, der sagt, dass man Babys heiraten kann, ist für mich schon mal gar nicht Gott. Sure 65, Vers 4. Es gibt kein gewisses Heiratsalter im Islam. Du kannst sowohl ein Baby heiraten. Gefolgt darauf, dass Mohammed von seinem Adoptivsohn die Frau ausspannt in Sure 33, Vers 37. Dass der Mohammed Frauentausch betreibt in Sure 33, Vers 52. Dass der Mohammed erlaubt, also dass der Allah durch Engel Jibril hier dem Mohammed mitgibt, dass die Frauen bei Widerspenstigkeit, ne, hier, Sure 4, Vers 34. Und dann hast du auch noch in Sure 4, Vers 24, dass man weibliche Kriegsgefangene vor den Ehemännern dann halt vergehe, du weißt schon. Und dass der Allah auch erlaubt, eine sogenannte Zeitehe einzugehen. Das ist auch in Sure 4, Vers 24. Du siehst also, dass der Allah so Prostitution und unmorale Handlungen bewilligt, ne? Das ist jetzt das, was du ja aus dem Koran verstanden hast, oder? Ne, wir können ja den Tafsir aufschlagen, mal gucken, ob die Gelehrten für mich sind oder gegen mich sind. Du hast ja eben gesagt, Sure 65 war das. Vers 4. Was sollte da drin stehen? Da werden drei Kategorien von Frauen genannt, die noch nicht menstruiert haben. Einmal eine Frau, die schon alt ist und nicht mehr menstruiert aufgrund ihres hohen Alters. Und dann eine, die krankheitsbedingt ist. Und eine, die noch nie menstruiert hat. Und da sagen die Gelehrten alle, das ist ein Ijma unter den Gelehrten, ein Konsens, dass es sich um Kinder handelt, die noch nicht ihre monatliche Blutung hatten. So ist das. Ja. Warte, da steht, und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten,
Das sind doch Frauen, die im älteren Fall, oder nicht? Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben, diejenigen, die schwanger sind. Das sind einmal Schwangere und einmal älteren Frauen genannt, oder? Ja, genau. Und dann siehst du auch, dass eine Kategorie auch genannt wird, wo steht, die noch keine Menstruation gehabt haben. Und da sagen die Gelehrten, es handelt sich um Kleinkinder. Das ist das. Muslime praktizieren ja auch Kinderehen in den islamischen Ländern aufgrund von Sure 65, Vers 4. Diese ist auch die Rechtfertigung für Mohammeds Handlungen mit Aisha, ne? Als er sie geheiratet hat mit 6. Aber und mit guck mal, 9. Ich lese mir gerade den Vers, da steht's aber gar nicht drin, die noch gar keine bekommen haben. Ja, du verstehst das leider nicht. Deswegen musst du oder bist du gezwungen, die Tafsida aufzuschlagen. Du bist doch ein sunnitischer Muslim, ne? Ja, genau, richtig. Ich sage dir ehrlich, ich habe mich bis jetzt noch gar nicht richtig mit meiner Religion befasst. Ich bin aber jetzt gerade, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Dann werde ich den Koran lesen und dann werde ich mir beides mal angucken. So, ich bin auf jeden Fall Muslim, Alhamdulillah. Jeder hat ja seine Glaubensart. Jeder soll ja das glauben, was er möchte. Ich wollte jetzt nur von... Wenn jeder glaubt an das, was er will, dann wird das ja problematisch. Der Koran sagt zum Beispiel in Sure 9, Vers 29, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Stell dir mal vor, du nimmst das ernst und alles, was in Sahih Bukhari verzeichnet ist, dass Mohammed angewiesen wurde, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah. Stell dir mal vor, du nimmst das alles ernst. Was wird aus dir? Ja, aber guck mal, wenn jetzt, es gibt jetzt, wie viele Millionen gläubige Muslime gibt es in Deutschland? Und es ist bis jetzt nichts passiert? Ja, die würden erschossen werden. Es gibt psychisch kranke Leute. Es kommt immer darauf an, wie man einen Text oder das, was im Koran steht, interpretiert. Noch nicht die Kampfkraft erreicht haben, beziehungsweise auch noch nicht die Mehrheit gebildet haben. Was meinst du, wenn auf einmal die Muslime die Mehrheit bilden, wie dann der Islam auf einmal wird? Aber in der Bibel stehen doch auch einige Sachen, die nicht korrekt sind, oder? Nein, es steht alles in Ordnung. Du musst nur den Kontext betrachten. Im Koran aber nicht, oder wie? Mach ich doch, ich lese doch die Tafsire dazu. Ich lege den Null aus. Ja, aber guck mal, das, was du eben gesagt hast, was ja in der Sure 65, Vers 4 stehen sollte, da steht ja gar nicht da drin. Ja, deswegen sage ich, schlag dir bitte den Tafsir von deinen Gelehrten auf und dann siehst du, dass sie auf meiner Seite sind und gegen dich. Siehst du? Das ist das. Nö, ich gucke jetzt erstmal nur, ich wollte nur mal den Vers hier angucken. Das stand schon mal nicht da drin. Du hast ja noch andere Verse genannt, was dich dazu gebracht hat, den Islam zu verlassen. Ja, es ist ja auch die Person Mohammeds, ne, auch, die ja behauptet, ein Prophet Gottes zu sein. Ne? Und der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 7, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen in Schafskleidern zu euch, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann müsst ihr mal vorstellen, was der Mohammed alles in seinem Leben getan hat. Und zwar der Allah sagt, alles, was der Mohammed tut, macht er im Namen Gottes. Und das, was Gott ihm eingibt, das ist in Sure 53, Vers 1 bis 3. Ja, dann sehen wir. Ich wollte mal was anderes ansprechen. Eben war ja vor mir noch einer drin. Der hat ja gesagt, Jesus wäre Gottes Sohn. Dann habe ich in den Kommentaren reingeschrieben, ob Jesus jetzt Gottes Sohn ist oder Gott selbst. Gottes Sohn ist ein Titel. Der ist Gott der Sohn. An die Dreieinigkeit glauben wir doch. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott der Sohn wurde Mensch und hat ein makelloses, heiliges, perfektes Leben gelebt. Verstehst du? Wenn ich dich heute frage, wer gibt denn ewiges Leben und kann Tote und Tote auferwecken und Leben geben? Was würdest du sagen? Es ist Gott. Sehr gut. Schlag mal bitte Sure 22, Vers 6 bis 7 auf. Und lese mal bitte vor. Nochmal bitte, warte. Sure Al-Hajj. Sure 22. 6 bis 7. Ja. Lies mal bitte für alle vor. Alle Verse? Nein, einfach nur 6 und 7. Sure 22, 6 und 7. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten langsam, wieder... Langsam. Also dies, weil Allah die Wahrheit ist, richtig? Ja. Und weil also er die Toten wieder Allah lebendig macht. Nur Allah ist die Wahrheit, richtig? Richtig.
Okay, also wir halten schon mal fest, Allah ist die Wahrheit, richtig? Ja. Okay, weiter. Weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht und weil er zu allem die Macht hat. Stopp, er macht die Toten lebendig, richtig? Zweite. Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt und weil Allah all diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. Aha, also Allah weckt Tote auf, richtig? Das sind Eigenschaften, die nur Gott allein macht, richtig? Richtig. Darf ich dir jetzt vorlesen, was mein Herr Jesus Christus sagt? Pass mal auf. Ja. Wir lesen in Johannes 5, ab Vers 20, guck mal hier, Johannes 5. Jesus antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was der Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Gott. Okay. Jesus Christus sagt, ich werde die Toten lebendig machen. Okay. Denn der, jetzt pass mal auf, denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jetzt pass auf, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Heftig, ne? Ja, so. Der Herr Jesus Christus weckt Tote auf und gibt ewiges Leben. Das, was Allah macht. Ja, so, jetzt... Was macht jetzt? Ja, darf ich jetzt was sagen? Ja, was macht sich jetzt Jesus? Was denn? Zu was macht sich Jesus? Er macht sich zu gar nichts da gerade. Wie der nicht zugeben will, dass er sich zu... Warte mal kurz. Nein, weil du redest jetzt gerade... Du hast ja gerade von der Bibel rezitiert, ne? Ich sage dir, was mein Jesus Christus, ich will dir aus deinem Buch zeigen. Genau, du kannst aber jetzt nicht etwas aus meiner Religion, aus meinem Koran nehmen und dann sagen, guck, da steht die Wahrheit, ein Teil Wahrheit drin. Nein, ich will dir nur damit sagen, dass der Allah sagt, dass er gewisse Dinge macht, die kein Mensch einfach macht, richtig? Er kann doch nur Tote auferwecken und lebendig machen und nicht irgendein Mensch. Richtig. Ja, richtig. Warum sagt Jesus Christus, er macht das, was Allah macht? Das steht ja in deiner Bibel drin. Du willst jetzt einen Text, was bei mir im Koran steht, willst du als Wahrheit nehmen und sagen, guck, das sagt ihr sogar. Und dann das Thema von der Bibel rausnehmen und sagen, guck, das hast du doch gerade gesagt. Dass ich selber gerade sage, aus meinem Koran, das hat der Gott gesagt. Ich wollte dir nur damit zeigen, dass Jesus Christus sich selber zu Gott macht. Gottes Sohn ist Gott der Sohn, der selber Gott ist. Das will ich dir damit sagen, weil dein Gott etwas an Kriterien an den Tag setzt für die Leute, die sagen, ja, was sind denn die Eigenschaften Gottes? Was kann denn nur Gott? Gott kann Tote lebendig machen, Gott kann hier Tote auferwecken, genau Leben richtig. Geben. Genau richtig. Ja, also, warum sagt denn Jesus, dass er diese Eigenschaften von Allah besitzt? Ist er Allah? Nein. Ja, dann macht er sich aber zu Allah. Ja, anscheinend. Anscheinend gibt es nicht. Sehr gut. Nein. Sehr gut. Sehr gut gesagt, ja. Du verstehst gerade nicht, worauf ich hinaus will. Nein, du hast richtig geantwortet. Das ist das. Du verstehst nicht, worauf ich hinaus will. Ich sage dir, du sagst gerade aus dem Koran. Aber jetzt ist es zugegeben, dass sich Jesus Christus zu Gott macht, richtig? Er behauptet es dann da. Sehr gut, sehr gut. Du bist gar nicht weit entfernt. Also. Behauptungen sind aber keine Tatsachen. Ja, okay. Wer ist denn der Erste und der Letzte? Al-Awwal wa Akhir. Lies mal bitte Sure 57, Vers 1 bis 3 von uns vor. Warte, ganz kurz. Sure 57, Vers 1 bis 3. 57. Vers 1 bis 3. Okay.
steht da? Hat euch alles vorlesen? Bitte. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben. Und er hat zudem all die Macht. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und Verborgene. Und er weiß über alles Bescheid. Hast du gehört? Also, wer ist der Erste und der Letzte? Das ist Allah. Allah, sehr gut. Also keiner darf sich Erste und Letzte nennen, richtig? Warum darf das denn keiner? Also ein normaler Mensch darf sich dann, oder ein Prophet darf sich den Namen Allahs geben. Er hat doch 99 Namen. Einer davon ist gerade, was du vorgelesen hast. Ja. So, also kein menschliches Wesen darf sich einfach der Erste und der Letzte nennen. Das ist ein Titel von Allah. Richtig, und lass mich raten, in der Bibel steht's, dass Jesus das ist. Ja, richtig. So, das, jetzt kommen wir wieder zum zweiten Punkt. Du versuchst, die Wahrheit aus meinem Koran zu nehmen. Du sagst, guck, ihr gebt es selber zu. Und dann nimmst du einen Kontext, was in der Bibel steht. Mein Lieber, dein Gott setzt Kriterien. Anhand dieser Kriterien sehen wir, dass nur Gott diese Eigenschaft besitzt. Wenn mein Herr Jesus Christus in der Bibel, die vorher da war, sagt, dass er das macht oder das ist, dann macht er sich zu Gott. Steht immer noch, worauf ich hinaus will. Ich danke dir für Kamelurin. Dankeschön. Vielen Dank. Komm. Ist gut. Komm. Jetzt ist langsam auch gut. Das war jetzt so ein richtig Kamelurin-mäßig. Also irgendwo gibt's doch eine Grenze. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Ne? Das ist doch heftig. Ey. Ich will Ihnen anhand seines Buches zeigen, dass sein Gott sagt, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin die Wahrheit, ich bin dies, ich bin das, ich mache dies. Wenn also Jesus Christus diese ganzen Sachen sagt und Sachen macht, wozu macht er sich denn dann? Was ist er denn dann? Unglaublich. Amir, lass mich mal mitreden. Ja, lass mich mal mitreden. Alle wollen mitreden. Starfilter, beste Geschenk. Diese Kamehameha zum Goku. Dankeschön. Aktimel aktiviert Abwehrkräfte schnell. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Nur eine Frage. Was seid ihr alle aus? Was? Auf was seid ihr alle aus? Jetzt Ex-Moslem, dann ist ein Ünal da, Ümen da, der zum Christ gegangen, der zum Moslem gekommen. Was macht ihr für Contents, wenn ich fragen darf? Ist nur eine Frage so. Ja, wir klären auf. Also ich kläre über den Islam auf und rufe die Menschen zu Jesus Christus. Also seid sozusagen, du tust indirekt den Islam in den Dreck ziehen. Nee, ich lese nur vor, was sich in den islamischen Schriften befindet. Welche Religion der Welt lehrt denn, dass man abgeschnittene Tierpenisse sich einführen kann? Steht das im Koran oder was? Steht in den authentischen Schriften eurer Gelehrten. Ah, okay. Und du hast jahrelang den Islam und deine Familie und so sind auch alle zum Christentum? Nein, über Familie und das reden wir nicht. Nochmal bitte. Ich frage dich, ist das okay, über solche Themen zu sprechen, abgeschnittene Tierpenisse? Nein, ist nicht, aber was steht denn in der Bibel alles drin? Da steht abgeschnittene Tierpenisse, dass die Frau sich sowas einführen kann. Steht in der Bibel? Nein, steht bei euch in euren islamischen Schriften drin. Seit wann bist du denn zum Christentum übergewechselt, wenn ich fragen darf, Achim? Wechsel bitte nicht das Thema. Du siehst, dass der Islam absolut null Moral an den Tag legt, auch bezüglich der... Was steht denn alles in der Bibel drin, bitte? Hä? Mit Morden und etc. und tralala, die Umfragen, die auf der Straße gelaufen sind zum Beispiel, wo sie Christen gefragt haben, kommt es aus dem Koran oder aus dem Bibel? Hast du die Sachen gesehen? Soll ich das Gleiche machen mit dem Koran und den Hadithen? Dann werden wir mal sehen, was dann abgeht. Allah, Bruder, wenn man alles aus dem Kontext, alles aus normal. Ich weiß nicht, ihr versucht irgendwie TikTok ein bisschen Geld zu machen, Allah, und macht irgendwelche Contents, Allah. Wenn ich Geld machen würde, würdest du mich hier Matches spielen sehen. Dann würdest du sagen, okay, der macht das für Geld. Ja, jetzt ist er rausgegangen. Salam, Gott segne dich und deine Familie. Deine Aufnahme, Bruder. Wie geht's? Ja, Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mein Bruder, auch. Ja. Immer, Bruder, ich habe die ganze Zeit hier zugehört, was ihr alles geredet habt. Ja. Ich weiß nicht, über was ihr diskutiert. Guck mal, du sagst dein Gott, deine sagt mein Gott, der sagt
Soll ich das beweisen? Warum ist mein Gott der Teufel, Bruder? Rede doch nicht so. Ja, doch, ja, gut. Wer möchte denn die Menschen in die Irre führen? Allah oder Satan? Iblis natürlich. Iblis natürlich. Ja, warum sagt denn dein Gott in Sure 13, Vers 27, in Sure 35, Vers 8, in Sure 16, Vers 93 und Sure 7, Vers 178, dass er derjenige ist, der die Menschen in die Irre führt? Gott sagt, dass er derjenige ist, der die Menschen in die Irre führt. Ja, genau. Die Menschen, die schon in der Irre sind, die sich dort befinden. Na, kannst du mal nachschlagen. Jede einzelne Sure und Vers, die ich dir genannt habe. Willst du machen? Komm, wir machen Stück für Stück, okay? Auf vernünftig. Okay, dann schlag mal auf. Sure 7, Vers 178. Du kannst aber nicht rausgehen. Du kannst nicht rausgehen, man hört dich nicht. Musa, du musst bitte ein Zweithandy nehmen oder ein Laptop oder so. Alles gut, kein Stress. Eine Sekunde. Ich bin da. Ich küsse dein Herz, danke. Ich küsse dein Herz, Achi. Ja, ich will, dass du natürlich errettet bist und dann erkennst, dass Allah der größte Teufel ist, den es überhaupt hier auf dieser Erde gibt. Sag nicht so, ich küsse dein Herz, ich bitte dich, möge Gott dir vergeben auf jeden Fall. Guck mal, du sagst gerade Allah, was heißt Allah? Heißt der Gott. Bei den Juden heißt es Eloah, der Gott. Allah, Al ist der Artikel, La ist der Mondgott. Dein Gott heißt La und ist der Mondgott, der sich in der Kaaba befand. Der war einer der 360 Götzen, die Mohammed in der Kaaba zu finden war. Und der hat alle Götzen zerschlagen und hat Allah übrig gelassen. La. Ja, okay. Tamam, okay, lass mir das einfach so stehen, passt. Also welche Sure hast du gesagt, soll ich lesen? Sag mal bitte. Sure 7, Vers 178. Vers 178. Okay, eine Sekunde. Mal gucken, ob ich recht hatte und ob du jetzt auch recht hattest, dass der Allah Iblis ist. Also challenged er sich selber, oder wie? Nee, du hast genau richtig geantwortet, als du gesagt hast, ja, Iblis will doch die Menschen in die Irre führen, richtig? Ja, jetzt schlag mal, lies mal bitte vor, Sure 7, Vers 178. Wen Allah recht leitet, der ist in der Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, das sind die Verlierer. So, ganz kurz, was habe ich dir davor gesagt? Ich habe gesagt, ja, mein Bruder, wer sich in der Dunkelheit befindet, wer schon vom Weg abgeirrt ist, der ist wirklich wahrlich vom Weg abgeirrt. Für den gibt es auch keine Errettung. Was heißt das für dich? Allah leitet recht, wen er will, und führt auch in die Irre, wen er will. Das ist richtig. Lies mal jetzt guck mal, das sind falsche Übersetzungen. Da steht nicht, lässt in die Irre gehen. Nein, er führt in die Irre. Lies mal Sure 13, Vers 27 vor. Guck mal, es gibt mehrere Übersetzungen. Du weißt, es gibt mehrere Leute, die lass uns mal nächste gucken. Sure 13, Vers 27. Sure 13, Vers 27. Ja, genau. Eine Sekunde. Und diejenigen, die ungläubig sind, sie sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde, sag Allah, lässt in die Irre gehen, wen er will, und leitet zu sich, wer sich ihm reuig zuwendet. So, zu dem Thema, mein Bruder. Diese Gesprächsthemen habe ich auch auf der Arbeit mit sehr, sehr vielen Menschen. So, der eine ist Atheist oder der andere glaubt nicht, was auch immer. Immer so an irgendwelche Sachen halt, die hat es von selbst erstanden, Big Bang und was weiß ich was. Allah sagt doch gerade, er hat Zeichen dagelassen. Oder es gibt Zeichen für die Menschen. Weißt du überhaupt, was der Vers gerade ausgesagt hat? Die Leute waren natürlich, wollten wissen, ob Mohammed wirklich ein Prophet ist, weil jeder Prophet mit irgendeinem Zeichen kam und haben gesagt, der Mohammed bringt ja überhaupt gar keine Zeichen. Wo ist sein Gott? Was macht er denn? Der macht ja gar nichts. Verstehst du? Und Allah wollte nicht Zeichen geben. Das einzige Zeichen oder das einzige Wunder, das Mohammed gebracht hat, ist der Koran. Und das ist auch eine Katastrophe. Wie kommst du darauf, dass es keine Zeichen gab? Nummer eins, es gab Zeichen, die er vollbracht hat. Trotz dessen hat man nicht an ihn geglaubt. Zum Beispiel die Miraj-Nacht, da wo er bis nach Jerusalem gereist ist. Ja, das beweist, dass Allah doch eine Lüge erzählt hat in Sure 17, Vers 1, wo er auf Buraks Rücken über Jerusalem geflogen ist und über die Al-Aqsa-Moschee. Was für eine Lüge, was meinst du? Ich kann dir gerade nicht folgen. Wann ist denn die Al-Aqsa-Moschee entstanden? 90 Jahre nach Mohammeds Tod ist sie entstanden. Und dann sagt der Allah, er ist über die Al-Aqsa-Moschee geflogen. Das ist eine historische Lüge, was der Koran da sagt. Historischer Fehler. Wo steht denn, dass er
in der Al-Aqsa-Moschee oder was auch immer. Ich habe gesagt, da wo sie gerade ist. Über Jerusalem, über die Al-Aqsa-Moschee ist er geflogen, über diese, mit dieser Burak, mit dieser Esel mit Flügel. Mit welcher Esel mit Flügeln, Bruder? Was redest du? Der ist mit Gabriel geflogen. Nein, der ist auf Burak, auf Rücken von Burak ist er geflogen. Frag mal die Muslime. Oder keine Ahnung, was für Informationen du hast, aber wie gesagt, der ist mit Gabriel. Alle wissen das. Burak heißt dieses Ding. Schick, keine Ahnung, ich höre es gerade zum ersten Mal. Ja, dann geh mal und google mal nach, Burak. Schau mal, fernab davon. Ihr Freunde, ja, alles gut, alles Thema. Gut. Entspann dich doch. Du wirfst mir gerade irgendwas zu nächste. Und jetzt. Lies mal bitte die nächste Sure. Sure 16, Vers 93. Sure was? Sure 16, Vers 93. Vers 93. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will. Und ihr werdet ganz gewiss danach befragt werden, was ihr zu tun pflegtet. Diese ganzen Verletzungen sind alles eine Lüge. So, der lässt nicht in die Irre gehen. Du kannst jeden Gelehrten fragen. Allah führt in die Irre, wen er will, und leitet recht, wen er will. Wir gehen in die nächste. Nächste. Hey, entspann dich doch. Lass mich doch äußern. Wieso springst du die ganze Zeit? Lass mich doch was zu sagen, bevor du gehst. Ja, dann lass mich doch ausreden. Ja, rede doch. Du bist doch reib. Du redest die ganze Zeit, du blockierst, weiß ich mal, man kann nicht mal darauf antworten. Entspann dich doch, alles ruhig. Reden doch auch vernünftig. Was stand da gerade? Was habe ich gerade vorgelesen? Und wenn Allah gewollt hätte, hätte euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Was heißt das? Es heißt, es hätte auf der Erde nur zum Beispiel jetzt von Ibrahim a.s., er ist der Rechtleitung gefolgt, dem wahren Glauben. Davor gab es keinen Islam, da gab es kein Judentum, da gab es kein Christentum, nichts. Er hätte nur diese Religion so sein lassen können. Er hätte auch nur das Judentum auf der Erde belassen können. Oder nur das Christentum. Oder nur den Islam. Warum hat das nicht gemacht? Er hat mehrere Gemeinschaften gemacht. Weil Allah das nicht will. Wie bitte? Steht doch da, weil Allah das ja nicht will. Nein, du hast es einfach nicht gecheckt. Das steht doch da, weil Allah das nicht will. Ja, warum aber? Warum? Ich sag dir ja, warum? Fragen wir uns ja, warum denn? Warum? Weil Allah in die Irre führt, wen er will und recht leitet. Nein, du hast immer noch nicht gecheckt. Steht doch da. Ja, aber du hast trotzdem nicht kapiert. Du kannst doch nicht eins zu eins die Sachen von dort so nehmen und so verstehen. Okay. Warum? Nächste Sure. Sure 35, Vers 8. Ganz kurz, lass mich doch ausreden. Lass mich doch ganz kurz ausreden. Geh mal bitte zur nächsten Sure. Es gab doch mehrere Propheten. So. Moses kam zum Beispiel. Ist Moses ein Muslim? Natürlich. Was muss man denn? Alle Propheten sind Muslim. Ja, okay, aber was muss man denn machen, um Muslim zu werden? Weißt du, was überhaupt Muslim heißt? Gläubiger. Ja, okay, aber was musst du denn machen, wenn jemand zum Islam konvertiert, dann ist er ein Muslim, richtig? Also, jemand, der im Christentum ist, dem wahren, richtigen Weg folgt, ist auch ein Muslim. Ich verstehe gar nicht, worauf du hinaus willst. Mein Lieber, wenn jemand zum Islam konvertieren will, was muss er dann machen, um Muslim zu werden? Ist sich erstmal mit dem Glauben richtig befassen. Er muss etwas machen. Was muss er als allererstes machen? Ja, die Schahade dann aussprechen. Ah, was ist denn die Schahade? Das Glaubensbekenntnis. Sprich sie mal bitte auf. Hey, mein Bruder, du nimmst mich echt auseinander. Du kannst noch nicht mal die Schahada. Soll ich sie auf Arabisch sagen? Ich muss sie wahrscheinlich auf Deutsch sagen, oder? Nein, bitte mach mal auf Arabisch. Eschhadu an la ilaha illallah wa eschhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Also es gibt in der Schahada zwei Teile, das muss man unbedingt sagen. Muhammad Rasulallah, richtig? Richtig. Niemand darf mit Recht und Ordnung angebetet werden. Außer Allah. Und Muhammad ist sein Diener. Diener und Gesandter. Ja, genau. Also wenn man das nicht sagt, dann ist man auch nicht ein Moslem, richtig? Wenn man was nicht sagt, ist man also kein Moslem. Wenn man die Schahada nicht sagt, kann man ja gar kein Moslem sein. Bro, das zählt doch zu der Zeit jetzt. Die Leute vorher waren doch genauso Muslime. Was findest du da? Du fragst mich doch, man muss es ein Moslem. Ohne die Schahada bist du gar kein Moslem. Also du kannst nicht einfach nur sagen, la ilaha illallah. All die Propheten vorher waren also keine Muslime. Alle, nein, das ist ja das Problem. Wie kommst du drauf? Moses hat doch mit Gott geredet. Er war der einzigste, einer der wenigen, die den Erdbeben. Mein Lieber. Hey, lass uns doch reden, Mann. Wieso lachst du die ganze Zeit? Hör doch mal zu. Nicht so nervös sein. Der Islam beinhaltet die fünf Säulen des Islams, um überhaupt ein Moslem zu werden. Einer dieser fünf Säulen ist ja die Schahada. Und da fragen wir uns allen Ernstes, man kann doch nicht einfach sagen, la ilaha illallah. Ich bezeuge, es gibt nur einen Gott. Das gibt's ja gar nicht. Natürlich. Nein.
Wenn ein Hinduist sagt oder wenn ein Buddhist oder andere Religionen sagen, die auch Monotheisten sind, sagen, la ilaha illallah, sind das dann Muslime? Ey, Bruder, entspann dich mal ganz kurz, lass mich doch ausreden, bevor du jetzt die ganze Zeit mich voll ballerst mit Informationen. Alle, die zum Beispiel Monotheisten sind und sagen, wir glauben auch an einen Gott, sind das Muslime? Oder müssen sie Mohammed anerkennen als seinen Propheten? Bro, da das das finale Buch ist und das, der finale Glaube, der alles, was zuvor gekommen ist, bestätigt, okay? Im Islam wird nicht gesagt, im Koran wird auch nicht gesagt, jeder, der nicht dem Islam folgt, ist ungläubig oder was auch immer, tötet die Christen, tötet Juden oder was auch immer. Steht da? Nein, Mann, nein, du interpretierst das falsch. Da steht, dieses Buch ist als Wahrheit zu dir gekommen, um das zu bestätigen, was vorher herabgesandt wurde. Das also, heißt, mit Isa, das Islam, mit Jesus. Okay? Und die Bibel das heißt, also bestätigt. Mit Moses. Ist die Tora verfälscht? Bro, ich habe keine Ahnung, was verfälscht ist oder was nicht. Ich sag dir ehrlich, mich interessiert auch nicht, ob die Bibel verfälscht ist oder nicht. Warum sollte denn dann Mohammed kommen, wenn die Bibel schon abgeschlossen ist? Was wollen wir denn noch mit Mohammed? Weil über die Zeit, guck mal, das sind auch sehr, sehr große Zeitspannen. Ich sag dir ehrlich, in dieser Zeit ist auch sehr, sehr viel Wissen verloren gegangen. Die Leute haben es teilweise nicht angewendet oder was auch immer, haben sich von Gott abgewandt. Und warum sind denn immer wieder Propheten gekommen? Um das nachzuerfassen. Natürlich. Im letzten Buch der Offenbarung gibt es überhaupt gar keinen Propheten mehr. Die Bibel warnt uns vor falschen Propheten. Und zwar, sie kommen in Schafskleidern zu euch, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Was, an ihren Füßen werden sie erkennen. Warum soll jemand, der sich als Prophet ausgibt, die Leute davor warnen, dass jemand sich als falscher Prophet nach ihm ausgeben könnte? Die Bibel warnt uns ja vor Mohammed. Der Mohammed hat einen ganz anderen Jesus, das ist das. Der Jesus aus dem Koran hat ja nichts mit dem biblischen Jesus zu tun, dem ewigen Sohn Gottes. Verstehst du? Wir haben ein Problem hier. Jesus ist ja nicht nur ein Prophet, er ist der ewige Sohn Gottes, der ewiges Leben gibt, der sich eins macht mit dem Vater und der diese ganzen Wunder vollbracht hat. Nicht dieser Isa aus dem Koran. Hey, red nicht so. Red normal, weißt du, was ich meine? Auch vernünftig. Dein Prophet ist nicht mein Prophet. Jeder Prophet hat an und für sich seine Wunder und seine Zeichen gehabt. So, Dawud al-Salam hat zum Beispiel den Wind gesteuert. Weißt du, was ich meine? Was hat der Mohammed gemacht? Wie bitte? Was hat denn Mohammed gemacht? Er hat den Mond zum Beispiel gespalten, aber das hat für die Leute nicht gereicht. Ja. Weißt du, woher das kommt, diese Mondspaltung? Woher kommt es denn? Erzähl mal. Das ist ein Gedicht von einem arabischen Schriftsteller, der 100 Jahre vor Mohammed gelebt hat. Der heißt Ibn al-Rais. Das haben die rausgekopiert von einem Gedicht. Ja, genau, Gedicht, deswegen. Das wurde auch gesagt, dass die Leute das halt nicht anerkennen werden. Weißt du, was ich meine? Aber ist ja auch kein Thema jetzt. Es geht einfach nur darum, dass die Propheten halt verschiedene Eigenschaften hatten und jeder von ihnen irgendwie auf irgendeine Art und Weise gesegnet wurde. Weißt du, ich meine, da kannst du nicht sagen, okay, Jesus hat leben lassen, sterben lassen oder wie auch immer. Mohammed hat doch nichts getan, gar nichts. Er hat den Leuten Kamelurin empfohlen. Weißt du, was ist das denn bitte, Mann? Ja, er hat ein kleines Kind geheiratet von 6 Jahren und hat mit ihr Verkehr gehabt, als sie 9 war. Und dieses Kind hat mit Puppen gespielt. Ist das ein gutes Vorbild? Würdest du das machen? Digga, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woher du diese ganzen... Digga, ich habe keine Ahnung. Ist das ein Prophet Gottes, der ein kleines Kind anfasst? Schau mal, ich bin erstens kein Gelehrter. Ich rede mit dir auf vernünftig. Du brauchst kein Gelehrter zu sein. Du musst nur aus deinem Herzen sprechen. Ist das ein Prophet Gottes, der ein Kind anfasst? Ich sag doch gerade, diese Information habe ich nicht. Deswegen kann ich das auch nicht bestätigen. Verstehst du? Würdest du denn sagen, okay, diese Information hast du nicht. Wenn man dich fragt, jetzt keine Ahnung, Alter, der 7-Jährige vergewaltigt, Alter. Wer? Und du sagst mir, wo hast du diese Information? Wenn ich jetzt sage, Jesus hat eine kleine 7-Jährige vergewaltigt oder was auch immer. Du fragst mich doch, Digga, bist du behindert? Wo hast du diese Information? Willst du auch nicht auf dein Leben klagen? Sag dir, wo ich die Information habe. Aus Sahih Bukhari habe ich die Information. Aus Sahih Bukhari, okay, dann erzähl mal. 61:30. Sahih Bukhari 61:30. Schlag mal bitte für uns auf. Gib mal einen im Internet. Nochmal, 61? Genau, Bukhari, schreib einfach Bukhari 61:30. Okay. Ja. Da spielt dieses Kind mit Puppen und Mohammed verkehrt mit dir. Wundervoll. Aber gibt es das nicht auf Deutsch? Bitte? Gibt es das nicht auf Deutsch? Nee, die Muslime schämen sich ja, alles ins Deutsche zu übersetzen. Warum? Sahih Bukhari gibt es auch in Deutsch. Gibt es auch in Bücher. Ja, aber die filtern das aus. Das ist das. Du kannst es auf der Originalseite bei sunnah.com kannst du das anschauen und durchlesen.
Was steht denn jetzt da? Ich such's gerade, ich such's, warte. Ja, wie lange brauchst du denn? Einfach nur Bukhari 6130. Da ist das doch direkt als erstes. Allah, der hat mich gleich zum Behinderten gemacht, Allah. Was geht bei dir? Chill doch, ich bin doch dabei, Mann. Ich find's nur auf Englisch, was soll ich machen? Ja, genau, auf Englisch reicht doch schon, klick drauf. Aber alles gut. So, jetzt. Was steht da? Sahih al-Bukhari 6130 erzählte Aisha, ich pflegte mit den Puppen in der Gegenwart des Propheten zu spielen und auch meine Freundinnen spielten auch mit mir. Als der Gesandte Allahs eintrat, meine Wohnstätte, pflegten sie sich zu verstecken, aber der Prophet würde sie rufen, um mit uns zusammen zu spielen. Das Spiel mit den Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten, aber es war für Aisha zu dieser Zeit erlaubt, da sie ein kleines Mädchen war und noch nicht in das Alter der Pubertät erreicht hatte. Okay, und jetzt? Ja, dein Prophet hat ein 6-jähriges Kind geheiratet, das mit Puppen gespielt hat und hat ein 9-jähriges Kind auseinandergenommen, die noch nicht ihre Menstruation erreicht hat. Wundervoll. Das ist dein Vorbild. Und das steht wo? Sehr gut. Immer weiter diesem Mann folgen. Super, das machst du sehr gut. Würdest du das machen? Das ist ja dein Vorbild. Würdest du ein kleines Kind, das gerade mit Puppen spielt, zu deiner Frau nehmen? Ja, das ist das, was die Muslime nicht wissen, wen sie da eigentlich folgen. Guck mal. Und jetzt kannst du auch Sunan Abi Dawud 2121 aufschlagen und da steht, er hat mich geheiratet, als ich 6 Jahre alt war und er schlief mit einem 9-jährigen Kind, das noch nicht die Reife erreicht hat. Unglaublich. Sunan Abu Dawud, was? Sunan Abi Dawud. Abi Dawud. Dawud. Nummer? 21. Ne, siehst du, deswegen hat der Herr Jesus Christus uns auch gewarnt vor Mohammed, ne? Armin versteckt sich 24/7. Nein, ich bin immer unterwegs. Überall. Ich bin überall! Hast du gefunden? Nein, Bruder, ich bin noch am Suchen. Eine Sekunde. Da kommt jetzt wieder auf Englisch. Vorhin war Deutsch. Ja, genau. Einfach aufschlagen. Sunna.com, ne? Sunan Abi Dawud. Mhm. 2121. Dann findest du das direkt. Oh, danke schön, ihr Lieben. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. A big heart for you. Viele Herzen für euch. Paulus hatte eine, die 3 Jahre war. Was damit? Wo steht das? In Paulus 13? Diese Leute sind am Ende. Ey. Weil ihr eigener Prophet sowas getan hat, versuchen die es dem heiligen Apostel Paulus in die Schuhe zu schieben. In Apollo 13, genau. Apollo 13. Da findest du das. Hast du das jetzt gefunden, Habib? Nein, Bruder, ich finde es leider auf Englisch. Guck mal, ich lese dir vor, auch mein Englisch Job ist. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Ding übernehmen. Das ist kein Problem, das kriegen wir schon hin. Okay. The Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, married me when I was 7 years old. The narrator, Suleiman, said, or 6 years. He had an affair with me when I was 9 years old. Aha. Also das heißt, er hat mit mir Verkehr gehabt, als ich 9 Jahre alt war. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen, der ein 6-jähriges Kind heiratet und mit 9 Jahren mit ihr dann... Und die spielt mit Puppen. Ist das zu fassen? Und das soll der beste Mensch sein der Welt? Guck mal, John, er hat ja nicht zu mir gesagt, heirate eine 7-jährige oder schlaf mit einer 9-jährigen oder was auch immer. Was machst du denn, wenn jemand das macht und sagt, mein Vorbild hat das getan, ich möchte das auch tun? Was machst du dann? Willst du den verurteilen? Dann muss ja Mohammed verurteilen. Das würdest du bestimmt nicht tun, oder? Wie gesagt,
Er hat zu mir das. Weißt du, was der wahrhaftige Gott, guck mal, was Jesus Christus zu sowas sagt, was der Mohammed praktiziert hat. Er wird für alle Ewigkeiten an einen Ort gehen, der brutaler nicht sein könnte. Guck mal hier. Pass mal auf, was er sagt. Matthäus 18. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von den kleinen Kindern, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlenstein an seinen Hals gehängt wird und er ins tiefste Meer versunken würde. Heftig, ne? Der Herr Jesus Christus warnt jeden, der Kinder anfasst. Ihr Schweine, wenn ihr Kinder anfasst, dann werden ihr erlaubt, Babys zu heiraten. Sure 65, Vers 4. Tafsir ibn Kathir al-Qurtubi at-Tabari al-Jalalain. Nochmal, nochmal, das ist Sure. 65 Vers 4 und dazu die Auslegung von den Großgelehrten, ne, wie Ibn Abbas und Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Jalalain, ne, und Ibn Kathir. Vers 4. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Diejenigen, die noch keine Monatsblutung hatten. Wie bitte? Wer sind denn diese Kategorie von Frauen, die noch nie ihre Monatsblutung hatten? Warte mal ganz kurz. Kinder. Ja, ja, Pubertierende, richtig. Ja, die noch nicht pubertiert haben, die noch keine Menstruation erreicht haben. Genau. Diese dürfen die Muslime heiraten und sich auch wieder scheiden lassen. Und du weißt, wenn ein Muslim ein Kind heiratet, will er auch die Ehe genießen, richtig? So wahr ich hier sitze. Wenn ihr Muslime mit dem Islam in den Tod geht, ihr werdet für alle Ewigkeiten dahin gehen, wo der Satan mit seinen Dämonen auf euch wartet. So einfach ist das. Wie kommst du aber darauf? Ja, ich sag dir, ein Gott, der sagt, Kinder anfassen, dann wirst du sehen, wo du hinkommst. Verlasse diese Sekte. Glaub es mir, komm zum Herrn Jesus Christus, bereue deine Schuld vor ihm, vor dem Heiligen, Gerechten und sage, Herr Jesus Christus, ich komme mit all meinen Fehlern heute zu dir. Ich habe ein Leben ohne dich gelebt, aber ich bin schlau genug, da habe das alles erkannt und ich möchte meine Schuld vor dir bereuen und von Neuem geboren werden, Herr. Ich möchte in dein Himmelreich kommen, nicht da, wo die Hure und ich damit beschäftigt bin, Jungfernhäutchen zu zer... Was ist das für eine Religion, Mann? Hör mal kurz zu. Schau mal. Ich habe davor an Gott geglaubt. Ich sag dir ehrlich, okay? Ich hatte aber nicht so eine feste Religion und alles, okay? Dann habe ich ein bisschen da und da studiert. Dann habe ich mich sehr, sehr stark von Gott abgewandt. Das ist jetzt eine persönliche Geschichte, was ich jetzt erzähle. Habe ich mich sehr krass von ihm distanziert. War auf Abwege und alles drum und dran. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen mit dem Islam beschäftigt. Ich habe mich versucht, so ein bisschen dem Ganzen zu nähern. Ich habe ein Gebet mitgenommen. Ich habe damals Nachtschicht gearbeitet und ich konnte nur Fajr mitnehmen. Ich habe zu der Zeit noch gesündigt. Ich sagte so, ich muss jetzt nicht wortwörtlich sagen, was ich gemacht habe, aber ich konnte nur ein Gebet auf jeden Fall mitnehmen, mehr nicht. Preisgeben. Wir alle sind Sünder. Du, ich und alle anderen, die hier drin sind. Natürlich, natürlich. Ich habe auf jeden Fall nur dieses eine Gebet gemacht und ich habe gesehen, dass ich auch mehr nicht schaffe und ich komme auch nicht von dieser Sünde weg, okay? Und ich habe gesagt, ja Allah, bitte hilf mir. Guck mal, du siehst, ich komme davon nicht weg, ohne deine Hilfe. Ich schaffe es nicht, ich bin viel zu schwach. Und ich kann auch nur ein Gebet mitnehmen. So, aber ich möchte mich dir nähern. Bitte hilf mir. So, nicht mal 2 Tage sind vergangen, Bruder. Es ist Silvester vor 2 Jahren, was ich dir jetzt erzähle. Ich habe immer mit meiner Mutter telefoniert nachts, okay, bevor die schlafen gegangen ist. Ich habe draußen eine Kippe geraucht vor dem Portier. Und ich habe die 2. Zigarette angezündet. Meine Mutter sagt so, hey, rauchst du schon wieder eine? Obwohl ich heimlich und leise und dies das gemacht habe, ich sag so, hey, das letzte versprochen, guck mal, weil das neue Jahr, ich höre mit alles auf, diese Vorsätze, immer Vorsätze, du weißt doch. Die sage, Vorsätze. Verarsch mich nicht, sag die, dein Vater sagt seit 40 Jahren, er hört auf, er hat immer noch nicht aufgehört. Ja, mit wem tanzt du, weißt du, ich meine. Ich sag, nein, Mama, versprochen, ich höre auf, mach dir keinen Kopf. Jetzt kommt die Silvesternacht, ich bin wieder nach Hause gegangen, nach Fajr. Ich habe gebetet, bin nach Hause, ich konnte nicht schlafen. Wer Nachtschicht arbeitet, der kennt es. Man kann tagsüber nicht pennen. 3 Stunden hin und her. Es ist wieder so 19.20 Uhr. Ich wach auf, ich will zur Arbeit gehen. Ein Kollege schreibt mir, der sagt, soll ich kurz vorbeikommen? Lass uns draußen ein bisschen spazieren. Ja, nee, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir sind raus, wir haben geraucht, die laufen. Und auf einmal, ich merke,
meine linke Seite, meine Körperhälfte wird taub. Das war so taub, als hätte ich Schlaganfall. Ich guck den an, ich sag, Alper. Der sagt, ja, Bruder. Ich sag, ey, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Ruf einen Krankenwagen. Der guckt mich an, der kommt auf die Situation nicht klar, der lacht mich aus, der sagt, halt's Maul, mach dich in diesem Zustand so Späße, weißt du, ich mein? Ich sag, ey, ich mein's ernst. Mir geht's nicht gut gerade. Ich merk, dass irgendwas nicht stimmt. In meinem Solar Plexus, in meiner Brust, hat sich so angefühlt, als würde ein Igel sitzen und die Stacheln nach außen drücken. Hin und her, was weiß ich, ich habe mich auf eine Bank gelegt und ich bin da nicht mehr aufgestanden, ich konnte nicht mehr aufstehen. Der ist gekommen, der hat versucht, Herzdruckmassage zu machen, hat nicht geklappt. Lange Rede, gar keinen Sinn, die Geschichte geht ziemlich lange. Ich bin im Krankenhaus gelandet, Bruder, das ist sehr, sehr ausführlich. Ja. Wäre diese Geschichte mir nicht passiert und jemand würde sie mir erzählen, wallah, ich würde sie niemals glauben. Niemals. Auf jeden Fall, ich musste zweimal notoperiert werden, weil in dieser Nacht bin ich fast gestorben. Ja, die Silvesterleute waren draußen, haben gefeiert hin und her. Ich habe im Krankenhaus mit meinem Leben gekämpft. Als es mir dann wieder besser ging, als ich dann oben war und ohne Gerät und alles drum und dran atmen konnte, weil ich hatte einen spontanen Pneumothorax, mein linker Lungenflügel ist in sich zusammengeklappt und ich musste beim Bewusstsein operiert werden, damit ich das noch durchpacke. Seitdem hat sich mein Leben sehr, sehr drastisch verändert, ich sag dir ganz ehrlich. Seitdem, ich achte mehr auf meine Gebete. Von dieser Sünde, die ich dir genannt habe, bin ich auch weggekommen. So, durch seine Hilfe. Davor habe ich die ganze Zeit, so 6 Monate, ich war weg. 4 Monate, 3 Monate, nur um mir selbst zu beweisen, dass ich schaffe. Weißt du, was ich meine? Aber ab diesem Zeitpunkt, ich bin jetzt zum Beispiel seit 2 Jahren, bin ich weg davon. So, ich faste, ich mache mein Ding, weißt du, ich meine, ich ziehe Sport durch. Ich bin disziplinierter. Ich bin an und für sich ein ganz anderer Mensch, weil ich, als ich in diesem RTW lag, mir einfach vor die Augen gekommen ist, dass mir niemand helfen kann außer Gott. Niemand. Da waren so viele Leute, da waren Ärzte, dies, das, sind dann auch im Krankenhaus, was sich alles abgespielt hat, weißt du? Niemand konnte mir helfen. Und ich habe die ganze Zeit zu ihm gebetet. Ich habe gesagt, bitte, bitte, ich weiß, mir kann keiner helfen, außer du. Wenn du es nicht zulässt, keine Menschenhand wird mich retten können. Die Ärzte können noch so viel operieren, wie die Bock haben. Es wird nichts. Und da hat er mich errettet, Bruder. Deswegen sage ich, bitte rede nicht so. Weißt du, ich meine, du kannst aber vielleicht... Ich habe dir gerade anhand des Korans ja bewiesen, was da alles abgeht. Ja, klar, das heißt aber nicht, dass der Allah jetzt der wahre Gott ist, was dir da widerfahren ist. Es kann ja sein, dass der wahre Gott, nämlich Jesus Christus, das gemacht hat, damit du auf die Suche nach ihm gehst. Frag doch Gott neutral. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Er sagt das in Jeremia 29, 13. Wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen. Verstehst du? Ich sagte doch gerade, ich habe angefangen... Wenn ich dir eine Geschichte erzähle, auf einer wahren Begebenheit, was einem Kind widerfahren ist, sie ist 10 Meter in einem Inneren von einem Baum gefallen, jetzt pass mal auf, das wurde verfilmt, und sie wurde gerettet, 10 Meter, ein kleines Kind ist runtergefallen, war tot und ist wieder zum Leben erwacht und hat den Leuten berichtet, dass Jesus Christus sie gerettet hat. Was sagst du denn dazu? Und sie kannte Jesus ja gar nicht. Sie sagt, ich bin Jesus. Und gehe zu den Menschen und sagt, ich bin da, um euch zu retten. Ja, Bruder, Jesus wird doch auch auf die Welt zurückkommen, um uns zu retten vor dem Antichristen. Was geht? Aha, sehr gut. Ja. Warum sollte der... Wer kann denn besser richten als Gott? Warte mal, ich hab dem Ganzen noch... Wofür kommt denn Jesus zurück? Wofür kommt Jesus zurück? Wie, wofür kommt Jesus zurück? Wofür kommt Jesus Christus im Islam zurück? Um? Und was noch? Wie, um was noch? Ja, was macht denn noch der Isa aus dem Koran? Ich verstehe dich nicht. Komm, wer außer Gott kann perfekt richten? Kannst du mir das mal sagen? Wer außer Gott kann perfekt richten? Ja. Ja, keiner, nur Gott. Sehr gut. Das heißt also, kein menschliches Wesen verfügt ja über die Eigenschaften, Allwissenheit zu haben, um gerecht richten zu können, richtig? Ja, richtig. Man hat ja auch Jesus gefragt, hey, wann ist der Tag des jüngsten Gerichts? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht, das weiß nur der Herr. Ja, richtig? Warte mal, aber das ist jetzt nicht die Frage. Jo, doch, aber das ist meine Frage, weil du kommst von Jesus. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Habe ich dir nicht gerade eben gesagt, dass er gesagt hat, mir wurde alles Gericht übergeben? Johannes 5, Vers 21. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Jetzt sagst du, ich weiß nicht. Doch, habe ich dir gerade eben vorgelesen. Lies mal nochmal, ich weiß es nicht, meine ich. Guck mal hier, mir wurde alles Gericht übergeben. Ja. Ja, guck mal hier. Johannes 5, Vers 21.
So. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, sowas, was Allah ja macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Siehst du? Er macht sich selber gerade zu Gott. Ich sag dir ganz ehrlich, Jesus macht nicht, wen er will, lebendig, unter seinem Willen, nur unter dem Willen Gottes, weil er ihm diese Möglichkeit. Was sagt er gerade, welcher hat. Er will? Sonst wird ja nicht stehen, welcher er will. Hör auf, da etwas reininterpretieren. Hör dir die Worte des Herrn Jesus an. Guck mal, Gott sagt doch, niemand, kein Prophet, niemand kann außer ohne meine Erlaubnis irgendetwas tun. Warum sollte denn Allah immer seine göttlichen Eigenschaften mit einem Menschen teilen? Warum macht er das nicht selber? Warum schickt er immer irgendeinen? Blödsinn, Digga, um die Existenz von Gott wahrzunehmen. Er sagt, okay, die wollten doch auch einen Tisch, oder nicht? Die Jünger von Jesus wollten noch einen Tisch. Das wird doch bei uns, Al-Maida, in der Sura wird das doch genauso dargestellt. Er hat dann gesagt, wehe, wenn einer von euch danach nicht glaubt. Hat das gesagt oder nicht? Hat er gesagt. Der Tisch ist dann runtergekommen und sie haben dann geglaubt. Was hat das denn mit meinem Thema zu tun, dass Jesus Christus aus dem Koran die Eigenschaften zum Richten besitzt? Guck mal hier. Pass mal auf, was Allah sagt. Schlag mal bitte auf, Sura 7, Vers 87. Eine Sekunde. Ich möchte dir helfen, damit du begreifst, wer Jesus Christus ist. Nein, brauchst du nicht. Alles gut, ich bin schon gut informiert. Nein, du bist überhaupt nicht informiert. Du hast überhaupt gar keine Ahnung von deiner Religion, Mann. Sura 7. Vers 87. Und wenn ein Teil von euch an das glauben sollte, womit ich gesandt worden bin, ein anderer Teil aber nicht glauben sollte, so geduldet euch, bis Allah zwischen uns richtet. Er ist der Beste derer, die richten. Aha, ja. Also er ist der Beste derer, die richten, richtig? Ja, Gott, richtig. Schlag mal bitte Sure 10, Vers 109 auf. Sure 10, Vers 109. Also die letzte Sure, warte. Und folge dem, was dir als Offenbarung eingegeben wird und gedulde dich, bis Allah richtet. Er ist der Beste derer, die richten, ja? Ah, schon wieder, siehst du? Und jetzt die letzte, Sure 95, Vers 8. Was willst du mir jetzt die ganze Zeit sagen? Ich will dir damit sagen, dass niemand besser richten kann als Allah, weil er die Fähigkeiten hat, in die Seelen und in die Körper und in diesen Geist der Menschen reinzugucken, was sie in ihrem Leben getan haben. Richtig. So, und jetzt hör dir das mal an, was dein Prophet sagt. Die Stunde, schlag mal bitte auf, Sunan ibn Majah, Hadith 4078. Das sind einer der 6 kanonischen Bücher bei euch Sunniten. Wie kommst du darauf, dass ich Sunnite bin? Du bist doch Türke. Wie kommst du darauf, dass ich ein Türke bin? Guck mal, du urteilst die ganze Zeit einfach. Okay, kein Problem. Aber zu welcher Sekte gehörst du? Ich gehöre zu keiner Sekte, ich bin Muslim, Alhamdulillah. Ja, siehst du, jetzt schämt er sich auf einmal zu sagen, welcher Sekte er angehört. Das hat nichts mit Scham zu tun, Bruder. Mein Prophet ist nicht auf die Welt gekommen. Er hat nicht gesagt, ich bin Sunnite, ich bin Schiite, ich bin Alevite oder was auch immer. Er ist gekommen, er hat gesagt, ich bin Muslim. So wie alle Propheten davor auch. Ja gut, aber das akzeptieren die Muslime nicht. Folgst du der Sunna oder nicht? Wer akzeptiert das nicht? Natürlich folge ich der Sunna. Also, das beste Beispiel, wie bitte? Warum hast du denn gerade Sahih Bukhari akzeptiert? Sonst hättest du gesagt, ich akzeptiere kein Bukhari. Weil der Prophet gesagt hat, guck mal, folgt dem Koran, aber folgt doch meiner Sunna. Das heißt, alles Freiwillige, was er davor gemacht hat, ist das Beste, ist der Schlüssel dafür, um garantiert ins Paradies zu kommen. Ja, okay, Aserbaidschaner bist du. Ja, Killer, dass du mein Profil angeguckt hast, aber davor... Wie soll ich das angucken, Mann? So, Aserbaidschan wurde ja auseinandergenommen. Ihr wisst ja, dass ihr zwangsislamisiert worden. Zeige ich dir gleich den Hadith. Okay. Guck mal hier. Die Stunde wird erst beginnen, wenn Isa ibn Maryam als gerechter Richter und gerechter Herrscher herabkommt. Ein gerechter Richter? Ich dachte, es gibt kein gerechtes Richten als das Richten von Allah. Nein. Warum teilt denn Allah seine göttlichen Eigenschaften immer mit Jesus? Jesus kann Tote erwecken, Jesus kann Blinde heilen, Jesus kann dies, Jesus kann das, Jesus kann jenes. Allah kann gar nichts. Wie, Allah kann gar nichts? Allah kann nichts. Er lässt noch nicht mal seinen Propheten Mohammed irgendein Wunder vollbringen. Gar nichts. Warum, was für einen Sinn ergibt das denn, seine göttlichen Eigenschaften? Wer richtet denn jetzt am Ende der Tage? Allah oder Jesus?
Bruder, ich sag ehrlich, wer richten. Bruder, ja, Bruder. Am Ende des Tages, wenn wir alle dann da oben stehen und alle Gemeinschaften dann da sind, alle Gemeinschaften mit all ihren Propheten. Jetzt dann doch nicht ab. Wer richtet jetzt uns? Ist es Allah oder Jesus? Am Ende des Tages hast du gesagt. Und ich wer, sag wenn du in den Tod gehst, wer wird dich richten? Gott wird dich richten. Ja, dann ist ja Jesus der Richter. Gott wird auch über Jesus richten, mein Bester. Nein! Was soll er denn über Jesus richten? Warum soll er nicht? Jesus ist doch sündlos. Warum soll er nicht? Ist er speziell auserwählt, dass über ihn nicht gerichtet werden darf, oder was? Über Moses darf gerichtet werden, über David schon, über Suleiman schon, über alle Propheten darf gerichtet werden. Wie willst du denn über Jesus richten, der sündlos war? Verstehst du das nicht? Wie bitte? Jesus Christus ist ja sündlos. Was willst du denn da richten? Man kann doch nur über jemanden richten, der Sünde hatte. Die ist schon bewusst auf jeden Fall, dass alle Propheten sündlos sind, aber trotzdem kleine Sünden so machen können. Warum sagt denn dein Koran, dass Allah, dass Mohammed ein Sünder ist? Weil er auch ein Mensch ist. Auch wenn er hast Prophet du gerade gesagt, Propheten sind sündlos? Ich sagte doch gerade, kleine Sünden. Hört mir doch zu. Kleine Sünden sind trotzdem Sünden. Ja, ich sag doch gerade, kleine, ja, aber große dürfen sie nicht. Die können das nicht. Allah hat mir nicht die Erlaubnis gegeben, Mann. Was geht bei dir? Das kann doch nicht wahr sein. Sünde ist Sünde, Mann. Ich weiß doch, dass der Sünde Sünde ist. Ja, aber ist ob klein oder groß, der hat gesündigt. Wie der Sünde lügt. Ja, jetzt frage ich dich nochmal, mein Lieber, jetzt frage ich dich nochmal. Wer außer Allah kann besser richten? Nur Gott. Sonst nur Gott, dankeschön. Dann ist Jesus Christus Gott, weil er sagt, ich richte. Wie kann er Gott sein? Ich habe dich doch vorhin gefragt. Wann trifft der Tag des jüngsten Gerichts sein? Was steht bei euch in der Bibel? Ja, Jesus sagt, nur okay, der Herr allein weiß es. Er ist doch Gott. Habe ich doch schon begriffen. Das ist Markus 13, 32. Beruhigt dich, sei doch nicht so nervös. Ich weiß, du bist gerade nervös. Du bist schon sehr, sehr nervös. Man merkt das schon. Relax, entspann dich und hör dir doch die Antwort an. Der Herr Jesus Christus als ein Mensch erfunden, so sagt es der Apostel Paulus, der als eine Gestalt Gottes war, ist nicht für einen Raub festgelegt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und seine äußere Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selber. Das heißt, dass Gott seine Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit abgelegt hat und als ein menschliches Wesen auf diese Erde kam und begrenzt war, verstehst du? Und als die Leute ihn dann gefragt haben, hat er als ein Mensch geantwortet. Verstehst du? Aber jetzt, wo er wieder zur Heiligkeit, zur Trinität aufgefahren ist, natürlich weiß er alles. Jano, hörst du dir gerade nicht selber zu, wie viel Science Fiction du gerade gemacht hast? Dein Gott, okay, kein Problem. Weiß dein Gott alles? Natürlich. Gott ist der Einzige, der alles weiß. Okay, kein Problem. Sure 8, Vers 65 und 66. Sag mir nicht, dass der Allah alles weiß. Er lügt, entweder er lügt oder er ist unwissend. Nochmal, welche Sure? Sure 8, Vers 65 und 66. Der Allah sagt zu Mohammed, O Prophet, feuere die Gläubigen an, sind unter euch 10 Standhafte, so werdet ihr 100 besiegen. Mhm. Ja. Und dann auf einmal ein Vers weiter sagt der Allah dann, oh, ich habe jetzt gemerkt, dass ihr schwach seid im Glauben, jetzt könnt ihr nur noch einer wird dann 10 besiegen. Also die haben die Schlacht verloren, der Allah hat Mohammed angelogen, hat sie in die Schlacht geschickt oder der Allah wusste nicht, dass die Leute nicht genug Glauben hatten. Lass mein langsam in Ruhe lesen, warte mal. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an, wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. So. Jetzt aber hat Allah es euch gleich gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. Wenn es nun unter euch 100... Ey, lass mich aber bitte lesen, chill. Unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 1000 gibt, werden sie 2000 besiegen. Mit Allahs Erlaubnis. Allah ist mit den Standhaften. Jetzt, du weißt, dass in jeder Schlacht, okay, mal angenommen, du hast einen Freundeskreis. Du hast so, sagen wir mal, 50 stabile Jungs, okay? Diese 50 stabilen Jungs sind nur stabil, weil ihr 50 seid. Abid Musa, hat Allah gelogen, dass sie vorher nicht genug Glauben hatten oder wusste er das nicht? Digga, hier steht doch, Prophet sporne die Gläubigen zum Kampf an. Ja, genau. Erstmal hat der Allah gesagt, sind 100, also 10 Leute standhaft, so werdet ihr 100 besiegen. Verstehst du? Genau. Und dann auf einmal sagt er, oh, jetzt habe ich aber gemerkt, dass ihr nicht so viel Glauben hattet. Jetzt kann einer nur 2 besiegen. Wusste Allah das nicht vorher, dass die keinen guten Glauben hatten? Jetzt hat aber Allah es leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200. Das ist eine Rechtfertigung. Siehst du, dass Allah sich rechtfertigt? Das war's. Assalamu alaikum. Siehst du, deine Religion hat einen Fehler. Sure 482. Wenn dieses Buch nicht Mohammed angelogen hat, ihn in den Tod geschickt, sozusagen,
und dieses ganzen Leute, oder er kannte die Zukunft nicht und wusste nicht, dass sie nicht genug Glauben hat. Such es dir aus. Entweder lügt Allah oder er kennt die Zukunft nicht. Ja, aber wieso soll die Leute lügen und wieso soll er die Zukunft nicht kennen, Mann? Ja, entweder der hat Mohammed angelogen, dass er den anspornt zum Kampf, oder ja, er wusste nicht, dass sie nicht genügend, Glauben haben und hat sie in den Tod geschickt. Na, was denn jetzt? Hat er sie angelogen oder wusste er es nicht? Also weder noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das jetzt rausinterpretierst, ganz ehrlich. Ja, du siehst doch die Rechtfertigung Allahs in Sure 8, Vers 66. Jetzt hat Allah aber gesehen, dass ihr nicht so viel Glauben habt. Wusste er das vorher nicht? Ja, natürlich, das ist ein Fehler im Koran. Das ist nicht nur einer, das ist von Tausenden. Wenn ich dich frage, von wem ist denn das Alkohol? Was würdest du mir sagen? Von wem der Alkohol ist? Ja. Weiß ich nicht, erzähl mal, von wem ist der Alkohol? Also du würdest nicht sagen, dass Alkohol vom Teufel ist? Alkohol gab es doch vorher schon, oder nicht? Ja, aber wer hat ein Anliegen, so Alkohol zu erlauben? Das war ja davor im Islam auch erlaubt, bis es ausgeartet ist. Ja, Allah hat sowas erlaubt. Ja, das war doch erlaubt. Vor der islamischen Zeit war es doch erlaubt, danach mit dem Koran. In der islamischen Zeit? Ja, in der sogar, ja, Mann. Und dann also, mit dem Sinn wurde es dann verboten. Ja, genau. Der Allah erlaubt also Alkohol gären, richtig? Ja, jetzt dann halt ab dem bestimmten Zeitpunkt dann nicht mehr, weil die haben ja echt Rechtfertigung. Ab einem gewissen Zeitpunkt war Allah sich nicht bewusst, dass er eigentlich das Werk des Teufels erlaubt, Sure 5, Vers 90. Doch, das war ja doch in der Bibel auch, oder nicht? Allah macht eine Rechtfertigung und sagt schon wieder, von den Früchten der Dattelpalmen macht ihr euch Rauschtrank und gute Speise. Und auf einmal revidiert er seine Aussage und sagt, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Teufels. Da fragt man sich allen Ernstes, ja Allah, warst du dir nicht bewusst, dass du das Werk des Teufels erlaubst? Natürlich warst du bewusst. Nee, anscheinend nicht, sonst hätte er es von Anfang an nicht erlaubt. Und hätte gesagt, das ist das Werk des Teufels. Macht es nicht. Schweinefleisch war auch erlaubt. Dann war es auf einmal nicht erlaubt. Wo? Was geht bei dir so? Wo war es erlaubt? Vorher. Wo war es erlaubt? War vorher. Wo vorher? Wie vorher? Ja, wo vorher? Zeig mir im Koran, wo vorher erlaubt war, wo und dann wieder abgeht. Ich rede nicht gerade vom Koran. Ich sag vor dem Koran, habe ich doch gesagt. Und auf einmal war es verboten. Es geht doch gerade darum, dass verschiedene Botschaften von Gott gekommen sind. Aber Allah macht doch hier einen Fehler. Die Menschen, die Grenzen überschreiten. Darum. Warum erlaubt Allah das Werk des Teufels? Hey, Bro. Darum geht's doch. Allah erlaubt einfach das Werk des Teufels und sagt, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol, also Berauschendes, sind das Werk des Teufels. Und dann auf einmal siehst du in Sure 16, Vers 67, sagt er, ja, ihr könnt Alkohol gären. Berauscht, Rauschtrank. Ja. Ja, wie gesagt, hat er sich dann gedacht, ey, weißt du was, okay, ich verbiete das jetzt. Das macht keinen Sinn. Auch wenn ich es klein bei erlaubt habe. Das nimmt jetzt. Weißt du, wie sich das anhört? Das ist so heftig. Ja, Bruder, was denkst du? Warte mal, denkst du, der Koran ist als ganzes Buch einfach runtergekommen oder was? Nee, auf keinen Fall. Der Allah. Vers für Vers gekommen. Das ist ja Stück für Stück gekommen. Weißt du, ich meine? Das war 40 Jahre Prophezeiung. Das verstehst du immer noch nicht, als ich dir gesagt habe, der Allah erlaubt erstmal das Alkohol. Erlaubt! Anstatt der von vornherein sagt, auch wenn sie es tun, hey Leute, das Trinken ist das Werk vom Teufel, also das Berauschende. Er würde doch nicht sagen, ihr könnt euch Rauschtrank zubereiten. Ja, ist ja nicht. Guck mal, du redest so als Dings. Ich sag dir doch gerade, es ist ja nicht als ganzes Buch gekommen. Verstehst du es nicht? Es ist nicht als ganzes Buch gekommen, es ist ja nicht direkt gekommen mit Dings. Ihr dürft kein Schwein essen, ihr dürft keinen Alkohol trinken, ihr dürft das nicht, ihr dürft jenes nicht. Das aber, 40 Jahre, aber da siehst du keinen Fehler drin, dass Allah, mein Lieber, da siehst du keinen. Warum sagst du nicht von Anfang an, ihr dürft das nicht? Musa, du siehst also keinen Fehler darin, dass Allah erstmal sagt, ihr dürft Alkohol trinken und dann später sagt er, Alkohol ist das Werk vom Satan. Hat Allah das Werk von Satan erlaubt? Ich danke, dass du da bist. Ich dir auch, danke, Mann. Unglaublich. Ja, jetzt hat er es auf einmal gecheckt. Jetzt hat er das gecheckt. Das ist diesen Fehler Allahs. Kleine Sünde, keine Sünde. Aber echt. Hi, grüß dich. Jetzt ist der andere leider raus. Ich hätte. Was? Ich wollte nur gern wissen, ob Allah überrascht gewesen ist, dass die Menschen
praktisch dagegen verstoßen werden oder dass die praktisch zu viel Alkohol und so zu sich nehmen werden. Weil das hätte er ja wissen müssen als Allwissender. Ja. Ja, aber das reicht ja schon, wenn der Allah erstmal das Werk des Teufels erlaubt, später dann auf einmal seine Aussage revidiert und sagt, hier Glücksspiel und Losfeile und Berauschende sind das Werk von Satan. Ist ja völlig Panne, Mann. War Allah sich nicht bewusst, was er da eigentlich erlaubt? Ja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht, wir haben es aber zu tun mit einem fehlbaren Wesen, das ist das Problem. Also wie gesagt, ich wollte das eigentlich nur den anderen fragen, ich kann dir hier kaum helfen, ich bin ganz deiner Meinung, mach weiter so, Gott segne dich. Ja, und ja, mach weiter so, Mann. Ja. X-Muslim, hallo. Ja, hi, Gott segne dich und deine Familie, Hamza. Warum willst du es einfach so haben, wie du es möchtest? Warum? Wie meinst du das denn? Ja, du sagst etwas, was nicht im Koran ist. Du sagst, Allah hat es erlaubt. Nein. Warum verdrehst du diese Suren oder den Koran? Warum? Warum? Wieso? Lies uns doch vor. Nein. Allah hat bei dem ersten Sure vor dem Alkohol und Schweinefleisch gewarnt. Nein, gewarnt. Er hat's erlaubt. Nein, nicht erlaubt. Kannst du mal bitte deinen Koran? Allah sagt nicht im Koran, Alkohol ist erlaubt. Ex-Muslim, guck mal, Bruder, hör mir mal zu, bitte. Hamza, du magst nicht den Koran und du magst, es mag sein, du magst dem Islam nicht, du wirst dem Islam da schlecht darstellen, aber das schaffst du nicht. Hä? Er hat es nicht erlaubt. Selber fertig. Er hat davor gewarnt. Versteht, was ich meine? Hamza, kannst du bitte ja. Sure 16, Vers 67 aufschlagen? Ich habe jetzt nicht vor mir, ich kann nicht aufschlagen. Ja, dann hol mal aber du weißt es selber. Du weißt es doch selber. Guck mal. Wenn du das liest. Ex-Muslim. Eine Frage an dir. Denkst du, wenn Allah es wollte, könnte er nicht den Teufel vernichten? Klar könnte er es machen, aber er ist ja selber ja, der Teufel. Aber wieso erlaubt er? Wieso erlaubt er Umprüfung? Ja, nein, sie selber nicht, natürlich nicht. Aber Allah. Guck mal, ich glaube, dass Allah der Teufel ist, Mann. Du sagst, Allah hat erlaubt. Allah hat nicht erlaubt. Guck mal, Allah lässt den Teufel bis Weltuntergang. Ein Zeitraum. Kannst du das bitte für uns vorlesen, Hamza? Ex-Muslim, guck mal, der Koran kann jeder lesen. Du weißt es ganz genau, dass es nicht so ist. Mir geht's nur darum. Hamza, was ist dein Ziel? Für uns vorlesen zum dritten Mal. Bruder, ich hab nicht vor mir. Ich hab jetzt nicht vor mir. Ja, hol doch Internet, hol dein aber Internet. Aber ich sag zu dir doch, ich stelle dir doch auch eine Frage. Was ist dein Ziel, Bruder? Was willst du erreichen? Ich danke, dass du dabei warst. Also viermal jemanden auffordern, den Koran aufzuschlagen, stimmt doch was nicht. Ne? Man kann doch dann darüber reden. Hallo? Hallo. Dann nicht. Dankeschön, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Ja, ist doch fair, ne? Wenn jemand etwas behauptet, dann kann er doch den Koran aufschlagen. Ne? Dann können wir das doch zusammen durchgehen. Wo ist das Problem? Unglaublich. Hallo? Hallo. 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 Hey, Ex-Muslim. Ja. Wie geht's dir, Herr Mobin? Alhamdulillah, Jesus, wie geht's dir? Sehr gut. Du hast mich letztes Mal rausgeschmissen. Das war nicht korrekt von dir. Ja, okay, dann muss ich dich jetzt wieder eliminieren. Bis später. Warte. Es tut mir leid, ich muss weitermachen. Dann nochmal raus. Er schmeißt. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Na, wie geht's dir, Amir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Und wie geht's dir denn? Mir geht's wunderbar. Kennst du mich eigentlich noch? Bei 1 Million Gespräche, die ich hier führe, nein. Du solltest mich auf jeden Fall kennen. Ja.
Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, warte, ich gebe dir einen Tipp. Wie fandst du diesen Tipp? Danke, Bruce. Danke dir. Kennst du mich, ne? Komm doch zur Sache, Mann, ehrlich. Als wäre das jetzt voll die wichtige Person. Ich schäge Futter. Für was, wie die sich so wichtig halten, ne, so. Kennst du mich noch? Ne, wie, du kennst mich nicht? Ja, ich führe am Tag Millionen von Gesprächen, ey. Soll ich jetzt jeden von euch kennen? Das ist doch nicht normal, ey. Oh, danke schön. Genki Dama. Ja. Der NPC-Sheikh. So. Sie sind live in der Show von Dr. Sheikh Abu Amir. Womit kann ich Ihnen dienen? Hallo? Hallo? Ja, dann nicht. Dann brauchst du noch ein bisschen Kamillurin. Vielleicht klappt das beim nächsten Mal. Ey, warum machst du Fitner hier? Weil ich die Aufgabe von... Ja, Kelp, du Kelp. Du Gelb. Du Gelb. Ja, die Farbe, mit dem dein Prophet sich den Bart gefärbt hat, mit Gelb. Warum trägt ihr denn alle schwarz? Ja, Gelb. Wisst ihr das, ihr Lieben? Also für diejenigen, die das nicht wissen. Mohammed hat die Farbe Gelb getragen. Der hatte gelben Bart. Gelbe Haare, seine ganzen Klamotten waren gelb, alles. Der fand die gelbe Farbe sehr gut, deswegen war er auch immer angetan von blonden Mädchen. Ach, du packst gar nichts, ey. Ich pack dich hier, guck mal. Weißt du, was ich packe? Guck mal hier. Deswegen wollte ich dich auch nicht weiter hier drin lassen. Raus mit dir, ey. Richtiger Lulu, ey. Hallo. Eine Frage, ich habe eine Frage. Eine Frage nur. Eine oder mehrere? Nur eine. Ja. Okay, mehrere. Nein, Spaß. Dauert mir alles zu lange. Es tut mir leid, aber das dauert mir alles zu lange. Warum machst du dich lustig über die Propheten? Ja, also ich mache mich auf jeden Fall lustig über einen gewissen Propheten, der zu den anderen Leuten sagt, ihr könnt in einem Brunnen euch waschen, wo tote Hunde, menstruationsbefleckte Klamotten und der Müll der ganzen Stadt reingeworfen wurde. Aber guck mal, ich habe letztens deinen Stream auch angeguckt, du hast auch gesagt, du magst es nicht, wenn man über die Christen sich lustig macht. Ja, aber würdest du das nicht lustig finden, wenn jemand sagt, ey Leute, ihr könnt euch in den Brunnen, wo tote Hunde, menstruationsbefleckte Klamotten und der Müll der ganzen Stadt reingeworfen wurde, euch waschen? Ihr macht euch echt sehr, sehr lächerlich, ich schwör's dir. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen für Kamedorin. Vielen Dank. Vielen Dank. Siehst du, dann kommt noch Airi am Ende. Airi. Hallo. Hallo. Erstmal, wie geht's dir? Ja, Handel Jesus, mir geht's gut. Und dir? Auch gut. Und zwar, gerade eben, ich war drin. Ich merke, du lügst ein bisschen. Ja, ich bin nicht Allah mit Sure 3, Vers 28, dass ich lüge. Oh mein Gott, warte. Also es geht mir darum, ne, es geht mir um Aisha. Warte noch alle. Ja, was ist denn da? Du sagst, dass die, also mit Saibari 6130, sagst du, dass sie da schon, was hast du gesagt nochmal? Du hast da gesagt, dass sie dann schon bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und das ist eine Lüge. Natürlich, sie war bei ihm, kannst die Gelehrten fragen.
Nein, warum lügst du? Lies doch mal Sahih Buhari 3894, sorry. Da steht, meine Mutter hat mich zum, also zu den Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht, als ich 9 Jahre alt war. Und in den Hadith steht auch, dass ihre Haare ausgefallen sind. Das ist ein Zeichen der Pubertät. Und wenn wir auf Sahih Buhari 4... Nein, hör mir zu. Ein Zeichen der Pubertät, wenn die Haare ausfallen, oder ein Zeichen von hohem Fieber, was sie selber sagt. Sie war ja auf der Straße am Spielen mit ihren Kindern, Freunden. Oh Mann. Ja, sie war krank, aber das ist halt auch ein Zeichen. Hä, warum sollen denn sonst die Haare ausfallen? Warum kommst du rein und lügst die Leute an? Meinst du, sie sind dumm oder was? Ich frag dich schon. Nee, du kommst dir bewusst rein und lügst über deine eigenen Schriften. Das ist ja das Kranke, nur weil du dich schämst. Ich doch nicht. Oder ja, doch. Sahih Buhari 476. Dieser Hadith, den du erwähnt hast, zeigt, dass das alles eine abartige, abgekartete Spiel ist. Weißt du wieso? Weil dieses Kind auf Schaukeln gespielt hat und mit ihren Freundinnen auch geschaukelt haben und sie an die Hand gepackt wurde, fertig gemacht wurde. Die wusste gar nicht, was ihr blüht. Sie wurde einfach zur Hochzeit fertig gemacht und die Leute haben gesagt, jetzt wirst du verheiratet mit Mohammed. Zwangsehe. Na, oh, jetzt lügst du. Okay, ich schlag den Hadith auf. Hier, ich hab den vor. Nein, Sahih Buhari 32106. Ich hab den Hadith hier vor. Aisha hat gesagt, dass der Mess, also, warte. Sie hat auf Schaukeln gespielt und sie hatte Fieber bekommen und ihr Haar ist ausgefallen. Du hast gesagt, sie wurde zwangsverheiratet, das stimmt nicht. Ja, liest doch den Hadith. Die wusste gar nicht, was ihr blüht. Oh mein Gott, meinst du den Hadith, den ich als erstes erwähnt habe? Nein, du hast ein Hadith erwähnt, wo sie Haarausfall hatte, und dieser Hadith beweist uns, dass die Aisha ein Kleinkind war und der Mohammed sie genommen hat und sie nicht wusste, dass sie gerade verheiratet wird. Zwangsverheiratung. Ja, bei Sahih Buhari 476, glaube ich, steht doch, dass sie nicht gezwungen wurde. Sahih Muslim, Hadith 1422a. Kannst du mal da seid ihr, ihr kommt die ganze Zeit. Hä? Wie, hä? Ich lese vor. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, heiratete mich, als ich 6 Jahre alt war, und im Alter von 9 Jahren wurde ich in sein Haus aufgenommen. Da hat er mit ihr dann Verkehr gehabt. Sie sagte ja, weiter, wir gingen nach Medina und ich hatte einen Monat lang einen Fieberanfall und meine Haare reichten mir bis zu Ohrläppchen. Ruman, meine Mutter, kam zu mir und ich sah damals, was? Und ich saß damals zusammen mit meinen Spielkameraden auf einer Schaukel. Guck dir das mal an. Sie rief mich laut und ich ging zu ihr und wusste nicht, was sie von mir wollte. Sie ergriff meine Hand und führte mich zur Tür. Und ich sagte, haha, als ob ich nach Luft schnappen würde. Also so, ne? Bis die Aufregung meines Herzens vorüber war. Sie brachte mich zu einem Haus, wo sich die Frauen der Ansar versammelt hatten. Sie alle segneten mich, wünschten mir viel Glück und sagten, mögest du am guten teilhaben. Sie, meine Mutter, hat mich ihnen anvertraut, sie wuschen meinen Kopf und verschönerten mich und nichts machte mir Angst. Der Gesandte Allahs kam am Morgen dorthin und ich wurde ihm anvertraut. Siehst du? Sie wusste gar nicht, was abgeht. Einfach verheiraten, los. Yalla, geh mit ihm jetzt balla balla machen. Krank, ne? Okay. Das ist der Islam. Das ist der Islam in seiner Abscheulichkeit. Das ist der Islam in seiner Abscheulichkeit. Ein Kleinkind, das auf Schaukel ist, packen, waschen und in das Haus eines Mannes geben. Hast du dieses Bild, hast du dieses Video gesehen in Afghanistan, wo der Mann seine eigene Tochter verkauft hat und dann dieser alte Sack kam und sie so in die Hand genommen hat und dieses Kind am Weinen war und nicht wusste, was abgeht? Das macht Islam. Aber sie deswegen hatte ja keine Angst. Diese Religion sollte überall verbannt werden, in der ganzen Welt. Für das Leid, was den Kindern angetan wird. Jeden Tag tagtäglich. So sieht's aus. Und jetzt kannst du genau dahin gehen, wo dein Prophet auch schon ist. Heftig, ne? Die spielt auf Schaukel mit ihren Kindern, wird gepackt und dann wird sie ihr Haare gewaschen, alles gewaschen und wird in den Haus von dem Mohammed gegeben. Unglaublich, ne? Du bist nur am Lügen. Ich gebe Quellenangaben, lest das vor. Ah, komm, ist gut. Ja, ihr schämt euch alle, das ist das Problem. Ihr wisst ganz genau, dass das so ist. Ihr wisst das genau. Ihr folgt einer Wahnsinnsreligion. Ja, für den Muslim ist das natürlich schwierig, da rauszukommen. Ne? Er weiß, dass das abnormal ist, aber er möchte dann seinen Familien nicht wehtun. Ne? Aber du wirst alleine vor Gott stehen. Das ist das Problem. Wir sind heruntergefallen.
Alhamdulillah. Für was? Alhamdulillah. Für was? Alhamdulillah für Kamelurin, ja. Sehr gut. Alhamdulillah für Kamelurin. Yo, Ex-Muslim. Ja, Habibi. Wie geht's dir, mein Bruder? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's auch gut. Ey, wann kommt ein neues Video gegen ABK eigentlich? Ich zeige dir mal, was für ein wundervolles Video ich mache. Nein. Dankeschön, ihr lieben Dank. Schön. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine kleine Frage bezüglich auf Jesus. Ja, was hätten Sie denn da für eine Frage? Also, wie ging das nochmal? Hatten, also Ihnen, ich sag... Okay, das dauert mir alles viel zu lange. Vielen Dank, dass du dabei warst. Demnächst ein bisschen schneller. Dankeschön. Komm, ihr Lieben, die 1 Million knacken wir jetzt. 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, alles mal 9. Hallo, ich habe eine Frage. Zu Abraham Zeiten haben die Menschen Götzen angebetet. Was macht dich sicher, dass zum Beispiel, dass der Jahwe kein Götze war? Dass der Jahwe kein Götze war? Ja. Weil er sich in der Bibel doch offenbart hat als wahrhaftiger Gott. Und du siehst, dass der Herr dem Mose diese Befehle gegeben hat und sich auch gezeigt hat als Jahwe. Und zwar im Dornbusch, ne? 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Der hat sich ja vorgestellt dem Moses. Warum hat er dann zu Mose gesagt, fürchte dich nicht? Genau, du sollst dich nicht fürchten, weil der Mose sich erschrocken hat. Ne, wer ist das? Ne, wenn du die Geschichte liest und dann sagt er, fürchte dich nicht, ich bin dein Herr und du sollst zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Das ist sein Name, Yahweh, der ich bin, der Ewige. Also, Allah ist somit ein falscher Gott. Ja. Ich gehe kaputt. Ja, das ist der Name von Yahweh. Er hat sich so vorgestellt. Ich bin der, der ich bin. Das ist einfach. 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Ich bin der, ich bin, hat mich zu euch geschickt. Leute, komm, wir müssen die 1 Million jetzt knacken. Die müssen wir jetzt sehen. In 5 Minuten sind wir durch. In 5 Minuten sind wir durch. Da haben wir die 1 Million geknackt. Die Finger müssen brennen, ihr Wundervollen. Army und seine Hetzis. Hallo? Hallo? Ja, dann nicht. Army und das Hetzi-Team. Army und das Hetzi-Team. Grüß dich, Mutter. Ja, geht? Hallo, mein Gott. Gott segne dich und deine Familie. Du, ich hätte mal da eine Frage, ne? Eine oder mehrere? Nur eine, ganz schnelle. Ja. Und zwar, Jesus ist ja Gott. Amen. Ja, auch dein Gott und der Gott von Mohammed und Allah. Ja. Okay. Also, und dein Gott hat ein Popöchen? Allah hat ein Popo. nee, deiner. Ja, deiner, soll ich dir das zeigen? Ja, nee. Deiner hat ein Popöchen, aber nicht. Ja, deiner hat ein Popo, soll ich dir zeigen? Meiner ist nicht aus der Vagina rausgekommen. Doch, der ist aus der Vagina rausgekommen. Soll ich dir das zeigen? Nein. Doch, lass mich dir zeigen. Ja, der Allah ist sogar jemand, der joggt. Allah ist ein Jogger. Dein Gott? Allah ist wirklich ein Jogger. Er joggt. Was soll man dir nur sagen? Ja, wie? Was sollst du dazu sagen? Das ist eine Katastrophe, ist das, Mann. Mach mich raus, mach mich raus, kein Bock. Mach mich raus! Du Popöchen Anbeter. Allah hat ein Bett, der wutzt sich so aus. Oh.
Allah ist jemand, der hat so ein breites Grinsen, ne? Tafsir al-Tabari, Band 15, Seite 604. Mach mich schnell raus. Ja. Ist das krank? Mach mich schnell raus. Ich kann nicht, ich will nichts. Nix diese. Komm Leute, die 1 Million müssen wir doch sehen. Diese 1.0 da oben. Ja. Dankeschön. Wie der Herr das aber auch auffällt, dass ich nicht so gesperrt werde. Hammer, ne? TikTok ist durch den Herrn gerade seine Hand über mich am Halten. Na ja, gut, ne? Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Und auf der Straße kriegt dieser Cap, weil er so ist. Von dir bestimmt nicht, du. Was ist das, Peter Griffin, ne? Bestimmt nicht von Peter Griffin, Fake-Account. Hey, Kleine. Dankeschön. Gott segne euch und eure Familie. Vielen lieben Dank. Wie, hast du nicht jeden Tag Angst, dass dich einer tötet oder so? Was, wovor denn? Ich weiß doch, dass... Nein, ehrlich, du bist doch voll in Gefahr im Leben, oder nicht? Nein, Mann, ich bin mit dem Herrn am Wandeln, ich bin nicht in Gefahr. Doch, Mann, Digga, also wenn ich du wäre, ich würde voll Angst haben jeden Tag, Digga. Ich habe aber keine Angst, ich gehe ja überall hin, wo ich bin, hin möchte. Weil, guck mal, weil es gibt doch Muslime, die würden sogar sterben für ihre Religion, die, weißt du, und... Ja, da siehst du, dass der Islam ja eine Gewalt hat, du gibst das ja gerade zu, siehst du? Nein, ich, guck mal, das geht nicht um den Islam an sich, es gibt auch Christen, die für ihren Glauben töten würden, Digga, weil die so überzeugt sind davon, natürlich. Chris Church, was hat der Typ gemacht? Was hat der Jesus Christus gesagt? Aber was hat Christus, was hat der Typ gemacht? Hat auch Allah, da hat der Jesus Christus gesagt, geh und töte die Menschen. Nein, er hat das über christlichen Glauben, Überzeugung gemacht. Wegen ja, aber da muss man doch herausfinden, wer sein Vorbild war in dem Moment. Jesus Christus? Nein, doch, es geht doch gar nicht um Christus. Warum nennt sie ihn dann den Christ? Nein, guck mal, es geht um fanatisch gläubische Menschen, Digga. Das ja, also, ja, weil dieser Christchurch-Attentäter, der hat sich gewünscht, auf die Erde zu kommen, also getötet zu werden, auf die Erde zu kommen, wieder weiter zu töten, auf die Erde zu kommen, zu sterben und wieder auf die Erde zu kommen, weiter zu töten und so. Was hältst du denn von so jemandem? Ja, aber guck mal, er hat das doch religiösisch gemacht. Guck mal, ja, er hat eine Schrift, die gesagt hat, dass er sowas macht. Findest du das okay? Auf seiner Waffe hat er doch auch lateinische so Sprüche und also was im Christentum angehörig ist. Und mit Kreuzen und hast du nicht gesehen, auf seiner Waffe drauf, Digi. Also er hat das schon für das Christentum gemacht, Digga. Wenn zum Beispiel diese Leute von Kuckucksklan, hast du die schon mal gesehen? Also die hast du noch nicht gesehen, aber so Reportagen habe ich gesehen. So, ja, Reportage, genau. Also die tragen Kapuzen und dann halten die so brennende Kreuze in die Luft. Meinst du, du kämst auf die Idee, diese Leute als Christen zu bezeichnen, oder meinst du, das sind kranke Wahnsinnige, die einfach irgendein Symbol benutzen und Jesus Christus hassen und dieses Kreuz zum Brennen bringen? Ja, dann eher das Letztere. Sag ich dir ehrlich. Warum machst du dann das Gleiche nicht mit dem Christchurch-Attentäter? Nur weil er auf seiner Waffe so ein Kreuz hat, kann ja auch sein, dass das Kreuz umgedreht ist, dass das ein Satanist ist. Hm. Muss nur die Sichtweise ein wenig ändern, oder? Ja, okay, da gebe ich dir schon einerseits recht. Aber guck mal, du weißt schon, was ich meine. Du weißt, was ich meine, Digi. Sag mal ganz ehrlich. Ich hinkomme und mir diese Faxe reinmachen, mein Kleiner. Ich wünsche dir alles Gute, Digga. Aber ehrlich, Digga, also ich hab sogar Angst um dich. Du musst nur den Blickwinkel ändern. Kennst du noch diesen Jonathan Frakes? Ah, diese. Ja, als er dieses Bild einmal nur so kurz gedreht hat, auf einmal wurde aus seinem Mann eine Frau, hä? Wie denn jetzt auf einmal, hä? Guck mal, Digga. Du musst nur die Sichtweise etwas ändern. Du hast es drauf, alles zu verdrehen. Genau wie du das gerade drauf hast. Ich oder du? Nein, Mann, ich verdreh doch gar nichts. Ich sag doch nur, hast du keine Angst, dass irgendein religiöser Vollaffe... Wem sollte ich denn Angst haben? Sollte ich vor Menschen Angst haben, oder was? Nein, wie? Guck mal, also, von irgendeinem Vollidioten... Nein, von einem radikalischen Vollaffen-Islam-Idioten, Digga. Von so einem Idioten hast du keine Angst, oder was, Digga? Jetzt mal im Ernst. Nein, warum denn? Was war mit diesem Typen, mit dem Lehrer in Frankreich? Den hat auch so ein Tschetschener seinen Kopf abgehackt, ja, Digga. Okay, der hat natürlich Mohammed-Karikaturen gezeigt. Das ist natürlich eine Stufe, die... Ja, aber du bist schon fast da dran, Digga, sag ich dir ehrlich. Nein. Das ist doch schon heftig, wie ich das mache, ja. Aber wenn du natürlich so eine Karikatur zeigst, ist es nochmal um Klassen heftiger.
Ja, ich weiß nicht, Digga. Also wenn ich du wäre, ne, ehrlich, vielleicht bist du so ein harter Typ, Digga, keine Ahnung, Alter. Vielleicht läufst du mit einer AK rum oder so, keine Ahnung, aber Digga. Vielleicht habe ich auch eine Pumpgun hier, wenn jemand ich kommt. Ich schwöre, Digga, wenn ich du wäre, ne, ich würde mir jede Sekunde in die Hose scheißen, Digga, dass irgendein Verrückter... Ja, aber dann siehst du, dass du kein Vertrauen zu Gott hast. Nein, das geht doch gar nicht darum, das geht, dass irgendein verrückter Afghaner, Digga, der irgendein Taliban von irgendeiner Seite von links, rechts kommt, Digga, und mich absticht, Digga. Ich hätte Angst, Digga, ich sag dir ehrlich. Nein, ich hätte Todesangst jede Sekunde meines Lebens, Digga, wenn ich das machen würde, was du machst. Nein. Siehst du, da ist das, bin ich doch auf der richtigen Seite. Nein, guck mal. Jemand, der das macht, muss eigentlich auf der richtigen Seite sein, weil er sich anlegt mit der Seite des Widersachers, richtig? Stell dir mal vor, ich komme jetzt auf TikTok und beschimpfe den ganzen Tag Jesus. Irgendein fanatischer Christ, der sich so beleidigt fühlt und sagt, Digga, was redet er über Jesus? Warum beleidigt er Jesus? Dann hätte ich auch Angst. Jesus Christus sagt, er betet für die, die euch beleidigen. Ne? Der hat ja auch für die Leute gebetet, als sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Richtig? Wenn ich das gleiche wie du machen würde, mit dem Christentum, mit Jesus, ich würde mir jeden Tag in die Hosen scheißen, jede Sekunde. Warum? Aber ein Christ tut dir doch gar nichts. Natürlich, ein fanatischer Christ kann auch mich kommen, mich abschlachten. Nein, nein, auf keinen Fall. Aber 100%, Digga, Mann, ich bitte dich, Digga. Ein Muslim macht dir sowas nicht. Ein Habib. Ein es Christ, ist kein Muslim, der sowas Habib, macht. Habib. Ein Christ, der Jesus Christus nachfolgt, würde sowas niemals tun, weil der Herr gesagt hat in Matthäus 5, Vers 43, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Verstehst du? Ja, das ist auch korrekt. Das ist auch richtig. Aber guck mal, wenn du den Islam wirklich kennen würdest, Digga, und wirklich so sagen würdest, dann weißt du genau, dass Muslime auch nicht töten dürfen, Digga. Ja, doch, das steht dazu in 9, Vers 5. Das weißt du doch, dass wir auch nicht töten dürfen. Mohammed wurde doch angewiesen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah. Bro, ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat oder was der gesagt hat. Ich weiß nur, was Mohammed hat das gesagt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, Diggi. Ich hab nicht gehört, was er gesagt hat, Digga. Oder nicht, Diggi? Ja, du hast doch noch niemals einen Hadith aufgeschlagen, Mann. Nein, hab ich auch nicht, Digga. Ich weiß aber nur, Digga, ich darf nicht töten, Digga. Das ist mein Glaube. Das nee, du hast einfach nur in deinem Kopf, ist das so gang und gäbe, aber doch nicht die Schriften. Die Schriften sagen was anderes. Okay, dann würdest du mir sagen, ich soll als Muslim töten. Das ist der Glaube, sagt mir, ich soll, also befiehlt mir zu töten oder was? Der Allah befiehlt dir das. Digga, das glaubst du wohl selber nicht, Digga, oder? Sogar die Juden dürfen nicht töten. Christen dürfen auch nicht töten. Alle drei Religionen dürfen nicht töten. Ja, lies mal bitte Sure 5, Vers 33. Was steht denn da? Keine Ahnung. Sag du es mir. Ich habe keine Ahnung. Ja, diejenigen, die gegen Allah und seinen Gesandten auf der Erde zu verderben trachten, soll man ihnen Hände und Füße wechselseitig, du weißt schon, und sie kreuzigen. Okay. Das bestärkt, aber guck mal, du liest das gerade vor und du würdest mir sagen, du hast keine Angst, dass hier irgendjemand dir was antut. Nach diesem Hadith, was du gerade vorgelesen hast? Nein. Warum denn? Guck mal, du sagst doch selber, das ist das Befehl für den ultrareligiösen Islamisten, Islam, der den Islam so heftig lebt. Den Islamisten? Hat Allah sie Islamisten genannt oder Gläubige? Nein, einer, der radikal ist und tötet für den Islam, das ist für mich ein Islamist, das ist ein radikaler Typ. Okay, ist zum Beispiel Nackentherapie jemanden verpasst? Ist das islamisch oder ist das islamistisch? Eine Nackentherapie, was ist das? Hier, ich kann das Wort nicht aussprechen, wenn jemand deinen Kopf... Ach so, das oder was? Digga, was geht ab, Mann, Digga? Welcher Muslim macht sowas, Digga? Ich spuck selber diesen Muslim in sein Gesicht, wer so redet, wer so was sagt, Digga, ganz ehrlich, Digga. Der Prophet hat es so selber getan, er hat sehr vielen Menschen Nackentherapie verpasst. Wie würdest er selber hat jemanden enthauptet oder was? Ja klar, natürlich, er hat 600 bis 900 Juden enthaupten lassen. Mit seiner eigenen Hand. Ja, er hat Gräben ausgraben lassen und hat er die einen nach dem anderen mit seinen Sahaba da losgelegt. Ja, die waren auch im Krieg, die Juden und die Muslime. Das steht auch zweimal im Koran, in Sure 47, Vers 4 und Sure 8, Vers 12. Ja, aber vergiss nicht, die Juden und die Christen, die Juden und die Muslime, die schlachten sich schon seit 1500 Jahren gegenseitig ab. Der Islam ist einfach aus Saudi-Arabien, als sie sich ausgebreitet haben und Territorien erobert haben, ne, als sie Dschihad geführt haben. Du siehst ja, dass die heutigen islamischen Länder durch Gewalt und durch Gewalt zum Islam gezwungen wurden. Ne? Ihm wurde der Islam aufgezwungen in Syrien, Ägypten, Aserbaidschan, Iran. Afghanistan und diese ganzen... Aber das haben die Christen auch gemacht, das haben wir von euch gelernt, das zu machen, ne? Vergiss das nicht. Der Apostel Paulus ist überall hingereist und hat natürlich die Lehre des Herrn Jesus Christus vertreten und wurde überall immer eingesperrt in Gefängnisse, haben die den geschmissen. Und er hat mit niemanden hat er irgendein Haar gekrümmt, sondern nur verkündigt.
Würdest du mir erzählen, dass Nigeria und Ghana und was hast du nicht gesehen, diese ganzen afrikanischen Länder, dass der weiße Mann gekommen ist und hat gesagt, glaubt an Jesus, glaubt an Gott, bitte, werdet Christen. Und die haben gesagt, okay, wir sind jetzt Christen. Missionare, ja, das waren natürlich Missionare. Kannst du mir noch nicht erzählen, Digga. Habib, der größte afrikanische Sklavenmarkt ist von den Arabern gewesen. Das kannst du im Buch von Der verschleierte Völkermord von Tidjan Njal. Kannst du durchlesen. Ein Anthropologe beweist das auf historischen Fakten. Und die Araber möchten auch gar nicht aufarbeiten, was die Araber den Afrikanern angeht. Da gebe ich dir recht. Die Araber handeln sogar heute noch mit Sklaven, Digga. Sehr gut. Kommt das, weil das ein Teil... Da bist du absolut richtig. Da bist du hundertprozentig richtig, was du sagst, Digga. Sag ich doch, weil das ein Teil ihrer Religion ist. Der Mohammed hatte selber schwarzafrikanische Sklaven. Aber schau mal, der Islam ist nicht der Araber, der Saudi. Digga, weißt du, du kannst von uns Islam Türken... Islam ist das, was Mohammed praktiziert hat. Aber guck mal, lern doch den Islam von uns Türken, Digga. Hast du jemals gehört, dass ein Türke gesagt hat, bring den und den um? Ja, wir Türken lebt doch fernab von Islam, Mann. Ja, wir sind Nationalisten. Nationalistisch, Mann. Guck mal, das ist das Ding. Guck mal, wir sind die korrekten Muslime, aber dann sagen andere zu uns, ihr seid ja keine Muslime. Ihr seid Muslime, die mit Islam nichts zu tun haben. Ihr seid einfach nur normal. Digga, das ist das Ding, Digga. Ihr seid säkularisierte Menschen. Nein, Digga, du bist guck mal, du machst Religion und Staat. Guck mal, du sagst zu Türken, wir sind keine Muslime, weil wir nicht töten gehen und diesen ganzen Scheiß nicht mitmachen, Digga. Ihr trennt Religion und Staat und somit sagt Allah für euch, sagt er in Sure 5, Vers 44, wahrlich, wenn ich mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, sie gehören wahrlich zu den Frevler. Also ihr Türken seid Frevler in den Augen Allahs. Also wir sind keine Muslime vor Augen Allahs, oder wie? Vor Augen Allahs seid ihr keine Muslime, weil ihr nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat. Ja, aber was sind wir dann, Digga? Ja, frag dich das selber, wenn also Allah sagt, ihr seid Frevler. Ja, was bist du denn dann? Ja, weiß ich auch nicht. Was bin ich denn dann, Digga? Sag du ein mir. Frevler, ich weiß nicht, was ich bin, ein Digga. Ein Heuchler. Dann musst du mir erzählen, was ich bin, Digga. Dann erklär mal, was Allah ich bin, Allah sagt, ihr seid Frevler. Was sind Frevler? Leute, die rumholzen. Ja, Leute, die rumholzen. Der an ein Schaf glaubt oder an einen Kuh glaubt oder was? Oder was ist das? Ja, sag mir, ja, Diggi, mach mal nicht auf Ding. Nicht alles kann ich wissen, Digga. Ja, Allah meint damit, dass ihr sowas wie Heuchler seid. Ne? Frevler, rumheucheln. Also wir tun so, als ob wir Muslime sind, wir sind aber keine Muslime, so gesehen. Ja, genau. Also ihr möchtet auch nicht nach der Scharia leben. Du siehst ja, dass der... Nein, auf keinen Fall. Ja, siehst du, und das geht gar nicht. Auf keinen Fall, Digga. Dann erklärt der Allah euch laut Koran zu Ungläubigen, Frevlern. Also so heuchelt. Der ist doch Atatürk gekommen und hat diese ganzen Leute aufgehängt, Digga, von denen du redest. Verstehst du? Ja, genau. Er hat Muslime, die nach Koran und Sunna leben wollen und Scharia einführen, diese barbarische Gesetz von Allah, hat er natürlich gekämpft. Und deswegen hat er den Ezan auch auf Türkisch gemacht, weil... Den Ezan hat er auf Türkisch gemacht, weil die ganzen Türken nicht wussten, was sie da überhaupt lesen, Digga. Hat der Türk genau richtig gehandelt? Nicht natürlich, hundertprozentig. Weil er die Muslime da weggeballert hat? Nein. Er hat gesagt, wir müssen Staat und Religion trennen. Und das ist auch richtig so. Weil sobald der Religion sich vermischt in Politik, wird es sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Weil die Muslime sich dann den Machtanspruch nehmen, über dich zu richten. Das heißt, wenn du nicht islamisch konform dich benimmst, auf der Straße nicht islamkonform dich anziehst, dich sozusagen kleidest, alles Mögliche, das wird ja alles in deinem Leben wird ja begutachtet. Wenn du nicht dem parierst, werden die dich in die Ewigkeit schicken. Das ist so krank. Okay, da gebe ich dir recht, Digga. Ich sag dir ehrlich, da gebe ich dir recht. Was meinst du, wenn auf einmal die Muslime immer mehr werden hier in dieser Gesellschaft? Was passiert denn dann? Die wollen Scharia einführen und dann werden die Nicht-Muslime, was machen sie dann? Ja, Mann, du hast voll recht, Digga, Bruder. Okay, ich sag aber nicht, ich gebe dir aber nicht recht, dass jetzt das Islam und Mohammed alles so schlecht ist. Da gebe ich dir überhaupt gar nicht recht, Digga. Da ist auf jeden Fall nur Bullshit. Dafür kriegst du auch Geld. Dafür kriegst du auch Geld, Digga. Hundertprozentig, Digga. Ich bekomme kein Geld. Ich spiele hier keine Matches. Ich will gar nicht. Nein, nicht Matches. Du glaubst daran. Nein. Du verstehst mich nicht falsch. Du glaubst daran. Das ist schon dein Mindset. Aber du kriegst noch Bonusgeld dafür. Hundertprozentig, Digga. Wo? Was für ein Bonusgeld denn? Welches Geld der Welt ist es denn? Du sagst doch gerade. Du sagst es selber, hör mal zu. Du sagst doch selber, hast du keine Angst vor diesem Wahnsinn? Welches Geld der Welt ist es denn wert, sein Gesicht dir zu zeigen und sich anzulegen gegen die heftigste Religion der Welt? Was für einen Sinn ergibt das denn? Aber Digga, ich kann mir nicht vorstellen, dass du es echt für nichts machst, Digga. Dass du so weit und so lange Nein, das immer wieder damit die Leute, ich mach das, damit die Leute die Wahrheit erfahren und dass die Wahrheit einen Namen hat. Und zwar Jesus Christus, der sie retten will. Und ja, aber willst du die Welt retten oder was jetzt? Oder wieso rettest du die Welt oder was? Was ist, wenn ich rette überhaupt nicht die Welt. Ich versuche Ihnen nur etwas zu erklären und zu sagen, hey Leute, eure Imame, eure Schiuchs, die lügen euch von morgens bis abends an. Schaut euch an, was in den islamischen Schriften steht. Genau das Gegenteil von dem, was sie behaupten. Ja, das stimmt schon, Digga, das in Berlin lügen, und so in diese Moscheen, Digga, diese ganzen Araber, Digga, ganz komische Lektüre da weitergeben. Da gebe ich dir auch recht, Digga.
Ich gebe dir auch recht, aber Digi, du redest den Islam so eklig, Digga, dass man wirklich denkt, Digga, Alter, was gibt es denn? Nimm ein Beispiel. Also, ich habe dir vorhin zugehört. Ich habe dir vorhin zugehört und dann, Digga, was du so über den Propheten sagst, Digga. Ja, nimm mal doch ein Beispiel, da musst du doch wenigstens ein Beispiel haben. Guck mal, ich habe dir nicht oft zugehört. Ich weiß aber nur, dass du so richtig eklig gegen den Islam schießt, Digga. Okay, meinst du, hast doch gerade eben gesagt, ich habe dir gerade zugehört. Da habe ich gesagt, ja, was habe ich denn geredet? Ja, das mit diesem kleinen Kind und Mohammed, Digga. Wo, ja, das steht doch da! Wo steht das denn, Digga? In Sahih Bukhari, in der authentischsten Quelle des Islams. Ja, man hat, steht das wirklich da, oder was, Digga? Digga, Alter. Digga, hat er das wirklich gemacht, oder was, Digga? Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt von dir lernen muss, Digga, oder nicht, Digga. Ob ich das von dir erfahren muss. Ja, er hat es gemacht. Er hat ein 6-jähriges Kind geheiratet und die Ehe mit 9 vollzogen. Tolles Vorbild. Aber nicht, Digga, Mann. Ich glaube das nicht, Digi, Bro. Ich kann aber das nicht. Du glaubst nicht, das glauben 1 Milliarde Muslime glauben an sowas. Danke. Wallah. Ist das zu fassen? Und das nennen sie den besten Menschen der Welt. Du bist so hinterhältig, Digga. Aber warte. Weißt du, mir sagst du hinterhältig, willst du mich veräppeln, oder was? Okay, warte. Damals, eine Frage. War das normal damals vielleicht, Digi? Ja. Auch bei den Christen und sowas, Digga? Normal? In der Zeit von Jesus Christus hat keiner ein Kind angefasst. Das war also nicht normal. Also damals hat wirklich kein Mensch ein kleines Kind geheiratet? Nein. Oder in der Zeit von Jesus Christus haben wir doch niemanden gesehen, der sowas macht. Nein, nein, nicht in der Zeit von Jesus Christus, in der Zeit von Mohammed, Digga. In der Zeit, wo er gelebt hat. Also ich habe keinen gesehen, der in der Zeit von Mohammed irgendein Kind geheiratet hat. Ne, kein. Also wenn das damals üblich war, Digga, dann kannst du es nicht... Das war nicht üblich. Selbst Abu Bakr war entsetzt über das Verhalten von Mohammed. Der kam also als ein 53-jähriger Mann zu einem... Abu Bakr war ja im gleichen Alter wie Mohammed und hat er gesagt, ich bin gekommen, um die Hand von deiner Tochter anzuhalten. Aber da hat der Abu Bakr gesagt, aber ich bin dein Bruder. Da sagt er, ja, du bist mein Bruder in der Religion Allahs, aber Aisha ist mir erlaubt. Also der Abu Bakr war gar nicht begeistert davon. Der hat genauso reagiert, wie du und ich reagieren würden, wenn einer in unserem Alter kommt und unser 6-jähriges Kind heiratet. Wie? Du bist doch in meinem Alter, du bist doch mein Bruder. Du kannst doch nicht mein Kind heiraten. Ey, das ist cool. Ja, ist schon echt übel, so wie du das so darstellst, Digga. Und wenn das so wirklich so ist, Digga, ich weiß nicht, Digga, was ich jetzt davon so halten soll und was ich dazu sagen soll, Digga. Ich habe keine Ahnung, Digga. Du machst mich gerade echt schachmatt, Digga, weißt du? Ich weiß auch gar nicht, was ich darauf antworten soll, Digga, ganz ehrlich. Wenn das so ist, Digga, ich schaff alles, Digga. Wenn das wirklich so ist, genau wie du es sagst, Digga, ne? Bro, dann kann ich nicht dahinter stehen, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, Digga. Dann geht das nicht, Digga. Verstehst du? Ich kann nicht dann blind sagen, ist mir egal, was er gemacht hat oder der gemacht hat. Ich glaub daran. Ich scheiß drauf, was er gemacht hat. Digga, das geht dann nicht, Digga. Wenn nicht. Es so ist, wie du sagst, Digga. Wenn aber das steht da. Toll, Bro, Digga, du verwirrst mich echt, Digga. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt denken soll, Digga. Ja, erstmal aufhören, 80 Mal Digga zu sagen. Das wäre schon mal die erste Etappe. Ich komme aus Hamburg. Wie sagen, komm, wenn du aus Timbuktu kommst, hör mal auf mit diesen Digga. Ja, okay, ich rede jetzt ganz normal ohne Digga. Bitte. Okay. Digga, du hast meinen Kopf gefickt, Digga. Schon wieder? Ich kann nicht anders machen. Das ist nicht mal eine Sekunde hat er ausgehalten, ne? Das ist immer Wortschatz drin, ich kann nichts dafür, Digga. Hier, schreib dir das bitte auf. Sahih Bukhari 5081. Ich zitiere. So. Der Prophet bat Abu Bakr, um Aishas Hand zu heiraten. Abu Bakr sagte, aber ich bin dein Bruder. Der Prophet sagte, du bist mein Bruder in Allahs Religion und seinem Buch, aber Aisha ist mir erlaubt zu heiraten. Heftig, ne? Was ist das für ein Mensch, Mann? Guck mal, vielleicht war das bei den Arabern normal bei denen früher, Digga. Sag ich dir ganz ehrlich. Vielleicht war das zwischen den normalen, Digga, sowas, Digga, bei denen. Vielleicht war das in der Kultur verankert, Digga. Verstehst du? Da kann doch auch sein, oder nicht? Ich will hören, wenn du noch einmal sagst, Digga, hör auf, Mann. Sonst muss ich raus. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich versuche es aufzuhören damit. Okay, ich versuche. Hör auf damit, Mann. Okay, ich versuche. Vielleicht war das normal bei den Arabern, Digga. Ey, diesmal hab ich Digi gesagt, warte mal kurz. Okay, reicht jetzt. Gelbe Karte. Nein, hör auf mit dem Blödsinn, das reicht. Jetzt ist gut, andere wollen auch noch rein. Digi, nicht mal eine Sekunde hat er ausgehalten, ne? Hallo? Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Ich habe eine Frage an dich. Ich bin auch Christ und ich habe eigentlich zwei Fragen. Und zwar erstens, ordnest du dich eigentlich irgendeiner Kirche zu oder würdest du sagen, du
bist freikirchlich im Glauben. Auch nicht. Ich will gar nicht, dass man mich in irgendeine Ecke drängt. Ich bin ein Kind Gottes, der dem Herrn Jesus Christus nachfolgt. Ja, was für Freikirchen, was für Großkirchen, was für, hallo? Wenn jemand sich Christ nennt, dann braucht man ihn nicht nur in irgendeine Ecke zu drängen. Ich bin einfach ein Kind Gottes, der sich für den Herrn Jesus Christus entschieden hat und Buße getan hat vor ihm. Ich bin ein elender Sünder, der Vergebung seiner Schuld nötig hat, so wie wir alle auch. Ja. Digi. Digi. Okay, meine zweite Frage wäre, ob du glaubst, dass wir uns schon in der Endzeit befinden. Ja, natürlich befinden wir uns in der Endzeit. Der Herr Jesus Christus wird bald zurückkommen. Die Elite beeilt sich ja auch gerade mit der Bargeldabschaffung. Und das steht ja auch in Offenbarung 13, 16. Ne? Und dann kommt das Mahlzeichen des Tieres und der Herr Jesus Christus mit der Entrückung. In 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16. Okay, dann Dankeschön. Der Herr wird uns bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und deswegen tut es mir sehr leid für die Muslime, weil sie sich, weil sie den falschen Jesus in ihrem Koran haben und nicht dem wahren Jesus geglaubt haben, der sich in der Bibel befindet, dem historisch bezeugten Jesus Christus. Amen. Amen. Ja. Gut, ja, das wär's eigentlich schon. Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Ja, danke. Ich auch. Euch alle. Jesus, das sag ich ja. Ex-Muslim meinte ich. Du sagst ja, dass alle... Einfach... 12 Jahre, 10 Jahre, ey. Kleine Kinderbande, ey. Diese Stimme wie ein 9-Jähriger, ey. Hey, Ex-Muslim, du sagst einander, mal, 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 mal. Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz mal was gucken. Ne? Eine kurze Dings, einen Moment, ich muss mal kurz anrufen. Etikulla ist auch hier drin, ne? Oh mein Gott. Etikulla. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Islam verlassen und aufhören, Hijab zu tragen? Kann doch nicht wahr sein. Du sollst aufhören, diese menschengemachte Religion zu praktizieren. Aufgrund des Sauder, genau, da ist der Erste, der das schon gemacht hat. Sehr gut. Wir haben das überall in ganz Deutschland jetzt publik gemacht, ne, wegen Sauder. Alle fragen sich, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wegen Sauders Hintern, weil Omar Ibn al-Khattab sie gesehen hat, müssen wir Hijab tragen. Das kannst du keinem erzählen. Ah, wir nehmen den Islam an. Denkst du, ich will in die Hölle fahren, oder was? Nee, danke. Dankeschön, danke Ihnen vielmals. Ich verzichte. Hi, mein Lieber, grüß dich. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, mein Lieber. Ich war vor einer Woche bei dir in live, ne? Und du hast mir gesagt, was ich machen soll, wie ich bei Jesus beten soll. Ich wollte nur sagen, vielen Dank. Hat mir auf jeden Fall geholfen. Auf jeden Fall. Weißt du noch, vielleicht tut sich erinnern, ich weiß nicht, vor einer Woche ungefähr. Ja, du mit der Spielerei oder was meinst du, ne? Genau, und ich wollte auf jeden Fall Gottes Weg gehen, weil ich habe die Scheiße gemacht. Hat mir auf jeden Fall und hilft mir immer noch. Danke dir vielmals dafür, gell? Alle Ehre. Und was ich auf dieses Thema zu Moslems, ich bin ganz jetzt seit 2 Stunden hier live. Was ich nicht verstehe, ich glaube, die Moslems hören dir überhaupt nicht zu. Ihr erstes Thema, die fühlen sich angesprochen wie dieses kleine Kind, ein normaler Menschenverstand. Gibt dir automatisch zu, dass es nicht in Ordnung ist, mit einem 9-Jährigen zu schlafen. Die fühlen sich so angesprochen, aber keiner sagt einfach, du fragst ja direkt, einfach so als Mensch zu Mensch, ist das normal? Die nehmen sich irgendwelche Ausrede, obwohl sie ihnen... Sonst müsst ihr die Religion verlassen, das ist das ja. Sie müssen das ja versuchen zu erklären und da siehst du, wie abgrundtief böse der Mensch ist, der sowas erklärt, ne? Das ist heftig. Genau. Wo du die Frage gestellt hast, hättest du sowas gemacht? Die sind ruhig, obwohl die das wissen... Keiner hätte das zugelassen. Ach. Aber die haben den Mut nicht, einfach zuzusagen, ja, das ist falsch, das darf man nicht machen. Obwohl die hier Moslems spielen, Gläubiger etc., aber die haben die Eier nicht dazu zu sagen, ja, das ist falsch, das darf man nicht machen.
Die, keine gibt das zu. Die wollen nur Ausrede. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Möchtest du noch was sagen? Nee, das war's, mein Lieber. Ich wollte dir auf jeden Fall viel Dank sagen, gell? Okay, alles klar. Vielen Dank. Gott segne dich und deine Familie. Ich hoffe natürlich, dass du wegkommst von diesen ganzen Dings. Komm weg, mein Lieber. Ich danke dir. Und Gott soll dich auch segnen. So. Gott segne. Mach's gut. Ciao. Allah. Herz. Warum schickst du denn Herzen für den Teufel? Verstehe ich nicht. Hayat, warum schickst du denn Herzen für den Teufel? Weiß ich nicht. Warum machst du das? Darf ich ganz kurz was sagen? Ja, kurz, aber nur. Okay, du sagst ja, dass Allah und Prophet Mohammed das. Diese Kinder, die hören niemals auf. Erst ab 18 bitte hier reinkommen. Dann können wir weiterreden. Nicht vorher, sonst sperren die Streamy. Sonst sperren die hier meinen Stream. Hör auf damit. Hey. Jetzt ist aber auch gut. Dankeschön. Islam ist die einzig wahre Religion, ja, die in den Abgrund führt. Da hast du recht. Die einzig wahre Religion, die in den Abgrund führt. Hallo. Friede sei mit dir, Bruder. Ja, auch mit dir. Ja, hallo. Ich bin Ex-Muslim. Ich bin seit 8-9 Monaten abgehauen von diesem Islamist. Ne? Ich bin jetzt zu Jesus zurückgekehrt. Alhamdulillah, Jesus. Das ist unser Vater, das ist unser Gott, das ist unser Herr, mein Gott, ey. Amen. Amen, Amen. Ja, gut. Genau. Ex-Muslim, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Weil ich höre dir seit der Stunde. Mohammed hat die Tochter seiner Bruder geheiratet, die Aisha, oder wer war das? Von Abu Bakr, das war ein Kollege von ihm, ein Gefährte von ihm. Ach so, ein Kollege. Und da hat er seine Tochter geheiratet, mit 6 Jahren. Und dann mit 9 wurde richtig, ne? Mit der geschlafen hat, bestimmt, ne? Ja, genau. Das ist heftig. Okay, ich verstehe das, ich verstehe das. Aber warum hat diese Muslime... Du verstehst das, ich verstehe das nicht und alle anderen verstehen das auch nicht. Bruder, ja. Warum haben die Muslime Angst von Kreuz und von Schweinefleisch? Ja, dieser Isa kommt zurück, um nur Schweine zu töten und ein Kreuz zu zerbrechen. Ey. Hör mal, Bruder. Im Alten Testament ist ja richtig, wegen Schweinefleisch verdorben, ist ja richtig. Aber Jesus hat das erfüllt, man darf Schweinefleisch essen. Und weißt du, warum sagen die Muslime, wir dürfen kein Schweinefleisch essen? Weil Jesus die Dämonen gejagt hat, von Menschen ins Schweinefleisch gejagt. Verstehst du? Und darum sagen die das. Zum Beispiel, ich habe keine Angst vor Schweinefleisch und vor Kreuz, weil Kreuz ist nicht Symbol, sondern Kreuz, er hat den Teufel besiegt, Jesus Christus. Er hat unsere Sünden gewaschen mit seinem vergossenen Blut. Und darum haben die Angst, diese Menschen, weil der Teufel hat Angst. Und diese Menschen, die glauben das nicht, Mann. Du bist Albaner. Ist das so, oder? Du bist Albaner. Ja, ich bin aus Kosovo. Ich bin Zigeuner, Sinti, Roma. Ich muss kurz anrufen. Ja, bitte. So. Ja, ja. Da bin ich wieder. Ja, nein, was ich sagen wollte und so, also wir haben viele Beweise von Matthäus, Markus und Paulus, alles, dass er Jesus Christus unser Herr ist, Mann. Ich verstehe nicht, warum diese Menschen das nicht glauben, weil im ersten Buch Moses auch, was hat er denn gesagt? Das Wort wurde Fleisch unter uns, das war Jesus Christus. Das war nicht erste Buch Moses, das war Johannes 1, Vers 1. Ja, genau. Warum glauben die das nicht? Und dann hat er gesagt, verflucht sei derjenige, der nach mir kommt,
entweder von Himmel noch von Erde verflucht sei, denn ich bin der Erste und der Letzte. Wo ist das Problem? Der ist Alpha und Omega. Ja. Nach 610 Jahre. Ich danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie, ja? Okay, Bruder. Danke auch. Okay. Jo. Ciao. Ja. Ciao. Oh, sorry. Ich wollte nicht so schnell wegmachen. Oh, danke, Sveti. Eine Bärchen mit viel, viel Herzchen. Hallo? Hallo, wie geht's dir? Ja, Hamdele Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, na gut. Das war auch schon so ein Englisch, aber okay. Die 500.000 haben wir schon geknackt. Wahnsinn. Danke, Sveti. Ja, Bruder, ich feier dich alles. Ja, wo ich Muslim bin, aber man muss ja eigentlich, man muss eigentlich was akzeptieren, was man sagt. Also man muss nicht so, also solange dass man Ahnung hat, ist von Religion und so, muss man nicht so trotzdem in Schutz nehmen und so. Ach, du bist Muslim? Ja, Bruder. Ach so, also die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Eigentlich da, also bei ein paar Sachen, also bei Sachen hast du recht, ja, also man kann, man, also muss man einfach dazugeben. Also, ja. Dass man so einen Sechsjährigen heiraten oder was weiß ich, ich finde das so komisch. Ja, das ist, der Mohammed ist ja ein zeitlos gültiges Vorbild laut Sure 33, Vers 21. Ja, also, daher reden wir eigentlich über Menschenheit. Also, das hat schon Religion zu tun. Also, ich finde es so komisch, dass man mit einem Kind heiratet. Also, ist egal, ob Moslem, Christen oder was weiß ich. Also, ist ja komisch eigentlich. Ja, und so viele Sachen. Also, es gab ja viele Dinge, also, die so falsch sind, aber trotzdem, man macht Augen zu. Und ich bin ja eigentlich nicht so religiös so groß aufgewachsen, deswegen. Du bist Kurde, ne? Ja, Bruder. Hm. Gott sei Dank, ich bin Kurde. Du weißt ja, was die Muslime mit Kurden getan haben, ne? Dass du heute Muslim bist, ne? Genau, und das ist ein Punkt, das uns so enttäuscht als Kurden, weil es ist ja wirklich traurig, weil, also, wenn es um uns geht, dann sagen die ja, okay, die sind ja Kurden. Dieser Bruder, der Türke, es war ja so komisch von ihm, dass er sagt, ja, also Araber und keine Ahnung und so, ich glaube, also in unserer Religion steht, es gab keinen Unterschied zwischen den und den und den. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber also das sozusagen, es gab keinen Unterschied zwischen Araber, Türken, was weiß ich, uns versammelt eine Religion. Also es ist ja egal, wer du bist und wie du bist und was für ein Haut du hast. Also, ja, aber was ist das denn für eine Religion, die euch vereint, wo deine Vorfahren unter Leid den Islam annehmen mussten? Was ist das für eine Religion? Ist genau, und deswegen, wenn wir so als Kurden so Beispiel, also ich unterstütze keine den und den, so, ich glaube, du hast mich verstanden. Aber wie kannst du denn über deine Lippen bringen, dass du überhaupt Muslim bist, obwohl deine Vorfahren gegen Muslime angekämpft haben und sie versucht haben aufzuhalten? Verstehst du? Ja, ich weiß. Trotzdem, wir werden immer Kuffar und so weiter genannt, als Kurden oder so. Ja, also, dann kannst du ja sowieso rauskommen, weil du ja ganz genau weißt, dass deine Vorfahren allesamt nackentherapiert wurden und die dich sowieso als Kuffar betiteln. Da rette doch deine Seele und komm zum Herrn Jesus Christus und bereue deine Schuld vor ihm. Es ist ja, also, wie soll ich dir das sagen, Bruder? Man muss so sich richtig erstmal informieren, man muss so mit Herz das machen. Guck mal, ich bin eine, die so, also solange das nicht mit Herz ist, dann mache ich nicht so, weil man kann, also in Religion kann man nicht Spaß machen und so, weißt du? Ja. Deswegen, also man muss erstmal so bereit sein, damit man den richtigen Weg findet. Also man muss erstmal mit der Zeit, ich bin ja immer noch 25, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, um so klar zu kommen oder den richtigen Weg zu finden. Ich möchte dir mal was Schönes vorlesen, mein Lieber, danke, wenn ich darf. Mein Cousin. Guck danke mal. Dir auch. Das ist aus der Bibel, guck. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe.
Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben, siehst du? Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben und Tat des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von... Was die letztes paar Jahre, eigentlich so seit Jahren, was ist passiert zwischen uns als Muslime, man muss eigentlich zugeben. Also man muss zugeben. Also die Wahrheit muss man einfach sagen. Was bei uns abgeht, bei Muslimen und so. Also warum sind wir so... als Weil ihr nicht die Liebe Gottes in euch habt. Merkt ihr das jetzt? Merkst du das jetzt? Diese Leute haben überhaupt gar keine Liebe füreinander. Diese Leute sind sich nur am Bekriegen. Die machen Takfir aufeinander und dann nehmen sie das Besitz und die Frau und Kinder von den anderen Gruppierungen weg. Die sind verrückt geworden, Mann. Weil sie Gott nicht erkannt haben. Was habe ich zu Anfang erzählt? Guck mal hier. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Diese Leute sind nicht aus Gott. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Mohammed, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist, dass Gott Mensch wurde, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Siehst du, was die Bibel uns für Kriterien setzt? Dass wir den Geist des Irrtums erkennen und den Geist der Wahrheit. Wer lehnt denn so wahrhaftig Vater, Sohn ab? Der Islam. Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, es gibt keinen Vater, es gibt keinen Sohn, es gibt keinen Heiligen Geist, so. Obwohl die Bibel voll davon ist. Das ist das Problem, was wir haben. Die Muslime verstehen ja gar nicht, in was für eine Religion die da reingekommen sind. Die Bibel sagt uns, dass es die antichristlichste Religion ist der gesamten Welt. Warum hast du dich denn gestummt? Ja, Bruder, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Verstehst du? Ja, ich höre dich. Ja, ich habe einen Anruf bekommen. Also. Ja. Ja, also. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Du wirst eines Tages in den Tod gehen. Habib. Oder wie sagt ihr, Bruder? Du wirst eines Tages in den Tod gehen und dann wirst du nicht mit deiner Familie oder irgendwas da stehen. Du wirst alleine vor Gott stehen. Genau. Inshallah, jeder von uns findet den richtigen Zweck. Ich bete, dass du Jesus Christus findest, der dich liebt. Danke für dir auch und deine Familie, inshallah. Okay, mach's gut. Ja, möge der Herr Ihnen die Augen öffnen. Amen. Ich liebe Jesus Christus. Amen. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott, wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut. Wie alt war Rebecca? Laut theologischer Auslegung ungefähr 18 bis 20 Jahre alt. Okay. Wie alt war also, das? Warum lügt Allah? Wie alt war denn Aisha? Was? Wie alt war denn Aisha bei der Eheschließung? Ja, 6. Findest du das schön, dass ein 53-jähriger Mann ein 6-jähriges Kind anfasst? Ja, nein. Sehr gut, du hast ein sehr gutes Herz. Nein, das ist nicht schön. Ja, aber damals war es normal.
Okay, ich frage dich eine ganz normale Frage. Wenn du damals leben würdest, würdest du eine Sechsjährige anfassen? Ja, wenn es in dieser Zeit normal wäre. Habt ihr das gesehen, ihr Lieben, was der Islam mit seinem Gehirn macht? Damals, okay, ist kein Problem, Sechsjährige anzufassen. Du müsstest auch gucken, wie lang damals die Lebenserwartung war. Reden wir gerade über das Alter, wo man heiratet, oder Lebenserwartung? Ja, du bist mit 20 gestorben damals, dann. Mit 20 ist man gestorben. Ja, ungefähr so. Die Lebenserwartung war schon. Was erzählst du da für einen Blödsinn, Mann? Was macht der Islam mit deinem Gehirn? Was macht der Islam mit deinem Gehirn? Nur noch entsetzt. Nur noch entsetzt, echt. Es ist einfach so krank. Zur damaligen Zeit, okay. Ich heirate ein sechsjähriges Kind, aber heute nicht mehr. Obwohl Mohammed das zeitlos gültige Vorbild ist. Sie wissen es alle, dass das schlecht ist, schrecklich ist. Ich habe viel. Oh, guten Tag. Ich habe an alle Muslime eine Frage. Woher kam dieser zweite Jesus her? Woher? Es kommt doch keine zweite Kopie. Zack. Mohammed hat mit Magie gemacht. Zack, zack. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen, Reject. Dankeschön. Ich bin. Das ist nicht mehr normal. Moin. 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 Gott segne dich, Bruder. Moin. Ja, du auch, Mann. Zu dem. Danke. Zu dem. Wie soll ich sagen? Zu dem Wunder. Kinderanfasser Ja. zuvor. Wie kann es denn sein, dass, selbst wenn er sagt, ja, das war normal zu der Zeit, weshalb gibt es denn keine gültige Überlieferung, dass es irgendjemand anders gemacht hat in der Zeit? Ja, richtig. Und das Krasse ist, wenn jemand so zeigt, dass jemand irgendwie Kleinkinder geheiratet hat, dann wollen sie das ja gleichsetzen mit dem besten Menschen der Welt. Das heißt, Mohammed ist ja laut euch der beste Mensch der Welt. Das heißt, derjenige, der ein Kind geheiratet hat, ist auch dann der beste Mensch der Welt, weil er das getan hat. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Woher kommt eigentlich diese Ignoranz so der Wahrheit gegenüber? Das ist so schlimm. Wenn es irgendwelche ekelhaften Menschen gibt der damaligen Zeit, die sowas getan haben, dann benennen wir das Kind beim Namen und sagen, es ist schlecht gewesen. Ja. Würdest du das gleich auch mit deinem Propheten machen? Das musst du die Muslime fragen. Dann sagen die, nein, um Gottes Willen, bei Mohammed ist es was anderes. Ja, aber wie? Ihr Ja, ist bittet okay. die besten Menschen der Welt. Ja, dann sind diese Leute, die Kinder angefasst haben, auch die besten Menschen der Welt. Ja, man, ich glaube, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man liest auf jeden Fall eine Geschichte, wo Abdullah mit Mohammed zusammen den Tag verbringt und Abdullah möchte dann nach Hause gehen und sagt, ja, warum möchtest du denn jetzt so schnell nach Hause? Ja, ich habe frisch geheiratet, ich möchte meine Frau sehen. Und dann fragt ihn, was für eine Art von Frau hast du denn genommen? Genau, Eine ein bereits älteres. verheiratete oder eine Ein kleines Kind. jungfräuliche? Nee, ein kleines Kind. Der sagt, hast du eine Ja. ältere Matron geheiratet, eine ältere, oder hast du ein Kind geheiratet, so, die mit dir Ja. spielen kann und du mit ihr? Genau, warum, dass du mit ihr Spaß haben kannst und sie mit ihr. Das ist heftig. Der Hadith zeigt, Da merkt man wie erst, heftig wie, das ist. das war ja quasi ein Pädophiler. Ja, deutet alles darauf hin, ne? Wenn dich jemand dazu Ja. animiert, ein Kleinkind zu heiraten, dann weißt du schon, wo die Reise hingeht, ne? Unvorstellbar. Wenn Leute sowas sagen würden, ja, guck mal, sowas steht in der Bibel, das ist ja unfassbar. Da wird doch auch jeder normal Denkende würde sagen, ja, okay, das ist schon außergewöhnlich, dass das da noch nicht steht. Aber man kann die Leute irgendwie nicht belehren, Ich ne? suche Naja. gerade den Hadith, damit ich den Muslimen das zeige. Das ist heftig. War das nicht 69 sogar? Virgin, so that she might play with you. Genau, you can have sport with her. Licking, warte mal ganz kurz, da gibt es einen ganz besonderen, der das genau darauf hindeutet.
Mit diesem Urgent. Mal schauen, das. Warte mal. Why didn't you marry a young girl? Ja, hier ist das, da ist das. Virgin. Nee, young girl, ein junges Mädchen. Das du streichelst, fondle with you. Guck dir das mal bitte an, das ist so geisteskrank. Wenn das doch normal ist, warum hat denn Abdullah nicht auch jemand Junges genommen? Also wenn ja, das genau. Ja, genau. Wo finden wir das? Das ist Sahih al-Bukhari 4052. Und die heißt es? Der Gesandte Allah sagte zu mir, hast du geheiratet, O Jabir? Ich antwortete ja. Er fragte, was? Eine Jungfrau oder eine Ältere? Ich antwortete, keine Jungfrau, sondern eine Ältere. Also eine junge Frau oder eine Ältere? Vielleicht schon verheiratete, ja. Genau. Er sagte, warum hast du nicht ein junges Mädchen geheiratet, das dich gern gestreichelt hätte? Stell dir jetzt mal vor, das würde in der Bibel stehen. Stell dir mal vor, der Mohammed würde leben und der würde die Muslime so beraten. Hey, warum hast du so eine Ältere geheiratet? Warum nimmst du nicht ein kleines Mädchen, das dich streichelt und du sie streichelst? Ist das zu fassen? Geheiratet, das dich gerne gestreichelt hätte. Ich antwortete, oh Gesandter Allahs, mein Vater erlitt am Uhud-Tag den Märtyrertod und unterließ 9 Waisentöchter, die meine 9 Schwestern sind. Deshalb hätte ich gerne ein weiteres junges Mädchen in ihrem Alter gehabt. Aber ich wollte eine ältere Frau, die ihre Haare kämmt. Guck mal, wie herzlich der Mann ist. Wie bösartig Mohammed ist und wie herzlich der Mann ist. Der sagte, ja, Rasulallah, ich wollte kein kleines Mädchen heiraten. Ich wollte eine ältere Frau heiraten, die reif sozusagen ist. Ja. Sich um unsere Sachen kümmern könnte. Ja. Ja. Zum Glück wurde er vergiftet im Endeffekt, weil er kein Prophet war, wie die Jüdin, ne, es gesagt hat. Ja. Wärst du nur ein König, würde dieses Gift dich töten. Du bist ein wahrer Prophet, hätte dieses Gift dir nichts angetan. Das ist lustig. Er sagt dann, die essen noch dieses Lamm und dann sagt sein, mit dem der gerade ist, mir fällt gerade nicht der Name ein, mit dem er gerade ist, er sagt, das Lamm schmeckt aber komisch. Und dann eine Sekunde später sagt man mit, ich bekomme gerade eine Offenbarung herabgesandt. Ja, nachdem er gegessen hat. Eventuell vergiftet. Ja, nachdem er gegessen hat. Ein Blaumeier. Ja. Also naja. Der Hadith von eben steht in Bukhari 4052. Da können die Leute mal bitte hier reinschreiben und dann habt ihr das. Ne? 4052. Ja. Sei ha! Hasai Bukhari 4052. Aber da merkt man, wie zurückgeblieben er eigentlich ist, weil die Dame, die es war ja eine Jüdin, das sieht man dann aus anderen Erzählungen, die Dame war eine Jüdin und Mohammed und seine Gefolgschaft hatte sie und ihre Familie umgebracht. Sie hat ihnen dann Essen gekocht und er isst das Essen von einer Frau, dessen Familie er umgebracht hat. Ja, Entschuldigung. 4052, Leute, ihr müsst schon zuhören. Der eine schreibt 6052, der andere 40 Doppelpunkt 52. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nein! Das ist heftig. Sahih al-Bukhari 4052, 4052, Leute. Komm. Nun gut, haben wir genug gelacht. Alles klar, Gott segne dich und deine Familie. Ja, bis dahin, ciao, ciao. Ihr müsst schon zuhören und das richtig hinschreiben. Ja, jetzt ist richtig. 4052, nicht 4042. 4052. Bruder, da steht ganz andere, wie du gesagt hast. Ja, ganz anders. Ich hab das doch hier vor mir. Hör auf, so einen Blödsinn zu erzählen, ey. Sahih Bukhari 4052. Kamelogin 4052. Aber echt. Ja. Dankeschön, danke dir. Gott segne auch euch. Hallo, Arno, mein Bruder. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, mein Bruder. Dankeschön. Ich habe nur eine ganz kurze Frage, dann bin ich auch wieder raus. Ja. Und zwar hatte ich gestern oder vorgestern eine Debatte gesehen, das ging auch um deinen Bruder Reza. Und da war ein anderer Kollege drin. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt Maurice oder Mausay oder so.
Das ist auch ein Bruder von uns. Und da ging es darum, dass dieser Mausey an die AfD glaubt. Und ich wollte fragen, ist es richtig, wenn man jetzt einer, der an die AfD glaubt, das Heil abzusprechen, wenn er wiedergeboren ist? Das ist eine schwierige Frage, aber du musst der Welt abgestorben sein und hast nichts mit dieser Welt zu tun. Das heißt, was willst du denn mit Politik und so? Weißt du, dass das alles in den Händen des Herrn liegt? Ja, genau. Aber die Frage ist halt, ob man... Das ist schon ein komisches Zeichen für einen Christen, der jetzt zu Parteien hingeht, um irgendwas zu verändern. Liegt denn nicht alles in der Hand des Herrn? Hat der Herr gesagt, du sollst Parteien wählen oder zur Politik gehen, zur Politik? Hat Apostel Paulus Politik betrieben? Nein. Haben die Apostel Politik betrieben? Nein. Die haben das Evangelium verkündigt. Ja, genau, richtig. So ist das. Also muss sich jeder Christ von dieser Welt lossagen und dem Herrn nachfolgen. Ganz einfache Kiste. Und sich jeder Obrigkeit unterordnen, die über ihn herrscht. Und nicht zur Obrigkeit werden oder Obrigkeit machen oder was auch immer. Verstehst du? Das muss sich jeder fragen. Was habe ich denn mit dieser Welt zu tun? Bin ich nicht dieser Welt abgestorben? Ja, ja. Ich bin mit Christus gestorben und bin mit Christus auferstanden. Richtig? Richtig. So sagt der Apostel Paulus. Das ist nicht falsch, wenn zum Beispiel AfD an die Macht kommt, sollten wir Christen rebellieren? Nein, wir müssen uns der AfD unterordnen, ganz einfach. Wenn die Grünen an die Macht sind, oder die SPD oder CDU oder was auch immer an die Macht kommt, müssen wir rebellieren oder uns gegen unterordnen? Unterordnen, ne? So einfach sieht's aus, Römer 13. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist. Wir als Christen sind aus der Welt raus und sind nur noch am Evangelisieren. Das ist unser Leben geworden. Ich lebe ja mein Leben nicht mehr, wie was ich vorher gelebt habe. Ich mache ja diesen Dienst, den ich die ganze Zeit für den Herrn mache. Verstehst du? Mhm. Ich habe nichts mit dieser Welt eigentlich mehr zu tun. Muss damit jederzeit rechnen, dass irgendein Muslim bereit ist, mich in die Ewigkeit zu schicken. Aber ich habe meinen Dienst dann getan. Fertig, aus. Ich habe sehr viele Menschen aufgeklärt über diese Sekte und habe sehr viele Menschen die Augen geöffnet. Und ja, so einfach ist das, ne? Ja, die Frage ist aber halt nur, was ich mich halt frage, wann es nötig ist zu sagen, also jemanden zu sagen, das Heil abzusprechen. Weil das ist halt die wichtige Frage, was ich dich eigentlich auch fragen wollte. Und ob du dafür befugt bist, sage ich mal jetzt, das Heil abzusprechen zu dürfen. Befugt nicht, aber du siehst ja, dass anhand vieler Kriterien wir natürlich richten dürfen, so wie der Apostel Paulus sagt, was habe ich die zu richten, die außerhalb sind? Sollen wir nicht die richten, die innerhalb sind? Und wenn auf einmal Leute reinkommen und anfangen, da irgendwas zu verändern, warum geht denn überhaupt ein Christ wählen? Weil er eine Veränderung haben will. Verstehst du? Obwohl er ganz genau weiß, dass es alles in der Hand des Herrn liegt. Genau. Er ist nur der Lenker, Leiter, alles und der Herrscher. Genau, also ich bin da voll dagegen, dass man jemanden das Heil abspricht, deswegen das wollte ich nur nochmal hinzufügen. Ich für meinen Teil würde es nicht machen, aber es ist schon eine Art, wie soll ich das ausdrücken, dass derjenige, der sowas macht, warum will er das denn machen? Warum geht er dorthin, um irgendwas zu wählen? Was hat er denn davon? Will er irgendwas verändern? Will er irgendwie die Apokalypse aufhalten des Herrn Jesus Christus oder wie? Das geht ja nicht, ne? Das geht ja nicht, das musst du dich mal fragen. Also, ein Christ würde sowas doch nicht tun. Ja, richtig. Das ist das. Ja. Ja, es ist halt wirklich eine schwierige Frage. Ich sehe das auch an manchen anderen, die ich die Frage so gestellt habe. Weißt du warum? Ich sage dir warum. Weil sehr viele Christen Angst haben vor dem Islam. Und das ist auch berechtigt. Sehr viele Menschen haben große Angst vor dem Islam, weil wie die Muslime die Andersgläubigen behandeln, wenn sie die Oberhand gewinnen. Verstehst du? Wenn sie immer mehr werden, natürlich kriegt der ein oder andere Schiss vor dieser Religion. Ja, genau. Weil diese Religion, ja, wir müssen ja nur in die Mehrheitsgesellschaft der Muslime gucken. Wie gehen sie da mit Andersgläubigen um? Ja. Wie gehen sie mit denen um? Von einer weltlichen Perspektive kann man die Leute ja verstehen, dass sie zu Parteien rennen, die das Ganze versuchen aufzuhalten. Ist doch klar. Ja, aber es steht ja auch in der Schrift, dass sie irgendwann die Mehrheit bekommen werden. Und wenn sich das nicht erfüllt, dann, das ist ja auch gegen der Bibel, wenn sich das jetzt nicht erfüllt. Es wird ja irgendwann so passieren, dass die eine Religion ist, ich weiß jetzt nicht genau welche, es kann auch der Islam sein, höchstwahrscheinlich, dass die an Überhand gewinnen. Und so steht es ja auch in der Schrift, muss man da auf jeden Fall dazu sagen, ne? Ja, der Herr Jesus Christus hat ja nicht umsonst diese Religion hingebracht, um diese abgefallene Passchristenheit etwas mitzugeben, ne? Der Herr hat immer sein Volk bestraft, sobald es untreu geworden ist. Das sehen wir auch im Alten Testament.
Das ist das Problem, was die Leute nicht verstehen wollen, weil sie abgefallen sind alle vom Herrn, genau, und andere bösartige Wege gegangen sind. Dann dürfen sie sich auch nicht wundern, dass sich Religion auf einmal hier breit machen. Genau. Das ist das. Und die Leute verstehen auch nicht, was das eigentlich für eine Religion ist. Ne? Die breite Masse ist ja verloren. Die breite Masse ist verloren, auf jeden Fall. Ami, ich habe noch eine Frage. Und zwar ist mein Bruder auch in einer Pfingstergemeinde, ne? Und ich weiß jetzt nicht selber, ob er jetzt Zungensprache macht, ne? Also das kann ich selber nicht sagen. Also ich habe es noch nie gesehen. Aber ich wollte mal deine Meinung dazu hören, wie du darüber denkst. Zungensprache? Ja, allgemein, also als Pfingster, so also charismatische Erfahrungen oder so weiter. Also ich halte überhaupt gar nichts von diesen Zungensprache-Zeugs und sowas, ne? Diese Balla Balla Gala Jala Balla und sowas. Ja, ich empfehle dir, da rauszugehen aus so einer Gemeinde und im Abstand zu bleiben. Also ich meine, dein Bruder, der soll da rausgehen aus solchen Gemeinden, die da rumzappeln und rumalbern und Chaos da bilden, ne? Ja, das ist ja, wie es manchmal bei denen da abgeht in den Gemeinden. Das ist sehr heftig, also sehr chaotisch. Auch dieses Gebet, was die da, wie die da so beten. Ja, so voll, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist halt so aufgebaut auf Gefühlen, würde ich sagen. Also die gehen eher ihren Gefühlen als wirklich den Glauben hinterher. Und das ist halt das auch das Problem, ne? Ja, also die müssen da vorsichtig sein. Das ist nämlich ein neuzeitlicher Geist, der sich da in den Gemeinden eingeschlichen hat. Und sie versuchen so ein bisschen weltlich mit biblisch zu so vermischen, so, ne? Das ist das. Ja, ja. Um aus Gottesdienst dann so ein, weiß ich nicht, Diskothek zu machen oder was, so kommt es mir so vor. Ja, also mir ist auch so vorgekommen, also die fallen ja manche Leute fallen ja auch um und so weiter. Und das finde ich wirklich Schwachsinn, ne? Weil wieso sollte man sowas denn machen? Also wieso sollte einer zum Beispiel seine Hand auf seine Schulter machen und sagen, dir geht's morgen besser, obwohl es gar nicht so ist, höchstwahrscheinlich. Ne? Falsche Prophezeiung, falsche Prophetie. Der allerheftigste sind ja die in Amerika, die da die ganzen Stadien füllen. Da haben wir schon sehr oft darüber geredet. Das ist dieser Benny Hinn und diese ganzen charismatischen Leute, die da mit der Jacke rumwedeln und die Leute da einen nach dem anderen verprügeln mit der Jacke. Und die fallen da alle rum nacheinander, wie so Dominosteine. Das ist heftig. Ja. Joyce Meyer, genau hier. Joyce Meyer, auch eine. Sehr gefährlich, diese falsche Prophetin. Ja, siehst du? Die lehren ein etwas ganz, ganz Bösartiges und Falsches, ne? Das hat nichts mehr mit der Bibel zu tun. Ja, aber viele wollen solche Predigten hören, ne? Das ist das. Sie suchen sich nach ihren eigenen gelüsten Lehrer, so heißt es auch in der Bibel. Weil sie die gesunde Lehre ja gar nicht mehr ertragen. Verstehst du? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich eine Verführerin, davon gehe ich sehr stark aus. Ja, vielleicht ist sie auch so eine Al-Ekrimbic-Fetischistin, weiß man ja gar nicht. Vielleicht möchte sie ja ab und zu mal Al-Ekrimbic machen. Sie trägt auch Pullover mit umgedrehten Kreuze da drauf. Das habe ich auch gesehen. Ja, und da haben die Christen nichts dagegen, anstatt sich zu denken, ey, warte mal, bist du für Jesus oder gegen Jesus oder was? Und die Leute checken gar nichts. Ja. Naja, Jesus Christus über das richten. Ich bin nicht der Richter. Ich kann nur meine Sichtweise wiedergeben. Der Herr Jesus Christus wird am Ende gerecht richten. Und das ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, um gerecht zu richten. Amen. 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 Auf jeden Fall wollte ich dir noch sagen, dass du das sehr gut machst. Ich kann niemals in die Herzen der Leute sehen. Das kann ja nur der Herr Jesus. Am Ende wird er dann entscheiden, wer wahrhaftig wiedergeborenes Kind Gottes war oder wer nicht. Nur er kennt ja alle unsere Herzen, verstehst du? Er wird dann gerecht richten. Amen. Wir können natürlich hier und da etwas sagen, aber am Ende wirst du sehen, der Herr Jesus Christus wird dann ihm sagen, ob du gerettet bist oder nicht, oder zu denen gehörst, die sagen, mein Herr, Herr, aber ihn nie gekannt haben. Ne? Deswegen, manche verstehen auch meinen Bruder falsch. Mein Bruder will, dass die Leute, die ihm zuhören, aus der breiten Masse rauskommen und sich auf dem schmalen Weg befinden, wo nur wenige sich drauf befinden. Und die Leute denken, mein Bruder will sie alle in die Hölle schicken, das Heil absprechen und so. Nein, er will, dass die Leute sensibilisiert sind auf diese ganzen Irrlehren, die die sich breit machen, um die Gläubigen so zu reißen. Ne? Der Satan ist ja wie ein brüllender Löwe, der umhereilt, um die Menschen zu zerschlingen, wenn er kann. Verstehst du? Und wenn jemand unvorsichtig ist, dann hat der Satan ihn. Verstehst du? Durch solche neuzeitlichen, verführerischen Irrlehren. Ne? Das ist das.
Ich will auch nicht deinen Bruder irgendwie so anmaßen, dass er jetzt irgendwie in das Heil abspricht. Ich war halt nur nicht seiner Meinung in dem Sinne, weil, als er gesagt hat, dass er nicht gerettet ist, obwohl nur, dass er an die AfD glaubt und nicht gerettet wäre. Das ist halt das Problem gewesen, was ich gesagt habe. Aber ansonsten mag ich deinen Bruder auch, genau wie dich, ne? Also ihr beide seid sehr, sehr, sehr sympathische Leute und verkündet das Evangelium sehr gut. Deswegen, ihr seid sehr gut dabei. Also ich habe auch nichts gegen euch, ne? Und ich finde, bitte? Ich habe gegen niemanden hier auf TikTok etwas. Soll jeder das machen, was er für richtig hält. Am Ende wird der Jesus Christus das entscheiden. Will der eine jetzt dem anderen sagen, oh, du hast aber Sünden oder was? Sind wir jetzt so weit gekommen? Der eine hat doch diese Sünde, der andere hat diese Sünde. Ich käme niemals auf den Gedanken zu sagen, mit dem Finger zu sagen, ey, du hast aber voll die Sünde, so, weißt du? Yeah, wenn es um die Lehre geht, ja, okay, da können wir über die Lehre reden. Da kann man gerne darüber sprechen. Aber willst du jetzt jemanden, der... Du bist doch selber Sünder und dann klagst du jemanden an, weil er auch Sünder ist. Wie bescheuert muss man sein? Ja, genau. Also man kann einen ermahnen, ne? So steht es ja auch in der Schrift, dass man welche ermahnen kann. Ja, okay, kein Problem, ist ja kein Thema. Aber dass du mit Finger auf andere zeigst, wo auf einmal 10 Finger auf dich dann zeigen, so, verstehst du? Mach ich nicht. Ich weiß doch, jeder von uns ist ein Sünder. Der eine macht mehr, der andere weniger. Jeder von uns Einzelne. Denn in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Die Sünde beherrscht mich, so wie der Apostel Paulus sagt. Ja, genau. Genau. Amen. Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Okay, schon, ich freue mich sehr, dass ich bei dir auch mal live gewesen bin. Ich Gottes Segen, mein Lieber. Ja, dir auch. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Was ist das denn, Comedy Squad? Hallo? Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Hey, jetzt muss dem Gott segne dich und deine Familie. Und zwar habe ich mal eine Frage. Ja. Wie bist du eigentlich, du bist ja muslimisch aufgewachsen, oder? Ja, genau, in einer islamischen Familie. Wie bist du damals drauf gekommen, den Glauben zu wechseln, beziehungsweise den Christentum anzunehmen? Weil ich zum Beispiel denke mir immer, ich bin Aramäer, kennst du ja bestimmt, wir sprechen die Sprache Jesus. Da denke ich immer, habe ich auch die Diskussion mit meinem Papa einmal geführt, dass wir halt, wenn wir in einer islamischen Familie aufwachsen würden, wir halt auch nicht konvertieren würden, bin ich dir ehrlich, weil wir werden ja auch so erzogen. Verstehst du, was ich meine? Wie bist du damals auf die Idee gekommen, den Christentum anzunehmen? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht um meine Ewigkeit. Ne? Ich wollte herausfinden, ob der Islam den kritischen Punkten standhält, die ich an ihn stelle, ne? Du kannst ja nicht einfach blind irgendwas glauben, ne? Du musst ja alles kritisch betrachten. Ich war immer schon so ein kritischer Geist. Und dann habe ich natürlich den Islam auf den Prüfstand gestellt und wollte herausfinden, ob der Islam überhaupt diesen ganzen Punkten standhält. Ne? Und dann merkst du, dass der Islam in allen Teilen auseinanderfliegt. Ne? Und dann merkst du, dass der Islam nur Lügen erzählt über die Bibel, den Herrn Jesus Christus runterbuttert, die Kreuzigung leugnet, die Message der Vergebung, ne? Allah dreht also sozusagen das Kreuz um und leugnet die Kreuzigung, damit die Menschen alle verloren gehen, ne? Das ist das Problem. Und dann, wenn du aus einer historischen Perspektive das Ganze betrachtest, merkst du eigentlich, dass die Historiker eindeutig bezeugen, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und dann guckst du dir das Ganze an, was Allah da am Kreuz macht, und du kriegst das Grauen. Er ist also wie so ein Magier, zaubert jemand Ähnliches wie Jesus Christus. Christus steht also daneben, also der Isa, dieser Jesus aus dem Koran, steht daneben, sieht, wie der jemand anderes für ihn stirbt. Und der Allah betrügt also die ganzen Beteiligten, lässt es so aussehen, als würde Jesus dort hängen. Die glauben an das, weil der Jesus da hängt, wartet 600 Jahre, schickt auf einmal einen Propheten namens Mohammed, der alles auf einmal leugnet. Ja. Und dann schickt er auf einmal die Leute, die an der Kreuzigung geglaubt haben, alle in die Hölle, und 600 Jahre alles vorbei. Wo sind die Leute alle hingegangen? Ja, verstehst du? Man fragt sich, sind wir alle wahnsinnig geworden oder was? Was ist das überhaupt für eine Lehre? Machen wir aus Gott einen Magier oder was? Ein Täuscher, ein Betrüger, ein Teufel oder wie? Also hier ist eben irgendwas Bösartiges ist hier im Spiel. Und dann merkst du auf einmal, dass Allah selber sagt, ich bin der beste Listenschmied. Verstehst du? In Sure 3, Vers 54. Und sie schmieden eine List und Allah schmiedete eine List. Und Allah ist der beste Listenschmied. Ja, und dann kriegst du natürlich das Grauen, ne? Weil der Satan in der Bibel als der Listigste beschrieben wird. Ne? So ist das. Ja, ich verstehe. Und zwar habe ich da noch eine letzte Frage. Manchmal werde ich halt so gefragt, ich habe gerade den Vers in der Bibel vergessen, wo Jesus sagt, er kennt die letzte Stunde nicht. Also falls das auch so ist, ich habe gerade vergessen, wie der Vers macht. Markus 13, 32, das ist die berühmteste Stelle, wo der Herr gefragt wird,
wann ist der Tag der Auferstehung? Da sagt er, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, sondern nur der Vater. Weil der Herr Jesus Christus ja Mensch geworden ist, hat er seine Herrlichkeit abgelegt und kam als ein menschliches Wesen auf die Erde und wurde auch wie die Menschen, verstehst du? Und hat seine Allwissenheit, Allmacht, alles abgelegt. Und das Wort finden wir zum Beispiel in 2. Philipper Kapitel 6, Vers 11. Philipper Kapitel 2, Vers 6 bis 11, so. Und da sagt der Apostel Paulus, dass der Herr Jesus Christus sich entäußert hat, aber er in der Gestalt Gottes war und sein, also diese völlige Entäußerung stattfand und der Herr Jesus Christus Mensch wurde, sein göttliches Kleid auszog und seine Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit alles abgelegt hat und als ein menschliches Wesen auf diese Erde gekommen ist. Siehst du? Und dann steht ja auch in der Bibel, dass er an Weisheit zugewonnen hat. Verstehst du? Gott braucht ja nicht an Weisheit zugewinnen. Der Mensch Jesus Christus ist geboren und dann ist er aufgewachsen und dann hat er die Mission des Vaters begonnen, als der Heilige Geist auf ihn kam wie eine Taube. Und der Herr, der Vater sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Ja, okay, vielen Dank. Das war auch meine letzte Frage. Gott segne dich und deine Familie und ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann mal wieder. Gottes Segen, mein Lieben. Ciao. Tschüss. Boah, wir haben schon 6 Uhr. Wie lange bin ich schon live? Zu lange. Man verliert schon langsam den Bezug zur Zeit. Was geht? Nicht viel, bei dir? Auch nicht gesund. Ich habe ein paar Fragen an dich. Also die erste Frage, ich bin halt ohne Bekenntnis sozusagen. So, bei mir, ich glaube an nichts, halt schon an was Mächtiges, aber nicht so halt so an einer Religion. Und ich wollte fragen, wie hat Jesus gebetet? Weil ich sehe ja bei den Kirchen oder trotzdem meine Kollegen, so die Christen sind, die beten ja mit den Stirn auf dem Boden. Und ein paar knien sich hin, kreuzen die Arme. Also wie genau betet man? Es gibt verschiedene Gebetspositionen. Der Herr Jesus Christus hat manchmal im Stehen gebetet. Er ist auf den Boden gefallen mit seinem Angesicht zu Boden, hat gebetet. Die Christen sind da frei. Sie können beten, wie sie möchten. Das Wichtigste ist, dass dein Herz zum Herrn ruft. Das ist das. Ah, okay. Also sozusagen. Im Islam ist es ja so, dass du gewisse Gebetseinhaltungen einhalten muss. Also du musst quasi sagen, Allahu Akbar, und dann gehst du in die Gebetshaltung, also diese gewissen Gebetshaltungen, aber die finden wir nicht in der Bibel, verstehst du? Ja, verständlich. Und das heißt lange nicht, dass jeder, der auf seinem Angesicht zu Boden fällt, ein Muslim ist. Es gibt ja auch Buddhisten, Hinduisten, die auch mit dem Angesicht zu Boden fallen und zu ihrem Gott beten. Natürlich. Und noch eine Frage, jetzt zum Beispiel, warum verabscheumst du so den Islam? Ich verstehe es. Ich verstehe es komplett, was du da sagst. Aber auch, es steht auch nicht in der Bibel, dass man die Religionen respektieren müssen. Weil ich habe auch muslimische Christus. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist dann irgendetwas anderes der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ja, aber du verspottest ja die anderen Religionen zum Beispiel. Es kommt ja keiner zu dir und sagt zum Beispiel irgendwas, okay, es gibt schon Leute, aber die Leute, die einen Verstand im Kopf haben, beleidigen doch dich, doch deine Religion nicht. Die kommen doch nicht und sagen, Jesus ist Schmutz oder sonst irgendwas. Wo habe ich gesagt, irgendwas mit Schmutz? Nein, ich meine andere Leute, die zu dir kommen und das zu dir sagen, weißt du, dass der Jesus Schmutz ist und so weiter. Wenn er der Meinung ist, dass Jesus Schmutz ist, dann muss er das beweisen, wie schmutzig Jesus Christus in der Bibel wäre. Aber er findet sowas ja nicht, weil der Herr Jesus Christus ja rein ist. Wenn ich also sage, guck dir das mal an, was Mohammed da getan hat, dann zeige ich das aus den Schriften und sage, ey, hör mal zu, der Mohammed badet in einem Tümpel, wo tote Hunde, menstruationsbefleckte Klamotten und Müll der Stadt reingeschmissen wurde und ihr habt damit kein Problem? Ja, aber würdest du das machen? Aber ich verstehe das nicht. Ich habe mich halt ein bisschen mit Christentum, Islam und Evangelium. Ich weiß auch nicht, verstehe auch nicht, warum Evangelium und Katholiken und Evangelium gibt's. Warum zwei christliche Arten gibt's? Weiß ich jetzt auch nicht, warum.
Aber ich habe mich halt damit beschäftigt und so Matthäus, Paulus, David und so weiter. Und es gibt ja sehr viele Testamente auch im Christentum. Das Alte Testament, das Neue Testament, Paulus, oder? Also wenn ich mich jetzt nicht falsch... Es gibt nur ein Altes Testament und ein Neues Testament, das war. Ja, aber ist das jetzt das Neue Testament? Es gibt nicht viele Testamente. Ja, ist das jetzt das Neue Testament von den Matthäus? Oder wie der hieß? Du verwechselst das mit Evangelien und Testament. Ja, das verwirrt mich so, weil... Ja, genau. Es gibt vier Evangelien, die den Herrn Jesus Christus auf verschiedene Perspektive beschreiben. Okay. Und dann gibt es das Neue Testament, das die Gottheit des Herrn Jesus Christus, was die Propheten von Gott geredet haben, durch Jesus Christus erfüllt wurde, den Messias. Okay. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Kranker Tipp auf jeden Fall. Okay, I have understand it, baby. Nein, aber weißt ich finde es halt nicht so toll, so was du halt beschmutzt, so den Religion. Ich verstehe es eben, die Sichtweise, die du hast, verstehe ich, aber es hört sich einfach so respektlos an, so gegen anderen Religionen. Es kommt ja auch, du sagst ja auch von Hindus. Würdest du aber auch zu Allah diese Sachen sagen, wenn er zum Beispiel andere Religionen so beleidigt? Jeder Gott ist mächtig. Einen mächtigen Gott. Was für jeder Gott ist mächtig? Ja, Christen denken sowas, Muslime denken so, Götzen denken so. Es sind ja ein paar Götter, oder nicht? Ja, wenn Allah mächtig ist, warum hat er denn zum Beispiel nicht eine Ziege aufhalten können, der sein Wort gerade am Fressen ist? Weil er am Testen war. Er will dich auch testen. Ja, ich danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank für Camelo, genau, weil er am Testen war. Wie stark diese Ziege ist, ne? Er wollte also testen, mal gucken, wie stark diese Ziege ist. Ja, klar. Da kommt dieses Lied direkt. Die Ziege kommt und zerfetzt alles, ey. Ich geh kaputt, ey. Gibt es einen Song, ein Ziegensong? Bruder, sorry, ganz kurz. Also, erstmal Servus, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich wollte nur mal kurz fragen, warum denkst du, dass die Muslime nicht... Warte mal ganz kurz. Guck mal hier, ich habe was gefunden. Dabei denn gleich kommt schon der Rock, die Scheune rockt die Hütte zu frei. Oh, schon das Schaf, gerne Mistkind, jeden ist schon das Schaf! Das ist der Song. Das Schaf, ja genau. Das ist ja heftig. Schauen das Schaf. Warum bin ich nicht eher darauf gekommen, ey? Ja, bitte. Aber auf jeden Fall, ich wollte fragen, warum kritisieren die das, wenn man sagt, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gekreuzigt wurde? Warum kritisieren die das? Warum können die das nicht verstehen, dass es einfach eine symbolische Darstellung, die er halt gemacht hat? Wir verstehen den Liebesakt nicht dahinter. Ne? Ja, die verstehen genau. Nicht, dass Gott aus Liebe heraus eine Entscheidung getroffen hat, Mensch zu werden. Ja. So, den höchsten Liebesakt vollzogen hat, den jemand machen kann. Gott war nicht nur jemand, der bla bla macht, sondern hat es auch bewiesen in Taten. Allah redet einfach nur, dass er der Liebende ist, aber er beweist es gar nicht. Der Gott der Bibel beweist es dadurch, dass er in Form eines Menschen kommt, ein heiliges Leben lebt und am Ende für die Schuld der Menschheit bezahlt. Das ist der Gott, dem ich folge und mein Leben für ihn hingebe. Siehst du? Genau. Und was sie auch nicht verstehen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Lüge über ihn verbreitet hat und alle Leute ziehen mit und sagen, ja, er hat das gemacht. Und der Jesus dann hat sich dann dahingestellt und hat gesagt, ja, okay, es ist so, wie ihr sagt, ich büße dafür, obwohl es nicht stimmt. Aber dadurch, dass ich büße, reinige ich eure Seele damit. Also ich nehme diese Sünde, die ihr getan habt, auf mich. Und ich reinige damit eure Seele. Das verstehen die nicht. Ja, weil sie nicht das Alte Testament lesen, ne? Dass Gott sich selber ankündigt, Mensch zu werden, und zwar der Retter. Der Herr immer wieder sagt, ich werde mein Volk retten, ich werde einen neuen Bund eingehen und mit den Menschen einen neuen Bund schließen.
und werde sie retten vor den Sünden. Zum Beispiel auch Jesaja 53. Dann haben wir auch Jeremia, was war das? Ich glaube, nicht 29. Ich muss nochmal gleich nachgucken. Ich glaube, 34 war das, 1 bis 6 oder so. Na gut, das war Messias. Aber das drückt es halt immer so ein bisschen auf, wenn die irgendwie so das so blind hinstellen, als wenn die dann und dann noch Recht haben wollen. Das regt mich immer voll auf, ne? Irgendwie so. Ja. Das macht mich eigentlich traurig, ehrlich zu sagen, ne? Natürlich macht das einen traurig, ne? Weil die das nicht begreifen wollen, ne? Aber die verstehen den Liebesakt dahinter nicht, ne? Die sehen das dann, Gott sendet seinen Sohn, warum macht er das nicht selber? Er macht das doch selber. Er kommt in Form seines, er kommt im Sohn. So, Gott hat die Form eines Menschen angenommen. Gott, der Sohn, kam und hat halt als Mensch gehandelt, praktisch. Und danach, wie du eben gesagt hast, also, du hast ja eben gesagt, er hat als Mensch gehandelt, indem er nicht wusste, nur, er hat gesagt, nur Gott, der Allmächtige, weiß, wann es soweit ist. Und da hat er auch als Mensch gehandelt, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast. Das will ich damit klarstellen, ne? So. Gott segne dich, ja. Dankeschön, gleichfalls. Okay, ciao. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, der Segen und Frieden des Herrn sei auch mit dir und jedem, der gerade hier zuschaut. Ich hätte eine Frage, mein Bruder. Ja. Ja, du darfst nicht rausgehen, man hört dich nicht. Mich jetzt? Besser? Ja, ja, du darfst nicht rausgehen, sonst hört man dich nicht. Ach so, ich die Menschen, das von du darfst nicht rausgehen. Vom Glauben und Gnade Gottes errettet wurden, weil Jesus ja für unsere Sünden gestorben ist, ne? Ich habe das nicht verstanden, nochmal was? Wir sind ja laut Epheser 2, ich bin mir nicht sicher, habe leider keine Bibel gerade parat, deswegen wollte ich gerade nachschauen, sind wir ja durch Gnade Gottes errettet worden, ne? Richtig. Genau, und zum Beispiel steht ja auch dort, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen verwirrt im Kopf. Ist nicht schlimm, du bist aufgeregt, ist kein Problem. Ja, ich habe sowas immer generell so. Atme einmal tief ein, atme einmal tief aus und dann denkst du an das Schaf, das Allahs Pforte gefressen hat und dann wird das alles wieder gut. Ja, auf jeden Fall habe ich mäßig Angst, dass ich Gott nie so richtig gekannt habe, checkst du, weil mein Leben fühlt sich ja nicht so. Wenn Jesus sagt ja, wenn du mich liebst, dann hältst du an meinen Worten oder hältst du an meinen Aufgaben, okay? Und als Christ versuche ich mein Bestes und ich versuche auch jeden Tag ein guter, kein religiöser Mensch zu sein, sondern einfach nur der Jesus folgt so mäßig. Ne? Und ich liebe ihn aus meinem ganzen Herzen, ich würde alles tun für ihn. Und ich habe halt die Sorge, weil ich es selbst nicht verstehe, ob ich als Christ, wenn ich so vorangehe, mäßig mit dem Epheser 2 durch Gnade, trotz meinen Taten mäßig, nicht errettet bin. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich möchte dir einen Vers geben aus Epheser Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. 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 Der Herr sei mit dir. Ich danke dir für diesen wundervollen Vers. Ich glaube, das hat mir gerade richtig geholfen. Ich liebe dich, Mann. Ich liebe dich und möge der Herr dich für immer und ewig segnen. Und ich hoffe, ich sehe dich irgendwann im Himmel, wenn Amen. Die Zeit kommt. Amen. Lob sei der Herr Jesus Christus. Amen. Gelobt halte mal an Jesus Christus fest. Du kannst niemals aus dir selbst etwas machen. Christus hat alles schon für dich vorbereitet. Du musst nur Ja sagen zu ihm.
Du wirst 100%. Ich bin der festen Überzeugung und ohne ihn würde ich das nie, hätte ich niemals geschafft. So. Amen. 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 Wundervoll. Ja. Okay, mein Kleiner, dann Gottes Segen. Ja, gleichfalls. Ciao. Ja, das sind lebendige Worte, die der Apostel Paulus uns mitgibt, damit wir immer wieder daran denken, dass der Herr Jesus Christus uns gerettet hat, ne? Und wir aus unseren eigenen Werken überhaupt gar nichts machen können, ne? Aber ein Wiedergeborener bringt automatisch Werke, nicht vergessen, ne? Man redet über den Herrn, man möchte natürlich seinen Glauben etwas näher bringen und so, ne? Das sind alles Werke, die dann vollzogen werden. Ne, ein Wiedergeborener, der sofort den Heiligen Geist in sich hat, hat natürlich den Drang, von Jesus zu erzählen, überall irgendetwas zu tun. Das wirst du automatisch machen. Danke, Amir, dass du ihn abgeholt hast. Ja, alle Ehre dem Herrn. Ne? Was für ein Dank gebührt mir denn? Mir, im elenden Sünder. Ja, was gebührt mir denn für eine Ehre? Mir Sünder? Nein. Dem Herrn Jesus Christus gebührt die Ehre. Wir sind nur elende Sünder. Ja. Ist das Aldi Talk oder was? Elem hat Aldi Talk oder habe ich Aldi Talk? Nein, ich glaube, sie die klaut Nachbars Internet. Amirovic. Amirovic, heftigster Name, ne? Amirovic. Amirovic, Dr. Scherer Amirovic. Ich sage Jugu. Amir dann, und der ist nur am Schnarchen, dieser Kleine. Ja! Der macht mir schon meine Ohren hier kaputt. Ey. Hört ihr das auch, wenn er so schnarcht? Was meinst du, was abends los ist? Ich muss die Tür abschließen, damit ich überhaupt schlafen kann. Das ist nicht normal. Das ist ein Frenchie, ist das. Eine kleine Kampfmaschine. Ich glaube, das ist der größte Frenchie, den ich je gesehen habe. Eigentlich sind französische Bulldoggen so 14 Kilo. Diese Monster hier wiegt 20 Kilo. Ey. Ist voll der robuste kleine Kackermann. Ja. 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 Mohammed sagt, killt Hunde. Dr. Sheikh Abu Amir bietet kleinen Hundilis ein Zuhause. Ihr macht genau das Gegenteil. Das ist auch richtig so von Mohammed. In der Hinsicht machen wir machen alles im Gegenteil von ihm. Der süße Fratz. Ja, genau. Der ist ein ganz, ganz süßes. Das ist ein Sweetie. Das ist eine Sweetie. Ja, ich hab den von klein auf, ja. Ja, Dr. Scherer, aber mir ist ein richtiger Hunde-Daddy. Ja, ich kümmere mich so ein bisschen, ne, um den Kleinen hier. Der Kleine, das ist schon riesig. Ihm geht es prima nicht. Ja, der schläft den ganzen Tag. Du weißt ja, ich glaube, Bulldoggen schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Das ist nicht normal. Ja, was ist los mit den Leuten? Haben die alle Internet vom Nachbarn oder was? Was ist denn da los? Das ist nichts normal. Jetzt ein R. Hallo? Hallo, mein lieber Gott, wir sind deine Familie. Wünsche ich dir und deiner Familie genauso. Ich habe eine kurze Frage, und zwar die Übersetzung von der Bibel, welche liest du? Schlachter 2000. Wie viele Bücher hat die? 66. Weil es gibt ja auch eine Übersetzung, die hat 74 Bücher. Das ist die Bibel der Orthodoxen. Die haben noch Apokryphen und deuterokanonische Schriften da drin, ne, die nicht biblisch sind. Orthodoxen haben noch mehr, oder nicht? 78? Ich weiß nicht, wie viele die haben, aber
Die 66 sind die kanonischen Bücher der Bibel. Und was ist mit der Übersetzung, die 74 hat? Was hältst du von der? Ich halte überhaupt nichts von der, von orthodoxe Bibel oder die katholische mit den 73 Büchern. Wir haben noch Apokryphen aufgenommen, wie ich dir das gerade gesagt habe. Deuterung kanonische Schriften. Nicht inspiriertes Wort Gottes. Nicht inspiriert vom Heiligen. Nicht inspiriert. Von wo kommen die dann? Ja, wo kommen die dann? Da musst du mal nachgoogeln. Ne? Deuterung kanonische Schriften. Ne? Okay, dann muss ich mich mal informieren. Genau. Gib einfach ein deuterokanonisches Schrift, dann hast du eine ganze Auflistung, was es damit auf sich hat. Dann wirst du sehen, dass diese ganzen deuterokanonischen Schriften alles nicht inspiriertes Wort Gottes sind. Okay, alles klar. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Information. Gottes Segen, mein Lieber. Du bist die Gleiche. Ciao, ciao. Ja, die ganzen Apokryphen und sowas, ne, die sind nicht nicht authentisch, ne? So wie das Thomas-Evangelium, das es in den Koran geschafft hat und so, ne? Was eine absolute Fälschung ist, ne? Ja, alle Fälschungen sind im Koran gelandet. Deswegen ist der Islam auch so eine Abspaltung von so einer christlichen Sekte, hat das eher so den Anschein. Wie geht's ihm? Dem geht's super. Dem geht's sehr gut. Der ist tiefenentspannt, dieser Kleine. Eine kleine Kacke. Das ist eine kleine Kacke. Eine kleine Kacke. Eine kleine Kacke. Ey, die Leute haben hier, was ist denn los mit deinem Internet? Guckt euch diesen Monster an. Guckt ihr das an, diese Monster. Was ist das denn? Ein Hund. Das ist eine Monster. Geht da hinten hin. Wer heißt der? Er ist Lucci. Nein, da ist Butch, heißt er. Butch? Butch. Ah, okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, Gott segne dich und deine Familie, ja? Danke. Pass auf dich auf. Segne dich und deine Familie auch. Ciao. Mach's gut, ciao. So, ihr Lieben, ich glaube, wir machen jetzt langsam mal Schluss für heute, ja. Ich habe drei Live-Sichtbarkeitseinschränkungen. Mein Dings ist nicht für jedes Alter zugelassen. Na super. Ja, die haben mich komplett eingeschränkt. Aber wenigstens wurde der Stream nicht gesperrt, ne? Gott sei Dank. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch noch ein schönes Wort mitgeben. Hey, guck mal hier, der will euch auch rein. Der will ich auch Hallo sagen. Geh zurück. Geh zurück. Bleib da. Danke, Mann, oder? Ich möchte euch noch ein wunderschönes Wort mitgeben. Aus der wunderschönen Bibel. Das ist aus dem Judasbrief, der kleinste Brief im Neuen Testament. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Für den Heiligen, kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu dem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unserem Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr
nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigenen Behausungen verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter den Finsternis verwahrt hat, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrlichkeit und lästern Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sich nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei eurem Liebesmahlen und Schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesem hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten, über alle und allen Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Gelüsten wandeln, und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch gesagten: In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, Jesus Christus ist ja der Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, so ist das. Wie der Judas aber auch richtig scharfe Worte benutzt, ne? Und zusätzlich auch noch die ganze Zeit die Dreieinigkeit uns wieder mitgibt, ne? Auch zum letzten Satz. Denn aber der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wahnsinn. Wer ist der Retter? Wer ist der Retter, ihr Lieben? Wer ist der Retter? Wem gebührt die Ehre? Jesus Christus. Sehr, sehr gut. Warum, wer ist das denn? Gucken wir noch, was da los ist. Hallo? Hallo. Hi. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hör mal, Bruder, ich wollte dir nur mal was sagen, weil ich höre und die ganze Tage folge ich dir ein bisschen, höre deine Gespräche an und so. Du bist ja Ex-Muslim, das sagst du. Du bist ja Türke, deine Familie sind Türken, sind Muslime. Was sagen eigentlich deine Familie dazu, dass du zum Christentum gegangen bist? Ist ja auch nicht schlimm, das ist ja alles schön und gut. Ich bin kein Türke. Okay, dann bist du ja der Ex-Muslim, hast du ja gesagt. Steht ja auch da drauf, du bist Ex-Muslim. Ja, muss ich denn Türke sein, um Ex-Muslim zu sein, oder was? Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Da steht da drauf, Ex-Muslime, du siehst aus wie ein Türke, sorry.
Was sagen deine Familie warum dazu? Warum sehe ich nicht aus wie ein Araber? Warum muss ich denn aussehen wie ein Türke? Warum sehe ich nicht aus wie ein Araber, Albaner oder was? Zieh das doch nicht in die Länge, mein Freund. Ich habe dich schon was gefragt. Ja, ich beantworte das. Drauf, was sagen deine Familie dazu? Die sagen gar nichts dazu. Nichts. Wie? Die sagen gar nichts dazu? Gar nichts dazu, nein. Ehrlich nicht? Ja. Aber die sehen dich doch auch vielleicht tagtäglich ab und zu mal in den Live, weißt du, da Breaking News abgibst. So. Meinst du, meine Eltern haben TikTok oder meine Familie hat so TikTok, so eine App? Ja, ich weiß nicht. Also heute hat das jeder. Also sogar meine Oma hat das. Also keine Ahnung. Guck mal, Bruder, ich will dir nur eine Sache sagen. Es ist ja alles schön und gut, was du da erzählst, was du da machst und so, ne? Aber wenn du doch zum Christentum, zum Islam rüber, von Islam zum Christentum übergegangen bist, dann red doch über den Christentum und red doch den Islam nicht ständig schlecht wegen irgendwelche Vers und Kapitel 8 und 6 und so ein Scheiß. Du bist ja nur. Wie laut ist das denn in deinem Hintergrund, Mann, ey? Hörst du jetzt auf Party und will mich nur belehren, ey? Mach doch Halle in nebenbei, ey! Ich geh kaputt, ey. Was ist denn bloß los mit den Leuten? Der ist am Party am Feiern und macht mich an, warum ich gegen eine Religion meinen Mund aufmache, die über unseren Glauben schlecht redet und unseren Glauben verleugnet und Lügen erzählt. Das ist also Wahnsinn, ey. Dann sagt er Vers 6 und Vers 7 und Kapitel 8 und 9. Was soll das, Mann? Der ist bei Karnevalszug, ey, lässt sich da schön Dings baumeln und macht mir Vorwürfe, ey. Ja, so Teilzeitmuslim, genau. Karneval-Islam. Der feiert auch Kamele. Ich glaube, das muss man sagen, um diese Bonbons zu bekommen. Kamelle, oder wie heißt das? Wie sagt man, ey? Bleibt bis 19 Uhr. Nein, ich muss was essen, ihr Lieben. Ich, Dr. Scherer, aber mir ist es am Verhungern. Der ist die ganze Zeit nur live jetzt gewesen. Es reicht jetzt. Für heute haben wir wieder gute Gespräche geführt und den einen oder anderen natürlich zum Nachdenken gebracht. Ne? Vielen lieben Dank für alles, was ihr für mich tut, ihr Lieben. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Wenn wir etwas gesagt haben, was nicht der Wahrheit entspricht oder was den Herrn Jesus Christus in ein schlechtes Licht drückt, dann war das nicht von mir, dann war das der Widersacher. Alles andere ist natürlich dem Herrn seine Herrlichkeit nicht zu nehmen. Der Herr ist der Beste, der Allerschönste. Vielen lieben Dank. Und der Retter, der in diese Welt gekommen ist. Ne? Falls du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, treffe sie für den Richtigen, nicht für irgendeinen Propheten, der behauptet hat, ein Prophet zu sein. Komm zum Herrn Jesus Christus, dem Retter, der geboren wurde und der für deine Schuld bezahlt hat. Lass es nicht zu, dass der Islam dir deine Rettung in Christus Jesus nimmt. Lass das nicht zu. Auch an die Atheisten oder ich weiß nicht, wer mir gerade zuhört. Schau, dass du dir Zeit nimmst für das Evangelium, lies die Evangelien und lerne Jesus Christus kennen. Rette deine Seele, bevor es zu spät ist. Kommst du später? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Je nachdem, so Gott will. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Lasst uns noch beten und dann gehen wir langsam ein paar Sachen erledigen. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir her und danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass du uns weiterhin segnest und uns gewährst, weitere Livestreams abzuhalten, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jede einzelne Seele, die gerade hier drin ist, von den Geschwistern und auch von den Muslimen hier, sie segnest, behütest und beschützt, Herr, ihre Familien segnest, behütest und beschützt. Und dein Angesicht über sie leuchten lässt, Herr Jesus Christus. Bitte hilf ihnen, falls sie Probleme haben, Herr. Und gewähre ihnen weiterhin Schutz und Gesundheit, Herr. Dass sie auch die Möglichkeit haben, mit sehr vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihre Arbeit und ihren Dienst in dir zu vollbringen, Herr. Dass du ihnen die Kraft, den Mut und die Stärke weiterhin verleihst, immer weiterzumachen, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du stellvertretend für uns bezahlt hast, Herr Jesus Christus. Wir nehmen das Geschenk der Gnade an, Herr, und möchten dir von ganzem Herzen danken und dir weiterhin nachfolgen, Herr, und diese Liebe, die du in unserem Herzen ausgegossen hast, weiterhin den Menschen auch mitgeben, Herr, dass sie dich, den wahren Gott, erkennen, Herr Jesus Christus, und dass du weiterhin immer für uns auch einstehst, ne? Herr, wir beten auch für unsere verfolgten Geschwister, die jetzt gerade Leid erfahren müssen, Herr Jesus,
die jetzt gerade ja, verfolgt werden oder in die Ewigkeit in dir geschickt werden, Herr Jesus Christus, dass du ihnen gerade Trost schenkst, Herr, ganz egal, wo sie gerade sind, dass du ja, ihnen hilfst, Herr Jesus Christus. Bitte hilf auch den Muslimen, Herr, dass sie deine Herrlichkeit erkennen und dass sie dieser Religion, ja, dass sie diese Religion namens Islam in Frage stellen, Herr, und dich erkennen, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, benutze uns weiterhin noch, damit wir dein wundervolles Himmelreich füllen mit wundervollen Seelen, Herr, und dass sie erkennen, dass dein Himmelreich nicht ein Bordell ist, Herr, sondern eine wunderschöne Oase der Glückseligkeit, Herr Jesus Christus. Dankeschön von ganzem Herzen, dass wir dich erkennen dürfen, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Ja, ihr Lieben, wundervoll. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Vielen Dank für alles. Und Jesus Christus bleibt Sieger, ob ich da bin, weg bin, ob einer von uns da ist. Jesus Christus braucht niemanden von uns. Der Herr Jesus Christus hat dem Satan den Kopf zertreten am Kreuz. Das war's. Okay. Jeder, der daran glaubt, soll selig werden. Amen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Nee, ich brauche mich nicht zu schämen. Jemand, der jemanden folgt, der ein 6-jähriges Kind angefasst hat, der sollte sich schämen. Gottes Segen, ihr Lieben. Ich bin weg. Macht's gut.